So, eine neue Folge Jung Naiv. Ich habe einen neuen Gast. Wer bist du? Heinz Bude, 1954 geboren in Wuppertal, hatte gerade meine Abschiedsvorlesung in Kassel. Was bist du denn? Was machst du? Soziologe bin ich. Soziologe? Ja. Warum? Weil ich eigentlich, das hört sich komisch an, ich wollte zwei Dinge in meinem Leben studieren. Erst Theologie und ich habe gleichzeitig auch noch Soziologie studiert. Mhm. Und das hat ja einen Zusammenhang. Die Theologen interessieren sich für Gott und die Soziologen für die Gesellschaft. Und es gibt einen ganz berühmten Soziologen, Emil Durkheim, der sagt, es gibt eine, wie sagen die Soziologen so gerne, eine strukturelle Analogie zwischen Gott und der Gesellschaft, weil es immer um ein höheres Wesen geht. Also wenn wir soziologisch Dinge erklären, versuchen wir nicht zu sagen, wie geht 1 plus 1 zusammen, sondern gibt es irgendwas Drittes, was 1 und 1 verbindet, ohne dass es nur 1 plus 1 ist. Aber Gesellschaft ist ja, das verstehe ich so als Kollektiv. Ja. Und Gott ist ja ein Individuum. So verstehe ich den. Ja, das ist ein wirklich interessanter Punkt. Weil wenn man zum Beispiel sagt, es gibt die polnische Gesellschaft und die unterscheidet sich in gewissen Parametern von der britischen Gesellschaft, dann spricht man von der Gesellschaft und glaubt, dass es irgendeine Einheit in der Vielfalt gibt, von der man sagen kann, es ist eine britische Gesellschaft oder eine polnische Gesellschaft. Und wenn man sagt, na, es gibt ja noch eine Weltgesellschaft, dann sagt man, es gibt eine Weltgesellschaft, die sich von irgendetwas anderem unterscheidet. Und da war früher die Unterscheidung immer, das ist die Natur, die um die Gesellschaft herum ist. Also ich dachte jetzt Aliens oder sowas. Ja, Alien weiß man ja nicht, ob genau. Die Natur, aber das geht heute nicht mehr so einfach, weil es die Natur ja nicht mehr gibt. Und das ist ja für die Soziologie auch ein Problem. Bei Weltgesellschaft ist mir jetzt sofort natürlich Menschheit eingefallen. Ja. Und dann gibt es, ich weiß nicht, wer es gesagt hat, wer Menschheit sagt, der lügt. Kennst du den Spruch? Das ist so ein Spruch, der aus dem totalitären Zeitalter, aus den 20er und 30er Jahren kommt. Ah, ja, okay. Und das ist interessant, weil das auch eine Zeit war, wo man gegen Weltgesellschaft und gegen Menschheit war, gegen Vernunft war und sagte, die Wirklichkeit der Menschen ist die, dass sie sich in Kollektiven, in überblickbaren Kollektiven zusammenfinden, die auch in sich selber, und das ist der wesentliche Begriff aus dieser Welt, eine Kraft haben. Und das ist das, warum man sagte, Menschheit ist eine Kategorie ohne Kraft. Und deshalb sagte man, wer über Menschheit redet, lügt. War das vielleicht irgendein Rechter oder so weiter? Ja, man sagt das in der Tat Rechter, aber es hat aber auch Linke gegeben, die so gedacht haben. Weil Menschheit war nicht eine Kategorie der Kommunisten und Sozialisten. Die haben gesagt, das ist das Weltproletariat. Das ist etwas völlig anderes als die Menschheit. Das bringt mich gerade auf die Idee, weil du es gerade so erklärt hast. Es gibt ja heutzutage die neue Rechte und Rechtsextreme, die sprechen ja dann jetzt nicht von Menschheit und waren von der Weltgesellschaft, sondern so New World Order. Mhm. Weißt du, irgendwie so, ja, die Globalisten, die tun sich alle zusammen und dann soll es so eine Weltregierung geben und böse UN und böse Vereinigten Staaten. Hat das damit was zu tun? Ja, das hat damit was zu tun. Also die Kategorie, gegen die neuen Rechten überall anrennen, das ist in der Tat die Kategorie der Weltinnenpolitik. Mhm. Die sagen, alles das, was auf der Welt passiert, ist in sich selber geordnet durch die Welt. Und sie sagen, das ist eine Chimäre, die eigentlich verwaltet wird von Leuten auf irgendwelchen Brücken, die den anderen nur sagen wollen, was Sache ist. Und auch da wieder das Argument, das ist eine Sphäre ohne eigene Kraft, autochthone Bezüge von Menschen. Das ist in der Tat ein ganz wesentliches Theorem der neuen Rechten. Bedrohen die uns? Nicht bedrohen, aber nimmst du da die Bedrohung wahr, der neuen Rechten? Das kommt jetzt ja immer mehr die letzten Jahre. Ja, natürlich. Ich meine, wir haben eine Ministerpräsidentin in Italien, die definitiv neofaschistisch ist und das auch sagt. Natürlich, ich nehme das als eine große Bedrohung wahr, natürlich. Ich glaube auch, dass das noch kein Ende ist in westlichen Gesellschaften. Wir haben jetzt gerade in der Türkei eine Wahl gehabt, da haben wir gesehen, da gibt es fast 40% Inflation. Es hat ein riesiges Problem beim Erdbeben gegeben. Das bringt die Leute aber nicht davon ab, den Regierungschef nochmal wieder zu wählen, weil er, und das ist der interessante Punkt, eine Idee über das Osmanische Reich hat und eine Differenz zum Westen macht. Und das sind, glaube ich, Grammatiken, wie man heute sagt, der neuen Rechten, die sehr verbreitet sind in unserer Welt. Ich meine, Le Pen ist in Frankreich so ist es. Zumindest so wählbar, dass sie in Stichwahlen kommt, 30-40% bekommt.
die AfD hat hier ein Potenzial offenbar von 20. Ja, und in Thüringen von fast 30%. Ja, ja. Genau. In anderen europäischen Ländern auch. In Schweden haben wir auch die Rechten jetzt übernommen. So ist also es. Irgendwie haben wir jetzt aus dem letzten Jahrhundert nichts gelernt, Heinz? Ja, das ist, ich glaube... Oder ist das jetzt einfach, müssen wir damit leben? Kommt das jede 100 Jahre wieder? Naja, es war, glaube ich, eine irrige Überzeugung, dass man sagte, irgendwie in den 90er Jahren, alles hat sich erledigt. Also Fukuyama-mäßig. Fukuyama-mäßig. Die Geschichte ist zu Ende. Und dann kam die Geschichte ja zurück mit dem Angriff auf die Twin Towers. Und dann wussten alle nicht mehr so richtig, was Sache war. Und wir leben eigentlich immer noch in diesem Schock, dass ein System gewonnen hat, das sich selber unsicher fühlt in seinem Gewinn. Also, weil man nicht weiß, ist es Kapitalismus, ist es Demokratie, ist es eine bestimmte Welthaltung, also Welt im Sinne der Menschheitsorientierung, oder was ist das eigentlich? Und wir befinden uns, glaube ich, heute, und da kommen die zwei weiteren großen Krisen hinzu, nämlich die von 8-9, und dann kommt nochmal, wenn man so will, 15, ist nicht keine Krise, aber es war ein Rendezvous mit der Globalisierung, wie Schäuble gesagt hat. Das hat auch nochmal so eine Frage gestellt. Und ich glaube, wir sind immer noch in den Nachwehen dieser Schocks. Und eines dieser Elemente ist, dass eigentlich die Linke, die klassische Linke, keine überzeugende Antworten auf diese Welt jetzt hat und in dieses Vakuum springt die neue Rechte nicht mit Begriffen, sondern mit Metaphern rein. Und das Dumme ist, die Linke hat auch keine Begriffe mehr. Die haben irgendwie auch nur noch Narrative, wie die so schön sagen, aber keine Begriffe mehr. Und die Leute wollen eigentlich Begriffe haben. Sie wollen begreifen, in was für einer Welt wir belegen. Begriff ist ein toller Begriff. Ja. Da begreift man etwas, da kann man etwas anfassen, da kann man sich etwas vorstellen. Und Metaphern sind zu vage, viele Leute sagen, wir sind in der Welt der Metaphern. Das befriedigt mich nicht. Ich glaube, wir sollten wieder in eine Welt der Begriffe hineindenken. Metaphern und Ironie fällt mir immer wieder auf. Also gerade so bei bei den Demos und so weiter, wenn ich da Fridays for Future mache, ich sehe immer wieder so ironische Plakate, wo ich mir denke, so als Journalist, also du lernst bei deinem Chef, mein erster Chef hat mir gesagt, 80% der Leute verstehen das nicht als Ironie. Du musst das immer mitdenken, keinen Spaß verwenden. Ja. Was ist also Metaphern und Ironie ist immer noch gang und gäbe. Vielleicht sollten wir davon auch mal vielleicht mehr mit Begriffen arbeiten. Und also ich selber habe mal ein Buch geschrieben, Die ironische Nation, über die Bundesrepublik, was ich entgegengesetzt habe der DDR. Ich habe gesagt, also damals war das für mich eine sehr schöne Sache. Ich bin 99, ich bin Mitte der 80er Jahre relativ viel im Osten gewesen, interessanterweise mit einem amerikanischen Freund. Also ich hatte einen guten amerikanischen Freund, den habe ich auch noch, das ist ein Sozialanthropologe aus Princeton, dessen Spezialgebiet war Divided Cities. Der hat immer Städte untersucht, die geteilt waren. Und zu diesem Beruf war der auch in Berlin. Und der sagte mir, komm, du musst mal mit da rübergehen. Das ist total interessant da drüben. Und ich dachte, ich war schon immer mal drüben, aber es war so, man hat MEWs, das Marx-Engels-Werke gekauft oder war mal irgendwie im BE, im Berliner Ensemble. Aber ich hatte eigentlich Kontakt mit Leuten, wer gelogen, hatte ich nicht. Und es war für mich extrem irritierend, dass ich da Leute fand, die auch Merwebände hatten, so wie ich. Und mit denen haben wir dann irgendwie geredet und da hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ach, die glauben gar nicht an den Sozialismus, aber die glauben irgendwie auch nicht an den Untergang des Sozialismus. Und das ist eine interessante Geschichte. Ich komme auf Ironie zurück. Das war auch eine ironische Form, in der Endphase der DDR zu sein. Eigentlich an nichts zu glauben. Weder an das, was da ist, noch an das Gegenteil dessen zu glauben. Und das hat mich damals sehr beschäftigt, wie diese Art von Ironie möglicherweise doch noch eine Tragik dahinter lag. Weil die Tragik der DDR ist ja der Versuch, nach 1945 eine wirkliche Alternative zum Nationalsozialismus aufzubauen. Das nannte man Antifaschismus. Und die Bundesrepublik hatte nie die Idee, dass eine Alternative gut wäre. Und das war die Idee Adenauers, wir müssen irgendwie weitermachen. Denn man kann sagen, wie sollte man auch eine Gesellschaft mit nur Nazis machen, neu machen? Wir können ja keinen neuen Menschen plötzlich erfinden. Wir müssen mit diesen Nazis zurande kommen.
Und das war ein Katholik, Adenauer, der dachte, wir müssen sowieso ein bisschen anders denken. Und das ist Postfaschismus. Und Postfaschismus ist irgendwie eine ironische Denkfigur. Man macht einfach weiter. Antifaschistisch ist eine tragische, die sagt, es steht jetzt alles auf dem Spiel. Wenn wir den Kapitalismus nicht bekämpfen, kommt der Faschismus wieder. Und das ist eine tragische Geschichtsidee. Und die hat die DDR bis zum Schluss gehalten, bis auf diese Leute, die ich dann Mitte der 80er Jahre hier im Prenzlberg gefunden habe. Die dachte ich, die sind ja genauso ironisch wie ich. Und das war eine interessante Erfahrung für mich. Ich war damals in so Hausbesetzer-Dingen verwoben und da ging es auch viel um Hausbesetzerei und so weiter. Und hat man sich darüber unterhalten. Und das war für mich eine wirkliche Erfahrung, was für eine Welt. Also da hat mir wirklich die Augen geöffnet damals. Es ist mir natürlich auf die Idee gebracht, wenn du sagst, du hast da Leute kennengelernt, die haben nicht an den Sozialismus geglaubt, aber auch nicht daran geglaubt, dass der untergehen kann. Ja. Sind wir heute nicht in einer ähnlichen Situation? Also ich kenne wenige Leute, die noch an den Kapitalismus jetzt glauben und gleichzeitig kann aber sich keiner vorstellen, dass der untergeht. Exakt. Ich glaube, dass man könnte fast sagen, das ist eine gewisse Definition der mittleren Schichten unserer Gesellschaft in ihrer Disposition hier. Also wenn man jetzt so einmal sagt, wenn man jemandem sagt, sag mal, Kapitalismus ist doch eine gute Sache, dann, ich meine, da findet man nicht viele. Die das. Oder bei der FDP vielleicht noch, ne? FDP. Selbst die würden sagen, nein, Heinz, das ist soziale Marktwirtschaft. Ja, oder sie würden jedenfalls sagen, na, ich glaube sogar, sie würden mittlerweile sogar sagen, dass man das Liberale ist nicht unbedingt gleich das Kapitalistische. Ja. Was stimmt? Ja, ja. Was stimmt? Und ich glaube, das ist wäre eine kluge Überlebensstrategie der FDP, das Wesen des Liberalen. Also eine liberale Idee nochmal deutlich zu machen. Also ich glaube auch, wir haben eigentlich eine neue ideenpolitische Konstellation jetzt im Augenblick in Deutschland, die interessant ist. Dass man sagt, manche sagen, jetzt müssen mal die Konservativen aus dem Loch kommen und sagen, was ist denn eigentlich konservativ? Oder auch die Sozialdemokraten müssen nochmal sagen, in dieser Koalition, was unterscheidet sie eigentlich von einer grünen Position? Was ist eigentlich das Sozialdemokratische daran? Und die Grünen müssen sagen, was unterscheidet uns eigentlich von den Liberalen? Und das ist eigentlich eine interessante Situation, die ist unausgegoren. Und deshalb haben wir immer wieder diesen Kladderadatsch in der Koalition. Weil überhaupt nicht klar ist, wo da eigentlich die Linien sind, wo man Kompromisse schließen kann. Also es gibt immer so Leute, Soziologen werden immer danach gefragt, sag mal, was ist denn das eigentlich, liberal? Und weißt du das? Ja, kann ich dir sagen, was das ist. Oder was ist konservativ? Weißt du denn das? Ja, kann ich dir sagen, was das ist. Und dann sind Leute immer total perplex, dass ich das sagen kann. Ich habe sogar mal einmal eine Einladung von jungen Bundestagsabgeordneten der CDU gehabt. Die haben mich eingeladen, so eine Gruppe, und hat gesagt, ich solle ihnen mal erklären, was konservativ ist. Das würde ihnen nie jemand sagen. Also Konservative laden dich ein, um ihnen zu erklären, was sie sind? Ja, Junge. Ja. Weil sie sagen, wir sind hier Parlamentarier, aber wir wissen ehrlicherweise gar nicht, weil ich habe dann irgendwie gesagt, also dass man für die schwarze Null ist oder irgend sowas, ist ja nicht konservativ. Ja, stimmt. Ja, oder dass man irgendwie dafür ist, dass die Bundeswehr stabilisiert wird, ist doch auch nicht konservativ. Nee. Ja, was ist denn das eigentlich? Und ja, stimmt, wir wissen das eigentlich gar nicht. Aber wenn die das alle nicht wissen, und sag mal, du kennst jetzt wahrscheinlich die meisten Interviews nicht, aber die kamen ja aus allen Parteien, sind ja hier. Die haben alle Probleme zu definieren, wofür sie stehen, was für ein Weltbild sie haben. Warum machen die denn Politik? Warum sind die in der Politik, wenn sie selbst noch nicht mal wissen, wofür sie stehen? Irgendwie Macht. Also Politik geht um Macht, das stimmt schon. Genau. Das geht schon. Und dann suchen sie sich halt irgendwie die passende Schablone aus, wie sie da hinkommen, habe ich das Gefühl manchmal. Nee, ich glaube, also das ist zu einfach. Warum wähle ich eine Partei? Ja. Ich wähle doch keine Partei, weil sie ganz bestimmte Interessen von mir in einer bestimmten Weise vertritt. Also ich wähle doch keine, weil ich würde jetzt die CDU wählen, nehmen wir mal an, weil sie nicht das Ehegattensplitting abschaffen will. Weil ich sage, also das Ehegattensplitting, ja oder nein, ist keine entscheidende Größe für mich. Ich kann sagen, ich bin für das Ehegattensplitting, weil ich irgendwie für die Familie bin oder irgend sowas. Also das haut nicht hin, sondern ich glaube, man wählt auch eine Partei, weil man irgendeine altersmoralische Korrespondenz fühlt.
Also wenn man sozialdemokratisch wählt, denkt man in gewisser Weise, es gibt Belange der kleinen Leute, die irgendwie mühsam gucken, wie sie zurande kommen und wenn sie was angeschafft haben, dass das irgendwie nicht gleich wieder kaputt geht und dass sie Rechte haben, die kleinen Leute. Die Rechte der kleinen Leute, das ist so eine Intuition für Sozialdemokraten. Wenn jemand gegen die Rechte der kleinen Leute geht, dann wird man irgendwie innerlich wach. Mhm. Bei Liberalen ist es irgendwie so, wenn Leute einfach so tun, als ob man alles umsonst kriegen könnte, dann werden die nervös. Also Liberale müssen sagen, there is no free lunch in the world. Mhm. Das müssen Liberale sagen. Mhm. Also man kann nicht einfach Schulden machen. Man muss sagen, ja, und wo soll es dann wieder herkommen? Also irgendwie diese Idee, oder simpel ausgedrückt, ist, die Kasse muss irgendwie am Ende stimmen. Und wer glaubt, dass sie nicht stimmen muss, das ist ein Lügner. Der macht sich was vor. Das sagen Liberale. Mhm. Und Konservative müssen sagen, dass es irgendetwas in der Politik geben muss, was nicht nur Politik ist, aber für die Politik doch orientierungswirksam ist. Das hieß früher Gott bei de Maistre, heute ist es vielleicht die Schöpfung oder der Zufall, die Kontingenz, wie man das so schön nennt. Aber es muss irgendetwas geben, was über die Politik hinausgeht und Leute in der Politik bindet. Also ich bin noch so jemand, der weiß, was der katholische und der protestantische Flügel in der CDU ist. Hm. Und ich kann die noch erkennen. Hm. Und man kann die erkennen, wie die argumentieren. Und die sind sich einig mit diesem komischen Bezug auf irgendwas anderes, was über die Politik hinausgeht, interpretieren das aber natürlich unterschiedlich. Und das ist sehr interessant. Und das sind solche Dinge, wo man sagt, ich will kein Leben führen, wo es überhaupt keine Rolle mehr spielt, dass es noch etwas anderes gibt. Und ich will nicht eine Partei wählen, die überhaupt keine Musikalität für diese Frage hat. Irgendwie, und ich glaube, für die CDU-CSU ist es wichtig, diese Musikalität aufrechtzuerhalten. Sonst haben sie keine Existenz. Das musst du nur die Linken, die Grünen und die Nazis erklären. Für die Linken, wenn man so will, ist ja Gott das Proletariat gewesen. Hm. Also die Idee, dass es eine Kollektivgröße der Menschheit gibt, die die Zukunft verheißt. Mhm. Die Proletarier. Die Proletarier. Also das Proletariat, und zwar als eine eigene, eine Kraft aus eigener Geltung, mhm. die nicht ihre Geltung woanders her zieht, mhm. nicht von Gott oder irgendwo anders, nicht mal aus der Geschichte. Also wenn sie revolutionär sind, würden Linke gesagt, nicht mal aus der Geschichte kommt unsere Kraft, sondern nur aus uns selber, als Kollektiv. Mhm. Was ein beeindruckender Gedanke ist, finde ich. Wirklich, nach wie vor ein beeindruckender Gedanke. Und die Rechten, und das ist jetzt ein ganz großes Problem, weil die Rechten unterscheiden sich nach faschistisch und konservativ. Und ich glaube, wir leben in der Tat in einer Zeit, wo das Faschistische anfängt, das Konservative zu dominieren. Mhm. Und faschistisch heißt, eigentlich ist ein Denken, das sagt, wir können jetzt die Ewigkeit schaffen. Das ist die Idee des faschistischen Denkens. Hm. Wir können durch einen bestimmten mörderische Politik, durch eine Politik, dass man aufs letzte Blut geht, können wir einen ewigen, das tausendjährige Reich, wir können etwas Ewiges schaffen. Und man muss sich nur trauen. Das ist faschistisch. Das ist nicht konservativ. Konservativ würde immer sagen, wir kriegen unsere Berechtigung durch etwas anderes, was unverfügbar ist. Faschisten sagen, es ist verfügbar und wir machen es uns verfügbar. Und dieser Unterschied verwischt sich sehr und das ist sehr gefährlich, meiner Ansicht nach. Weil diese Idee, ihm jetzt die Ewigkeit zu schaffen, für junge Menschen sehr attraktiv ist. Wirklich sehr. Also ich finde das nicht lustig. Ich komme da gleich nochmal zurück. Das ist wirklich attraktiv für junge Menschen. Ich warte nur, dass du nur die Grünen erklärst. Die Grünen sind eine interessante Mischung aus allem. Ah ja. Weil die eigentlich von ihrer Grundidee konservativ sind. Warum? Weil sie eine der wesentlichen Kategorien des konservativen Denkens untergründig besetzt haben, nämlich die Kategorie der Familie. Die Grünen denken die Gesellschaft familiär. Also wenn die Netzwerke, dann sind das irgendwie immer familiäre Logiken. Oder wenn man Grüne darstellen wollte, dann ist das der junge Vater, der zwei Kinder hinten im Wagen beim Fahrrad hat, ne, die mhm. alle so ein Fähnchen haben. Mhm. So, ne? Das heißt, wenn Grüne ihre Welt, also, oder wenn man jetzt auch die grüne Politik, warum müssen wir den Planeten retten? Die Antwort der Grünen ist für unsere Kinder.
Das ist ein familialistisches Motiv. Also die Grünen sind eigentlich eine familialistische Partei, wissen das aber nicht so genau. Und das ist eigentlich ein konservativer Zug an ihnen. Auch die ganze Frage der Umweltpolitik hat eine familialistische Seite. Es ist für unsere schutzbedürftigen Kinder, nicht so sehr für uns. Also, und oder jetzt ist sogar die Idee, eine der ganz wichtigen grünen Konzepte ist ja, dass wir gute Vorfahren werden. Ne? Die Boomer sollen bitte gute Vorfahren werden. Na ja. Weil sie sehen, dass sie ihr Leben nicht einfach auf die Kosten der anderen leben können, auf die nachfolgende Generation. Das ist auch wieder ein familialistisches Motiv. Und das ist interessant, dass also quasi eine familienorientierte Partei in einer Partei, in eins mit einer Partei ist, aber die Kasse muss stimmen. Und das heißt, da ist ein böser Vater, der rechnet mit und sagt, die Kasse muss aber stimmen. Ne? Also konservativ sind sie, liberal auch noch ein Stück? Ein bisschen liberal, weil sie für individuelle Rechte sind. Ja. Aber die individuellen Rechte haben immer so eine Einbettung in eine familiale Metaphorik. Und links auch noch ein bisschen? Die Linken sind eigentlich... Also bei den Grünen jetzt. Links sind sie dadurch, weil sie an den Kapitalismus nicht glauben. Mhm. Am wenigsten vielleicht glauben, weil der Kapitalismus im Grunde familiale Strukturen zerstört. Also die Kälte des Kapitalismus interveniert in den Wärmestrom des familiären Zusammenlebens. Und das ist interessant. Also, und das ist übrigens eine der ideologischen Kerne des Twistes im Augenblick in der Koalition. Wo ordnest du dich denn da ein? Du hast ja sechs Parteien erklärt. Ich bin von meiner ganzen Haltung ein klassischer Sozialdemokrat. Warum? Weil ich für die Rechte der kleinen Leute bin. Also das springt bei mir an. Wenn es um die Rechte der kleinen Leute geht. Ich weiß aber, dass ich manchmal wie ein klassischer Sozialdemokrat etwas gegen die kleinen Leute tun muss, um etwas für die kleinen Leute zu tun. Das ist die klassische Problematik von sozialdemokratischer Politik, aha, die einen ja immer wieder sozusagen zum Klassenverräter macht. Ne? Das haben wir so. Entschuldigung, ich mache das mal eben aus, ja, aber wir können weiter, glaube ich. Nee, mach es mal aus, ja. Ich überlege. Ja. Also das ist komisch, habe ich vergessen, da rein zu tun. Nee, aber ich höre weiter zu, kein Problem. Machst du ein bisschen auf Flugmodus? Ja, mache ich eben. Super. Entschuldigung. Wir haben ja angefangen damit, wir haben festgestellt, hier die Faschisten nehmen wieder zu in Europa. Mhm. Und du hast ja zwischendurch den Satz gesagt, hier früher hieß es, wenn wir den Kapitalismus nicht bekämpfen, dann kommt der Faschismus wieder. Ja. Haben wir jetzt den Kapitalismus einfach nicht genug bekämpft, weil jetzt der Faschismus wiederkommt? Nee, der Satz ist falsch. Mhm. Der Satz ist falsch. Der Satz, dass man den Kapitalismus bekämpfen muss um den Faschismus, das war ja die Idee der DDR, die hat sich als falsch erwiesen. Mhm. Nicht weil der Kapitalismus stärker sich erwiesen hat, sondern weil das, worum es geht, eigentlich nicht nur Kapitalismus ist, sondern eine eigentümliche Zusammenballung von demokratisch-republikanischen Motiven und kapitalistischen Motiven. Das ist deshalb wichtig, weil wir ja, und da spielt ein Begriff eine große Rolle, der Begriff des Bürgers oder der Bürgerin. Und dieser Kapitalismus, den wir hier haben, ist ein bürgerlicher Kapitalismus. Max Weber. Max Weber ist der große Theoretiker des bürgerlichen Kapitalismus, des betriebsbürgerlichen Kapitalismus, kann man sogar sagen. Und quasi, wenn wir in einer kapitalistischen Welt leben, gibt es, das ist wieder eine Metapher von Weber, es gibt es eine Wahlverwandtschaft, wie er das nannte, zwischen dem Demokratischen und dem Kapitalistischen. Und jetzt haben wir aber auf der Welt eine Tendenz, dass es einen Kapitalismus ohne Bürgertum gibt. Mhm. Das heißt China. Wir haben dort eine Neubelebung des Kapitalismus, und zwar eine extreme, auch von großer Dynamik, mit großer Dynamik ausgestattete Wiederbelebung des Kapitalismus unter Verzicht auf das Bürgerliche. Mhm. Und das ist natürlich eine große, übrigens denkerische, aber auch affektive Herausforderung. Was heißt denn das um Himmels Willen? Und wir leben ja, um das nochmal wirklich auf den Punkt zu bringen, wir leben ja in einer Hegemoniekonkurrenz mittlerweile auf der Welt zwischen den USA und China. Und Hegemonen sind nicht nur durch Gewalt und durch Unterdrückungskompetenzen definiert, sondern die haben auch immer die Attraktivität eines Lebensmodells. Mhm. American way of life. You need it if you want to rule the world. Mhm. Es muss irgendwie für die Leute interessant sein. Mhm. Also für mich
immer gewesen. Ne? Mhm. Also Pop ist für mich immer irgendwie nur mit Elvis und Madonna und so weiter. Natürlich gab es diesen britischen Pop, aber irgendwie war es doch letztlich Elvis. Mhm. Und das gehört, und jetzt haben wir aber K-Pop, mit dem ich aus Südkorea, ich war eine Zeit in Südkorea, habe mir das angeguckt, der mich irgendwie so merkwürdig kalt lässt. Und ich war für mich auch, können wir vielleicht nochmal gleich drüber reden, weil das war auch für mich sehr interessant. Ich habe so eine Asienreise gemacht, weil ich so ein Buch geschrieben habe, Gesellschaft der Angst. Das ist zuerst interessanterweise ins Koreanische übersetzt. Auch jetzt ist es ins Chinesische übersetzt. Hm. Und die haben mir jeweils immer wieder gespiegelt, dass ich auch ihre Gesellschaft beschreiben würde, obwohl ich dachte, ich würde unsere Gesellschaft beschreiben. Aber das jetzt nochmal ein anderer Punkt. Ich will nochmal auf die Frage zurück, dass die Frage, was eine kapitalistische Lebensweise ist, die nicht auf eine Idee des Bürgerlichen beruht, das ist eine interessante Frage, ob wir, und das, glaube ich, ist die europäische Tradition, einer Zusammenfügung des kapitalistischen Motivs, also das kapitalistische Motiv hat zwei Elemente, nämlich einerseits, dass es einen bestimmten Mechanismus des Geldes gibt. Der Kapitalismus ist eine Geldwirtschaft. Mhm. Das heißt, wenn du Geld hast, willst du, dass es mehr Geld wird. Also aus Geld muss mehr Geld werden. Akkumulieren, genau. Und dafür gibt es einen wesentlichen Mechanismus, der heißt Kredit. Mhm. Und Kredit hat die irre Potenz, Zukunft vorwegzunehmen. Wenn ich jemandem Kredit für etwas gebe, sage ich, diese Person kann Zukunft schaffen. Deshalb gebe ich einen Kredit. Oder wenn wir uns selber verschulden, wie wir das jetzt im Augenblick tun, stellen wir uns wechselseitig einen Kredit auf Zukunft aus. Mhm. Weil wir sagen, das ist rückzahlbar im Prinzip. Wir wachsen daraus. Wir wachsen daraus, genau. Wir sagen jetzt, wir müssen etwas tun fürs Militär und wir müssen etwas tun wir pumpen ja immer mehr Geld in die Bildung, sind da sehr intereffizient dabei, was auch eine irre Geschichte ist. Also es wird immer mehr reingepumpt, aber es funktioniert immer weniger. Und auch irgendwie merkwürdig, unbegreiflich. Aber wir können das alles tun. Ich glaube, wir können uns extrem verschulden. Ich bin da fest von überzeugt. Ich bin ein Anhänger von Keynes und so. Ich finde es gut, wenn man sich verschuldet. Mhm. Wenn man sich wechselseitig das Versprechen ernsthaft geben kann, dass es eine gesellschaftliche Rückführbarkeit einer kreditären Vorausnahme für Zukunft gäbe. Das ist ein extrem wichtiges Motiv. Also Kapitalismus schafft Zukunft, das ist das eine Motiv. Und das andere Motiv ist, es kann ein Idiot daherkommen in seiner Garage und irgendwas erfinden, von dem wir nie gedacht haben, dass es das geben könnte und damit die Welt in ihrer sachlichen und heute würden wir sagen auch intelligenten Art neu bestimmen kann. Das ist Kapitalismus. Also das Vertrauen auf das Individuum und das Vertrauen auf den Kredit. Aber schafft der Kapitalismus heutzutage noch Zukunft? Ich meine, wenn du dir den Club of Rome anguckst, der Weltklimarat, die Naturwissenschaftler, Klimawissenschaftler, die zeigen ja auf, quasi die Mechanismen des Kapitalismus zerstören den Planeten. Also man könnte ja auch sagen, Kapitalismus zerstört Zukunft. Ne? Er schafft Ungleichheit, der Wachstumswahn, der Wachstumszwang dieses Systems zerstört unsere Natur, die Umwelt, die Ressourcen werden ausgebeutet, unsere Tiere, unsere Artenvielfalt wird zerstört. Denkfehler. Gut, das kannst du ja gleich erklären. Ulrike Herrmann hat hier gesessen und hat erklärt, dass uns die Energie ausgehen wird. Also der Kapitalismus an sich wird kollabieren, egal ob wir das jetzt wollen oder nicht. Glaube ich alles nicht. Ja, gut. Glaubst du alles nicht? Nee. Warum? Ja, weil es ist, wir müssen, also ich, deshalb habe ich das eben, habe einen Begriff beim Kapitalismus nicht benutzt, nämlich den Begriff des Industrialismus. Ah. Industrie ist etwas völlig anderes, ist eine eigene Struktur. Das Industrielle ist eine Struktur eigener Art. Auch alle kapitalistischen Modelle, die es gab, waren immer industrielle Modelle. Mhm. Und alles das, was du gerade gesagt hast, kommt aus dem Prinzip der Industrie.
und nicht aus dem Prinzip des Kapitalismus. Also müssen wir die Industrialisierung überwinden, oder was? So ist es. Man muss eher über die Industrialisierung denken. Denn Industrialisieren, das Prinzip der Industrie ist Effizienzsteigerung. Mhm. Dass man mit weniger Einsatz mehr gewinnt. Also vor allen Dingen in der Vielfalt der Warenwelt. Natürlich auch die immer billiger machen kann. Also für eine Mehrzahl von Menschen Dinge von mittlerer Qualität für einen erschwinglichen Preis zu produzieren. Das ist ein industrielles, eine industrielle Angelegenheit. Und das Interessante ist jetzt, dass die Industrie, das industrielle Prinzip, sich ein bisschen vom kapitalistischen, das war schon die Idee des realen Sozialismus, dass man das industrielle Prinzip vom kapitalistischen Motiv entkoppeln kann. Mhm. Also die DDR, die Sowjetunion, die Elektrifizierung der Sowjetunion, das war Stalin, ne? Das war ein irres Modell. Elektrifizierung heißt Industrialisierung der Sowjetunion. Randständige Gesellschaft, die bäuerlich durch und durch war, war plötzlich der Gipfel der Weltgeschichte. Und kein Mensch wusste, wie das gekommen ist. Und jetzt musste das unbedingt, sagte man, die Industrie ist es. Wir müssen jetzt sehr viel besser industrialisieren, als der Kapitalismus das jemals konnte. Und das war die Idee des Stalinismus. Ne? Ja, die haben doch quasi die kapitalistischen Technologien sich geholt und in den Osten verschleppt. Die Industriellen. Also, genau. Also wenn wir damals im Politbüro gesessen hätten, wir beide, hätte der gesagt, Genosse, ich sag dir mal Folgendes, du musst lernen, die Industrie vom Kapitalismus zu unterscheiden. Sonst kommen wir hier nicht weiter. Okay. Und das war die Idee. Und das ist auch heute das Problem. Also wir müssen, quasi die Idee ist, wie kann man die Industrie anders auffassen und was kann man an der Industrie anders machen? Und dann sagt man ja auch das Postindustrielle und dann kommt schnell die Dienstleistungsgesellschaft. Die postindustrielle Dienstleistungsgesellschaft ist die Gesellschaft der Zukunft. So eine Idee spielt auch bei Ulrike Hamann im Hinterkopf eine Rolle. Mhm. Und die ist überlebensfähig, glaube ich nicht so sehr, weil das industrielle Prinzip als ein Prinzip der Effizienz, gerade bei der Frage knapper, wir haben übrigens keine knappen Ressourcen von Energien, das ist ja falsch. Ne? Wir haben zu viel Energie auf der Welt. Fossil? Ja, klar. Wir haben viel zu viel Öl, wir haben viel zu viel Gas. Aber die dürfen wir ja nicht weiter verbrennen. Eben. Und das ist jetzt der interessante Punkt. Wie kann man eigentlich mit dieser Frage umgehen, industriell? Was bedeutet das eigentlich? Muss man, und da kommen ja diese ganzen Ideen des Mixes. Also es gibt keine Reinheit. Ich glaube, man muss sich richtig grundsätzlich klar machen, dass die Erde nicht für den Menschen geschaffen ist. Der Club of Rome, in einem zentralen Argument war der Club of Rome ja völlig falsch. Ne? Der Club of Rome sagte, der Kern des Argumentes war, wir gehen zugrunde, weil die Menschheit immer weiter wächst und die Erde das nicht mehr fassen kann. Das war die zentrale Idee. Ist der Erde ja egal, ne? Bitte? Das ist der Erde dann am Ende egal, richtig. Die kann den Menschen abstoßen. Und das war ein wirklich, finde ich auch, ein beängstigender Gedanke. Ist auch noch ein beängstigender Gedanke. Aber die haben sich ja geirrt. Wir haben 15 Milliarden vorausgesetzt. Wir werden die 9 Milliarden nicht überschreiten auf der Welt. Relativ sicher. Mhm. Und das ist jetzt interessant. Wir haben 6 Milliarden Kredit gekriegt, gemessen an den Vorhersagen des Club of Rome. Was machen wir mit den 6 Milliarden Kredit jetzt? Bist du jetzt am Club of Rome aus den 70ern oder auf den heute? Nee, auf den aus den 70ern. Okay. Und die Weltbevölkerung, das ist ja das Interessante, ab 45 geht die Weltbevölkerung definitiv zurück, was gut ist für die Erde. Und jetzt taucht die Frage, können wir das in einer anderen Art von industrieller Logik nutzen, den Rückgang von Bevölkerung. Wir werden das auch in Deutschland haben. Also wir bauen zu viel, glaube ich, im Augenblick. Weil wir wissen, wenn die Boomer weg sind, gibt es relativ viel Wohnraum, der überflüssig ist in unserer Gesellschaft. Wir bauen zu viel im Augenblick. Und wie können wir die Leute vertrösten zeitlang? Ne? Das ist eine der interessanten Fragen. Aber ich meine, du hast mich in Sachen Wachstum halt auch darauf gebracht, weil du von Kredit gesprochen hast. Ja. Also wenn ich jetzt Geld habe und dir das leihe, ich gebe den Kredit, dann gehe ich ja davon aus, du hast ein Geschäftsmodell oder so weiter, wo du das Geld investierst und ich sehe, okay, der wird dann nicht nur das Geld wieder erwirtschaften, sondern auch noch ein bisschen mehr dadurch erwirtschaften. Genau.
Also bist ja auch zum Wachstum quasi verdammt, um mir mein Geld zurückzugeben und gleichzeitig damit du Geld verdienst. Naja, aber... Das ist ja nicht nur industriell dann, oder? Ja, aber ich meine, wollen wir jetzt träumen oder über Wirklichkeit sprechen? Ja, vielleicht beides. Du bist bei Jung und Naiv. Ach so, Heinz. Stimmt, richtig. Ich hab vergessen. Heinz, Jung und Naiv. Stimmt. Also, okay. Ja, wir können es ja runterbrechen. Ist der Kapitalismus jetzt das Ende der Geschichte oder was? Nein. Siehst du? Nein, ich sage nur, es gibt ein ganz hartes Faktum, dass wir wirklich in Anspruch, weil wir wirklich über die nächsten 100 Jahre denken müssen. Ja. Das müssen wir wirklich zur Kenntnis nehmen. Das ist das Wachsen der globalen Mittelklasse. Mhm. Es wird immer mehr Menschen geben, die eine Klimaanlage haben wollen. Und du wirst die nicht davon überzeugen können in Pakistan, dass sie weiterhin 40, 45 Grad im Sommer haben sollen und nicht, wenn es denen besser geht, eine Klimaanlage haben sollten. Das wird nicht funktionieren. Glaube ich auch nicht, aber ich glaube, die meisten, also ich meine, die Ungleichheit muss sich ja reduzieren. Also die Ärmsten, die dritte Welt und so weiter, genau. die müssen sich ja angleichen. Die sollen ruhig noch wachsen im Wohlstandssinne. Genau. Aber wir doch nicht mehr. Ja, aber die Reichen sind nur das Problem. Aber da kommen wir doch mit dem Kredit. Und das ist genau die Logik des Kredits. Mhm. Unter welchen Bedingungen kann angesichts dieser Lage eine Rückzahlbarkeit von Kredit gedacht werden? Mhm. Doch nur, wenn wir eine Möglichkeit finden, die Klimaanlagen für die Weltbevölkerung, die wahrscheinlich um das 5- bis 10-fache steigen wird an Bedarfen in den nächsten 30, 40 Jahren, wie können wir die so produzieren, dass die nicht die Lebensgrundlagen derer, die gerne haben wollen, zerstören? Richtig. Und das werden wir nur tun, indem ich Leute einen Kredit gebe, der neue Batterien bauen, der weiß, was das für ein Problem ist mit der Batterieproduktion. Oder jemand, der weiß, wie man die Transmitter aufbauen, um Energiestrecken über weite Kilometer herzustellen und so weiter und so weiter. Und da muss es, und da kommt jetzt der wichtige Punkt, wofür der Kredit wichtig ist, da muss es Wettbewerbsstrukturen geben, die Leute sagen, ich weiß es besser und ich habe eine gute Idee, wie man das machen kann und so weiter. Und gib mir für meine Idee Geld, damit ich das dir zeigen kann, dass das die richtige Idee ist. Und dazu sehe ich keine Alternative. Ich wollte gerade fragen, wer baut denn die Klimaanlagen? Wem gehören die Klimaanlagen? Wem kaufen wir die ab? Dem Kapitalisten oder? Das könnte ja auch Arbeitsgemeinschaften, Genossenschaften sein. Ja, natürlich, klar. Das ist absolut richtig. Ich finde, das ist zum Beispiel eine interessante Frage. Genossenschaftsmodelle hat es in unserer Welt auch immer gegeben. Ne? Ja. Also, und wir sehen das im Wohnungsbau in Wien. Das ist eine tolle Angelegenheit. Wir hatten darüber geredet, Rechte der kleinen Leute, was bei mir anspringt. Genossenschaft ist so ein Begriff, der bei mir immer sehr gut funktioniert. Jetzt sind wir ja da gelandet bei dem ganzen Thema Kapitalismus, weil wir über den Faschismus eigentlich geredet haben. Warum kommt der Faschismus denn wieder, wenn es nicht am Kapitalismus liegt? Weil die Leute nicht mehr an die Demokratie glauben. Das ist eine der interessantesten Fragen, die ich habe. Hört sich jetzt ein bisschen bildungshubrig an, aber es ist eine interessante Geschichte gewesen. Thomas Mann ist, kennt ihr vielleicht, ne? Thomas Mann war in den USA und hat von einer amerikanischen Millionärin Geld gekriegt, um Vorträge. Die hat ihn sozusagen ausgehalten. Ne? Mhm. Dafür musste er Vorträge halten. Und er hat einen Vortrag angesichts des deutschen Nationalsozialismus im Grunde gesagt, und wir werden siegen. Der Demokratie wird siegen. Mhm. Und sein Argument war, man muss aber dazu an die Demokratie glauben, sonst siegt die nie. Und der hat für mich die interessante Frage aufgebracht, woran glauben wir eigentlich, wenn man an die Demokratie glauben? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Frage, weil das ist etwas, da kommt die eigentliche faschistische Herausforderung, weil die eigentlich, weil sozusagen jeden Faschisten sagen müsste, wenn es einen herrschaftsfreien Dialog mit denen gäbe, zu sagen, sag mal, woran glaubst du denn eigentlich? Also ich glaube an die Demokratie. Dann fangen die an zu lachen und sagen, haha, woran glaubst du denn da? Und dann würde ich sagen,
Mein Glaube an die Demokratie ist der Glaube ans Individuum. Jeder Mensch kriegt eine Stimme und wenn er sie nicht hat, kriegt er sie. One man, one vote. One man, one vote. Und egal wie doof, egal wie klein, egal wie blöd, jeder Mensch kriegt eine Stimme. Und wichtig ist, dass die Idioten auch eine Stimme kriegen, weil die Idioten manchmal nur etwas aussprechen, was wir nicht wahrhaben wollen. Das ist wichtig an der Demokratie. Das ist die Stimme für die Idioten. Daran glaube ich. Das ist Gutes. Mhm. Ich will nicht denen die Stimme weggeben. Ich will die Stimme für die Idioten haben. Das ist gut. Das Zweite ist, woran ich glaube, dass die Menschen lernen können. Es ist nicht so, dass wir immer das glauben, was wir einmal glauben. Ich glaube daran, dass Demokratie die einzige Lebensform ist, die uns zumutet zu lernen. Und ich glaube daran, dass die Menschen lernen können. Ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die das nicht mehr glauben. Aber ich glaube, Menschen können lernen. Das heißt, sie können ihre Urteile revidieren. Sie können überlegen, muss man nicht auf was anderes berücksichtigen. Es ist nicht ganz einfach, das zu glauben. Weil man sieht ja so viele Menschen, die borniert sind, die immer nur bestätigt werden wollen. Ich mag Menschen überhaupt nicht, die immer recht... Also es gibt doch immer die Leute, habe ich doch immer schon gesagt. Die finde ich ganz furchtbar. Aber sie gibt es viele. Aber wenn man in der Demokratie glaubt, man an das Lernen. Und das Dritte ist, damit es zu effektiven Entscheidungen kommt, gibt es auch den Glauben an die Mehrheit. Also wer an die Demokratie glaubt, sollte keinen pejorativen Begriff der Mehrheit haben. Er sollte nicht die Mehrheit beschimpfen. Es gibt sozusagen die Intelligenz der Mehrheit, die berücksichtigt, die setzt auf die Intelligenz der Idioten und glaubt an die Lernfähigkeit aller. Ja, aber wir waren da gelandet. Und das glauben, diese drei Dinge glauben Faschisten nicht. Das glauben wir. Und das nimmt jetzt zu. Das nimmt zu. Und warum nimmt das zu? Genau. Weil es so viele gibt, die eigentlich für sich selber diese Frage nicht mehr beantworten können. Woran sie eigentlich glauben, wenn sie an die Demokratie glauben. Verstehst du? Du musst es selber. Du musst, also, wenn du zum Beispiel Lehrerin oder Lehrer für Sozialkunde an einer Grundschule bist oder an einer Hauptschule oder an einem Gymnasium, musst du irgendwann den Heranwachsenden mal sagen, woran du glaubst, wenn du an die Demokratie glaubst. Wieso sollen die dann an irgendwas glauben? Du musst denen sagen, was es heißt, an die Einzelnen zu glauben. Das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Gleichzeitig kann ich mir jetzt vorstellen, es hören wahrscheinlich ein paar Faschisten hier zu. Ja. Und die sagen, Heinz, ist doch Quatsch, was du erzählst. Ich glaube natürlich an die Mehrheit. Das ist ja genau das Problem der letzten Jahre und Jahrzehnte, dass wir immer Rücksicht nehmen auf die Minderheiten und so weiter und so fort. Und die Mehrheit, die wird irgendwie klein gemacht. Und du weißt, was ich meine. Ich weiß. Ja. Also dieses völkische, wir Deutsche, die deutsche, bio-deutsche Mehrheit, die wird ignoriert, die darf nicht mehr sagen... Und wir müssen auf Minderheiten Rücksicht nehmen und so weiter. Das ist doch das Problem an dieser Demokratie, dass die Mehrheit nicht mehr zählt. Das ist ein wichtiges Argument, weil in der Tat die Frage, was kollektive Handlungsfähigkeit unter den Bedingungen des Klimawandels, unter den Bedingungen eines Hegemonialkonfliktes auf der Welt heute bedeutet, ist in der Tat nicht mehr so ganz klar. Ich glaube nicht, dass sie bedeutet, dass Emanzipation die Vermehrung subjektiver Rechte ist. Daran glaube ich nicht. Das glauben viele. Weil ich glaube, dass die Vermehrung subjektiver Rechte an einem bestimmten Punkt zu einer Schwächung der kollektiven Handlungsfähigkeit führt. Und das können wir uns sozusagen menschheitsgeschichtlich nicht mehr leisten. Mhm. Und in dem Punkt würde ich sogar sagen, haben die einen richtigen Punkt. Da muss man eine klare Antwort drauf geben können. Wo haben Sie keinen richtigen Punkt? Indem Sie glauben, dass es Herrenmenschen gibt, die alles besser wüssten und die eine größere Kraft haben. Das würden Sie aber nie so sagen. Nee, das glauben Sie aber. Das glauben Sie aber. Sie glauben daran, dass es eine Hierarchie von Kraft gibt in der Gesellschaft und die meiste Kraft gibt. Und im Kern ist es die Bereitschaft zur Gewalt. Die haben das Recht über die anderen zu herrschen. Das glauben sie. Und das glaube ich nicht. Und in dem Punkt müssen wir uns richtig streiten und dann würde ich sagen, ich sehe darauf, dass ihr nie irgendwie Einfluss kriegt und das werde ich im Zweifelsfall mit Gewalt tun.
wie ihr das auch tut. Du würdest mit Gewalt gegen Faschisten naja, vorgehen? Sicher, natürlich. Das ist auch keine Frage. Wenn die Demokratie das dazu nicht mehr in der Lage ist, dann darf sie nie sagen, alle Gewalt geht vom Volke aus. Eine Demokratie muss bereit sein, gegenüber Faschisten Gewalt anzuwenden. Ja, aber natürlich. Aber dann muss doch bei dir auch quasi... Ich meine, sonst hätten wir doch, wären wir immer noch Faschisten in Deutschland hier. Ich meine, heute wurde gerade eine Antifaschistin verurteilt, weil sie Gewalt gegen Nazis angewendet hat. Das ist was anderes. Das ist was anderes. Fällt mir nur gerade ein. Ja. Aber da muss ja bei dir die Alarmglocken schrillen, wenn du hörst, dass bei der Staatsgewalt faschistische Netzwerke herrschen. Ne? Bei der das ist überhaupt nicht zu dulden, absolut richtig. Bei der Bundeswehr, bei der Polizei. Ja, natürlich. Und das scheint ja entweder zuzunehmen oder es wird auf jeden Fall, es nimmt zu, dass es sichtbar wird. Ja, natürlich, natürlich. Und da ist wirklich diese Idee, Bürger in Uniform, diese ganzen Geschichten der inneren Führung, die bei der Entwicklung der Bundeswehr, übrigens auch bei der NVA, eine gewisse Rolle gespielt, bei der Bundeswehr mehr als bei der NVA eine Rolle gespielt haben. Aber es heißt aber nicht, dass bei der NVA es keine Rolle gespielt hat. Das wäre zu einfach. Das ist natürlich, das geht nicht. Und auch da ist es wichtig zu sagen, was Sache ist. Also was bei der Demokratie Sache ist, was bei der Polizei Sache ist, was bei Militär Sache ist. Mhm. Denn die Fragen werden ja umso wichtiger. Ich meine, wir haben einen Krieg in Europa. Und viele sind sich doch einig darüber, dass wir bereit sein müssen, uns nicht einfach ausliefern zu lassen, wenn jemand kommt und sagt, hier, mach das jetzt, wie wir das wollen. Mhm. Da ist die Mehrheit doch der Meinung in Deutschland bisher, nee, das machen wir nicht mit. Das heißt, wir müssen im Zweifelsfall gewaltbereit sein für das, an was wir glauben. Also deshalb glaube ich ja daran. Das ist wichtig, dass man sagt, ich glaube an die Demokratie. Ich will keine Gesellschaft haben, die sagt, das sind alles Dummköpfe, die geleitet werden müssen, weil sie sowieso nichts lernen können. Ich will keine Gesellschaft, wo Leute sagen, diese Idioten kann man im Zweifelsfall in irgendwelche Camps stellen, weil sie irgendwie nicht folgen wollen. Und ich will auch keine Gesellschaft, wo ihr Leute sagen, so, ich weiß alles besser als ihr. Die Mehrheit ist eine falsche Mehrheit. Aber es gibt bestimmt jetzt ein paar im Chat, die dann sagen, ey, guck mal, der Heinz, der hat auch über die Impfgegner geschimpft. Da hat er auch gesagt, es gibt 15-20%, die einfach unbelehrbar sind. Mit denen kann man nicht reden. Die müssen wir, hast du gesagt, wir müssen fühlbar... diese Impfgegner müssen fühlbar Nachteile haben und so weiter. Genau. Weil ich weiß, was es heißt. Es ist ja nicht, ich bin doch kein Mensch, der endlos reden will. Mhm. Ich meine, das wäre ja auch, wir leben ja nicht im Himmel. Wir haben nicht Zeit, endlos zu reden. Also ich bin keiner, der verfechtet, also ich glaube daran, aber das heißt nicht, dass ich an das endlose Gespräch glaube. Weil sonst kommen wir zu nichts. Ist dein Glaube an die Demokratie universalistisch? Also dieses One Man, One Vote. Nicht universalistisch in dem Sinne, dass ich glaube, dass es keine andere Idee von Demokratie geben kann. Also ich glaube, das ist ein universalistisch, der natürlich partikularistische Ursprünge hat. Ich frage mich, ob das nicht auch quasi so ein Einfallstor wieder für Faschisten sein kann. Ah, guck mal hier, der Heinz. Der glaubt irgendwie an Demokratie und das am besten in der ganzen Welt. Und dann kann ich mir halt denken, dass faschistisch denkende Menschen sich sagen, ja, aber wenn wir das zu Ende denken, was der Heinz da sagt, dann haben ja die Chinesen und die Inder, wenn die sich zusammentun, da haben die ja 4 Milliarden Votes, weil sie 4 Milliarden Menschen sind und wir hier mit den 80 Millionen haben wir gar nichts mehr zu sagen. Also dann doch lieber der Faschismus, als jetzt hier irgendwie so eine globale Demokratie oder so weiter. Verstehst du den Gedanken? Ja, ich verstehe den Gedanken gut. Und der ist im Prinzip, muss man auch sich mit solchen Gedanken auseinandersetzen. Mhm. Was ich eben mit Hegemoniekonflikt genannt habe, ist ja auch eine Auseinandersetzung mit unterschiedlichen Steuerungsideen von Gesellschaft. Also der Begriff der Demokratie ist ja sehr auslegefähig. Da gibt es die Volksdemokratie, dann immer, sagte man im Kommunismus immer, das ist die wahre Demokratie, der Kommunismus, weil es ja die Volksdemokratie ist, die muss ein bisschen geleitet werden natürlich von einer elitären Partei, Lenin. Und es gibt quasi die liberale Demokratie, die wir haben, und es gibt auch präsidiale Demokratien, die auch noch so mal ein bisschen anders sind als die liberalen Demokratien.
Und die Frage ist jetzt, ob es so einen Exportschlager Demokratie gibt, der universell ist und quasi keine Gegenrede duldet. Das würde ich auch nicht sagen. Das will ich nicht sagen. Das wäre zu einfach. Mhm. Weil ich ja weiß, wir haben eben darüber geredet, Dissoziierung von Kapitalismus und Industrialismus. Jetzt sind wir über die Frage, wie hängt Kapitalismus und Demokratie zusammen? Also wir arbeiten das ja gerade alles ab, was das westliche, die westliche Modell eigentlich ist. Und ich bin so blöd nicht, dass ich nicht weiß, dass es eben ein westliches Modell ist. Und das impliziert schon, dass es andere Modelle gibt. Und wir können nicht sagen, das westliche Modell ist das glückselige Modell der Welt. Nur, wir werden wenn wir nicht ans westliche Modell glauben. Wer denn dann? Eben, wer denn dann? Und das ist jetzt die Frage. Also ich glaube, dass wir mit der Frage von, da spielt das Netz doch eine große Rolle, für die Frage all dessen, was wir gerade besprochen haben, weil sehr überspitzt gesagt, ist das chinesische Modell der Sicherung von Loyalität das Prinzip von Privilegienvergabe aufgrund von richtigem Verhalten. Und das kann man über Social Scoring Systems relativ gut simulieren. Also, du hast mich jetzt prima interviewt und die Leute sagen, das war jetzt toll, weil es hat irgendwie die Leute aufgeklärt und auch gesagt, was die Alternativen sind und so weiter. Und du machst immer diese Sendung, machst das hier alles ganz schön und zeigst, dass man auch jenseits der Zeitungen eine lebendige Öffentlichkeit und so weiter und so weiter. Alles prima. Und du bist auch ganz angenehm in deinem Verhalten. Du tust nicht dauernd Plastiktüten, sondern du machst und Papier, alles wunderbar. Und dann sag mal, weißt du was? Deine Kinder, die dürfen auf diesen Kindergarten gehen, wo wir wissen, dass der bessere ist. Dafür wirst du belohnt. Mhm. Du hast dich gut verhalten. Mhm. Du hast der Gemeinschaft gedient. Du hast dein individuelles Verhalten an den allgemeinen Zielen ausgerichtet. Du wirst dafür belohnt. Dieses Modell selektiver Belohnung zur Loyalitätssicherung ist meiner Wahrnehmung nach für viele, viele Leute außerhalb Chinas attraktiv geworden. Weil sie sagen, ja, das ist eigentlich der Weg, um unser Überleben zu sichern. Letztlich. Indem wir sagen, wir greifen auf individuelles Verhalten durch ein Element, eine Durchdringung mit Digitalstrukturen, die im Grunde das individuelle Verhalten nach bestimmten Mustern evaluiert. Und dann sagt, prima, du weißt und dann kriegst du Vorteil. Oder du darfst noch eine weitere Reise nach Australien machen. Oder so. Oder vielleicht sogar noch für ein halbes Jahr ein Porsche haben. Dann wird er dir wieder weggenommen. Aber für ein halbes Jahr darfst du mit einem Porsche Vergnügung haben, weil du dich wirklich so gut verhalten hast. Das amerikanische Modell dagegen, auch wieder in dem Modell, wieder in dem Ding drin, das wird ja vom Staat quasi zur Verfügung gestellt, der Porsche. Mhm. Und das amerikanische Modell ist ein anderes, das sagt... Du musst es leisten können. Nee, eben nicht. Das amerikanische Modell ist, wir stellen dir diese Digitalgüter umsonst zur Verfügung. Nein, das ist im Grunde ein Gratismodell. Das ist das amerikanische Modell. Das US-amerikanische Modell ist, wir bauen eine Welt, in der du eigentlich deine Seite nicht mehr verlassen musst. Mhm. Und diese digitalen Assistenzsysteme, wie man das so schön nennt, die stellen wir mehr oder minder kostenlos zur Verfügung. Das heißt, jeder ist der Herr seiner Welt und das ist doch prima so. Und es ist quasi die Verbindung wird kostenlos hergestellt. Das kriegst du umsonst. Du musst ein paar Daten abgeben, okay, aber im Prinzip umsonst. Also, Shoshana Zuboff würde jetzt die Haare raufen, weil das eben nicht kostenlos ist. Ja, natürlich. Es ist schon scheinbar kostenlos. Aber jedenfalls für die Wahrnehmung der Leute ist, also wir haben, ich war auch mal in so einer Kommission drin über digitale Grundrechte. Ich weiß. Und da hatten wir ein großes Problem, dass wir gesagt, irgendwann rausgekriegt haben, wir können da überhaupt keine Politik mitmachen. Das interessiert eigentlich niemanden, die digitalen Grundrechte. Weil die Mehrheit der Leute, ich habe so ein paar Pre-Tests gemacht,
haben so gefragt, findet ihr das eigentlich richtig? Und dann haben die Leute gesagt, naja, irgendwie ist ja doch, man kann ja, es ist ja, wir kriegen das ja umsonst, dann ist doch in Ordnung, wenn die meine Daten kriegen. Es ist doch auch alles leicht und intuitiv verständlich. Okay, die müssen ja irgendwas dabei verdienen. Also das wurde nicht so sehr als ungerecht angesehen. Also das haben wir herausgefunden. Ja. So, und jetzt taucht die interessante Frage auf, gibt es ein drittes Modell? Jenseits des eng geführten Individualismus und des eng geführten Kollektivismus. Das ist chinesisch. Das scheint individualistisch zu sein, ist aber total kollektivistisch. Und das andere scheint individualistisch zu sein, es ist aber anonymistisch. Mhm. Du machst die Einzelnen zu anonymen Usern. Mhm. Der Bürger wird zum User in dem US-amerikanischen Modell. Die Bürgerin zur Userin. So. Jetzt kommen wir das europäische Modell, komme ich wieder mit meinem kollektiven Rechten für die kleinen Leute. Das europäische Modell geht letztlich von der Idee von Bürgerrechten aus, die allen zur Verfügung stehen. Wir müssen da gleich nochmal drüber reden mit Einwanderung und so weiter, wie das ist nicht so ganz einfach, ist wirklich nicht, aber im Prinzip ist es ein bürgerrechtliches Modell. Mhm. Da kommen die ganzen Genossenschaften rein, die wir eben beredet haben. Denn die Organisationsform dieser Bürger mit Rechten sind zum Beispiel Genossenschaften, Datengenossenschaften. Habe ich damals auch sehr viel darüber nachgedacht, als ich da in dieser Kommission war. Wie kann man Datengenossenschaften, die selber verwaltet werden und so weiter und so weiter. Ich finde das immer noch nicht so blöd. Und das ist jetzt der Kampf, in dem wir in der Welt zu tun haben. Habe ich gleich noch zwei Fragen. Also ich habe bisher übrigens noch keine einzige Frage gestellt, die ich vorbereitet hatte. Die Sendung geht jetzt eine Stunde. Mhm. Glückwunsch. Aber nochmal zu westliches Modell und chinesisches Modell oder quasi das asiatische. Können sich Modelle auch anziehen oder sich gegenseitig quasi, dass sich das umkehren könnte? Ich meine, wir haben jetzt gerade über die Gefahr des Faschismus geredet im Westen. Ich meine, in Amerika droht das ja fast nur eher als in Europa. Aber kann es nicht sogar sein, dass wir in 20 Jahren, also wenn wir jetzt schlafen würden, 20 Jahre, und wir wachen auf in 20 Jahren, dass irgendwie der Faschismus, die Diktatur in Amerika und Europa wieder da ist und in China sind die Leute auf die Straße gegangen und haben quasi eine demokratische Revolution auf die Beine gestellt und das hat sich dann umgekehrt. Das ist ja auch denkbar. Ja, ja. Vielleicht sogar möglich. Ja, es ist sogar möglich, weil ich war noch in einem anderen eher zivilgesellschaftlichen Zusammenschluss, der hieß No Covid. Also ich war sozusagen auch engagiert in der Covid-Debatte, einmal in einer staatlichen Kommission und dann in einer zivilgesellschaftlichen Initiative. Und da haben wir sehr über die ganze Frage des Covid-Regimes in China. Also wir haben damals sehr klar versucht, Covid-Systeme zu identifizieren. Mhm. Wir haben gesagt, Taiwan ist ein ziemlich interessantes Modell, Südkorea ist ein interessantes Modell, China ist ein interessantes Modell. Neuseeland wurde auch mal genannt. Neuseeland, diese Inselmodelle. Ja, aber die sind erst später gekommen. Okay. Das war eine Nachahmung. Waren eigentlich die drei Modelle, die alle schon natürlich Pandemieerfahrung hatten, das ist wichtig. Okay. Und wir haben das sehr genau analysiert und haben dann irgendwie gesagt, ja, da muss man die Schlüsse draus ziehen. Und dann war schon klar, dass die Chinesen relativ schlau und relativ gut schließen können, die Gesellschaft, relativ effektiv. Ne? Und die Lockdowns waren auf den ersten Blick erstaunlich effektiv, auch was der Ausbreitung des Virus betrifft. Und ich war da wirklich von beeindruckt. Das Grundproblem ist, dass sie nicht öffnen konnten. Das eigentliche Problem Chinas ist jetzt kürzlich passiert. Mhm. Millionen Tote, von denen kein Mensch was weiß. Die haben nicht öffnen können. Das Öffnen war mit riesigen Opferzahlen, ging das einher in China. Und daran, das ist etwas, ich komme auf deinen Gedanken zurück, da hat sich jetzt im Augenblick gezeigt, dass die Loyalitätssicherung durch Privilegienvergabe in China nicht mehr funktioniert. Wir haben jetzt den Stachel der Selbstorganisation bei den Leuten, die gesagt haben, im Zweifelsfall lässt uns die Partei über die Klinge springen. Mhm. Und das ist eine Erfahrung, die sich wie der Teufel gerade ausbreitet in China. Ich,
in dieser Kommission war Maximilian Mayer, den du auch mal einladen solltest. Das ist einer, der sich in China sehr gut auskennt. Und mit dem ich da sehr viel jetzt drüber rede, was bedeutet eigentlich die Veränderung des Loyalitätsmodells in China für die Zukunft der Menschheit? Ne? Was heißt das eigentlich? Das ist ja quasi, wir haben ja, China hat enorme Bedeutung gehabt. Also die Reduktion der Bevölkerung ist ja im Kern China gewesen. Ne? Mhm. Die Erdbevölkerung zurück. Dass wir die Population der extrem Armen um mehr als 100% reduziert haben. Das ist der Kern war China, ne? Dessen in den letzten 25 Jahren. Ne? Also wir haben etwa 2 Milliarden Leute in extremer Armut gehabt und wir haben jetzt nur noch 1 Milliarde. Und das ist im Kern China gewesen. Also eine enorme Bedeutung. Mhm. Und was passiert eigentlich, wenn die ihr Loyalitätsmodell nicht mehr aufrechterhalten können? Also wenn dieses, was du eben gesagt hast, dass es so eine Art von Looping-Prozess gibt in der Weltgesellschaft, was ich für ein interessantes Modell halte, was passiert dann eigentlich? Ich habe eine junge Kollegin, ich bin auch Gründungsdirektor des Documenta-Instituts in Kassel, das heißt also Leute, die haben mit Kunstkündern zu tun, ist eine Kollegin, die ist eine Chinesin, wirklich, die macht tolle Sachen, relativ jung. Und die sagt zum Beispiel, das Exil, es sind viele Linke, links, wenn man so will, linksradikale Chinesinnen ausgewandert. Also sozusagen die Linken, wenn so will, sind in China total unter Beschuss geraten. Und die treffen hier jetzt auf Liberale, die als Liberale aus China raus. Ja. Und das Exil wird jetzt zu einer intellektuellen Laborsituation. Das ist extrem interessant. Wie sich Liberale mit linken Chinesinnen im Augenblick über die Frage einigen, was ist eigentlich eine antitotalitäre Position gegenüber China, das ist nicht der klassische europäische Totalitarismus, wie kann die von China her neu gedacht werden. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und das ist so ein Looping. Verstehst du, das ist so ein Labor des Loopings. Das passiert da gerade. Ich hatte nämlich letztens mal ein Gespräch angenommen, wir bekommen hier den Faschismus wieder. Ja. Europa, Deutschland und so weiter. Wo geht man dann hin? Ja, richtig, genau. Und vielleicht muss man dann ja hoffen, okay, währenddessen ist in China dann die Demokratie ausgebrochen, dann muss man halt ins Exil nach China oder Asien. Naja, wir wissen ja auch, dass es gibt dem Jungen doch mal was zu trinken hier, der verdurstet. Ja. Wir wissen ja, dass, ich meine, wir sind 5 nach 12. Ne? Ich bin nicht der Meinung, dass wir 5 vor 12 sind. Wir sind schon 5 nach 12, was den Klimawandel betrifft. Mhm. Und das wollen viele Leute nicht wahrhaben. Also es ist schon viel passiert, was gar nicht mehr zu ändern ist. Und es ist relativ klar, dass wir neue Migrationsbewegungen in den nächsten 50 Jahren haben werden. Harald Welzer hat das sehr früh, ein schlaues Buch über die Klimakriege geschrieben. Mhm. Das hat er sehr früh, das muss man ihm wirklich lassen, das hat er sehr früh erkannt. Und wir werden neue Migration und damit wird es auch wiederum eine Veränderung von attraktiven Ländern geben in der Welt. Ne? Und das attraktiv wird ein Land ja nicht nur durch seine klimatische Beschaffenheit, sondern auch in der Art und Weise, wie man dort lebt. Ne? Und das, finde ich, ist so etwas, was wir jetzt, was wirklich sein kann, was da passiert. Und deshalb ist es so wichtig, wie wir jetzt reden, über solche Fragen, über solche Begriffe reden. Was sind orientierende Begriffe? Was kann passieren? Wie versammeln sich Leute unter Begriffen? Mit welchen Motiven machen sie das eigentlich? Ich bin eigentlich Soziologe und kein politischer Wissenschaftler, aber das müsste die politische Wissenschaft, die politische Philosophie machen. Ja. Die müsste sich mit diesen Fragen, und zwar sehr, wie soll ich sagen, nicht nur so als Hirngespinst, sondern als würden wir in einem, es gab in der Nachkriegsphase in den USA die Rand Corporation, waren sehr wichtig. Die haben diese ganzen Flexible Response Modelle des Atomkrieges ausgearbeitet. Und daraus ist die Spieltheorie entstanden. Mhm. Und so etwas stelle ich mir vor. Wir brauchen sowas. Wir brauchen eine Rand Corporation, die also nicht irgendwie moralisch bekloppt, sondern richtig versucht, die Dinge im Kern sich vor Augen zu führen. Was folgt da eigentlich? Das heißt, du gehst jetzt in Rente. Lass uns sowas ausdenken. Wir können doch nicht auf andere warten. Dann gründen wir das Bude-Jung-Institut oder so weiter. Ja, genau. Irgendeiner muss das ja machen. Ich finde übrigens wirklich,
Das ist eine. Es gibt ja so ein paar Institute, die sich gegründet haben, die, finde ich, keine guten Sachen machen. Ich will jetzt keine Namen nennen. Du meinst jetzt nicht in Deutschland? Ja, ja. Ja, die meisten Thinktanks und Institute sind langweilig. Ja. So ist es. So ist es. Und die sind auch nicht bereit, die Fragen wirklich zu stellen. Die sind, klopfen sich auf die Schulter und sind letztlich irgendwie in so einer Soße drin, wo alle die gleiche Auffassung haben. Das ärgert mich gerade. Ich kenne Leute aus, also wirklich hohe Politik, also wirklich richtig mächtige Leute in Deutschland, die beklagen sich, dass hier die Institute und Denkfabriken alle nutzlos sind und die lieber dann irgendwie sich französische, kanadische, amerikanische zuwenden müssen, wo die wirklich mal denkfabrikmäßig arbeiten mit Szenarien. Und so könnte man das machen. Und wenn der Chef das so machen will oder der Präsident das so machen will, also die geben denen quasi Handlungs-, nicht Anleitungen, sondern so Szenarien und Optionen. Und das gibt es hier irgendwie in Deutschland nicht. Hier ist es eher so, ja, also in Sachen Ukraine, ja, Waffenlieferung muss sein. Nicht, okay, das könnte das bedeuten, das könnte das bedeuten. Absolut. Wir könnten das machen, wir könnten aber auch so handeln. Wir könnten das bedenken, wir könnten das aber auch ignorieren. Und das sehe ich kaum. Also ich kann nur sagen, ich war in einem... Es gibt Ausnahmen. Klar. Nein, ich war ganz kurzzeitig unter Handlungsdruck in einem so einem Kreis drin. Ah, ja. Das war die Pandemie-Kommission, in der die erste... Weil wir mussten innerhalb von einer Woche ein paar sehr entscheidende Fragen lösen. Und die haben wir gelöst. Zum Teil müssen wir uns, glaube ich, korrigieren. Und das ist interessant. Aber und das war für mich genauso eine Situation, wo man sagte, jetzt müssen wir auch vergessen, du bist... Volkswirt und du bist Rechtswissenschaftler und so weiter. Wir konzentrieren jetzt auf das Problem. Mhm. Und wir haben jetzt keine disziplinären Kämpfe hier. Und das war wirklich fast eine beglückende Erfahrung für mich. Ich habe mit liberalen Ökonomen da gesessen und habe gedacht, naja, die werden hier Kapitalismus, Untergang und so weiter. Nein! Die haben plötzlich gesagt, nein, wir müssen wirklich versuchen, wir müssen das jetzt mal einen Augenblick, diese ganzen modelltheoretischen Überlegungen vergessen. Mhm. Das war toll. Das war wirklich toll. Wie bist du da reingeraten? Das hat damals ein Staatssekretär im Innenministerium einberufen, aufgrund einfach seiner Kenntnis von Personen und hat gedacht, die werden das zusammen können. Das kann man auch sagen, das war Markus Gerber, einer der interessantesten Politiker, den man nicht kennt, in dem konservativen Lager. Er hat so eine Nase für solche Situationen. Und der hat das fantastisch gemacht. Warum hast du dazu gesagt? Weil ich kannte Gerber und der hat mich angerufen, ich weiß ganz genau, es war irgendwie... Ich glaube Ende Februar 2020. Herr Bude, sind Sie dabei? Wir müssen aber da wirklich was machen. Und da habe ich gedacht, wie meinen Sie wirklich? Ja, wir müssen ernsthaft ohne Scheuklappen die Dinge analysieren. Und dann müssen wir irgendein Papier für das Corona-Kabinett schreiben. Sind Sie dabei? Aber das war jetzt nicht der Merkels Corona-Rat. Also Merkel hat ja auch so einen Expertenrat. Nee, das ja. kam alles später. Das kam alles später? Das kam alles später. Wie? Du warst in der frühen Rede? Ja, ja, wir haben die Entscheidungen, die alle gefallen sind. Also ich darf das so offen sagen, ja. Weil es hat eine Intervention gegeben auf das RKI, als Robert-Koch-Institut, dass wir die Akten rausgeben mussten und auch offenlegen mussten, wer da drin war. Und das wurde Gerichts. Das ist deshalb darf ich das jetzt. Also hätte ich das, würde ich das alles jetzt nicht sagen. Ja, so schön, dass Transparenz herrschen kann in einer Demokratie. Genau, genau. Das ist und das ist, also und deshalb kann ich das als. Ich fand es nicht so nett, dass wir auch sogar unseren Mailverkehr veröffentlichen. Ach so. Das fand ich nun weniger nett. Mhm. Aber zum Glück haben die meisten Sachen im Telefonkonferenz gelöst. Also da gibt es keine. Jedenfalls die Bänder dazu gibt es nicht. Jedenfalls ja. Die noch nicht. Gibt's nicht. Und das war toll, weil wir haben die drei wesentlichen Fragen beantwortet, die zu beantworten waren. Die erste Frage, machen wir eine Eindämmungs- oder eine Strategie natürlicher Selektion? Mhm. Wir haben uns für die Eindämmung aus bestimmten Gründen entschieden. Wir wussten, es geht auch anders. Ja. Und wir wussten auch, was das für Opferzahlen sind und haben uns überlegt, geht das? Hält das die Demokratie aus? Und was? Und die Entscheidung, wir haben dann ziemlich lange gerungen und gesagt, nein, wir wollen eine Eindämmungsstrategie. Man muss eine Eindämmungsstrategie. Habt ihr euch da mehrheitlich für entschieden? Nein, lange hin und her. Wir hatten so ein paar Modelle, die gab es vom RKI früher in Bezug auf die Vogelgrippe. Und nur an einzigen Punkt, wir haben einfach nur die Anzahl von Intensivbetten in Großstädten. Da hatten wir
keine verlässlichen Zahlen, aber wir hatten ein paar Zahlen, die dafür sprachen. Und wir haben gesagt, das würde, wir haben einfach die Opferzahlen in den Großstädten versucht zu simulieren. Und damit war klar, das würden die Leute nicht aushalten. Also, jetzt denke ich mir natürlich, laissez-faire, da denke ich jetzt, oh, kommen jetzt viele im Chat, sagen, Hans, du musst dann unbedingt zu Schweden fragen, warum habt ihr da nicht an den schwedischen Modell gedacht? Haben wir die sind doch da gut durchgekommen. Ja, ist ja alles in Ordnung. Das ist eine Entscheidung gewesen. Wir wussten auch, was die Schweden das machen. Wir sind ja so doof, waren wir ja nicht. Okay. Wir haben, das ganz wichtig war, es ist wirklich wichtig, das will ich nochmal ganz ernsthaft sagen, wir haben versucht, die Modelle zu unterscheiden ohne kulturelle Vorannahmen. Also wir haben nicht gesagt, ja, bei den Chinesen, die sind kollektivistisch und bei den Koreanern, das ist irgendwie, die sind sowieso da immer bedrängt im Pazifikraum und so weiter. Oder gar die anderen haben, Neuseeland ist eine Insel oder irgendwie so einen ganzen Unfug. Haben wir weggelassen. Wir haben einfach gesagt, was kann funktionieren, wie. Ja. Und das war dann, testen, nachverfolgen, isolieren. Das war das. Und haben gesagt, das heißt Test. Das haben wir gesagt, das muss das Modell sein. Ne? Das war die erste Entscheidung. Die zweite wesentliche Entscheidung war, welche Industriezweig lassen wir untergehen? Und welcher darf weiterleben? Das war die härteste Entscheidung. Darüber redet kein Mensch. Und wir haben gesagt, die Industrie muss weitergehen und das Dienstleistung kann untergehen. Warum? Weil da die größten Infektions, der Kern war, wie können wir die Infektionschancen reduzieren. Da war sozusagen die Publikumswirtschaft das Entscheidende bei der Frage. Und wir wussten natürlich, dass das große Probleme geben würde. Also wir haben die in Kauf genommen. Ich meine, wir haben darüber nachgedacht. Was bedeutet das für das? Aber ihr habt echt so geredet, wir lassen die untergehen? Nein, ja, aber es war doch klar, dass das nicht ohne enorme volkswirtschaftliche Schäden passieren würde. Also das musste man. Das heißt, dass man so. Das ist das Institut, was dir vor Augen ist, dass man über solche Fragen dann wirklich nachdenkt. Was heißt das? Woher weiß ich denn, dass da jetzt keine Industrielobby bei eurem? Das war keine Industrielobby ja, dabei. Das ist mir auch so. Also woher weiß ich, dass da jetzt kein Lobbyist dabei war, so ein Industrielobby ist, der sagt, na hier Heinz, hier die Industrie, die lassen wir nicht untergehen und die Gaststätten. Ich kann dir sagen. Und die Theater, die können da ruhig, die haben ja eh keinen volkswirtschaftlichen Nutzen, die können wir untergehen lassen. Und wer ist dafür? Ach Heinz auch, super. War alles nicht der Fall? Ja, ich war doch dabei. Ja. Ich war dabei. Wer war da noch dabei? Das war eine Gruppe von so 11 Leuten. Das waren nicht so viele. Kannst du die nennen, wenn das jetzt nachrecherchierbar ist? Ja, also das war der. Gibt es bestimmt, also einige, die davon nie gehört haben, die werden jetzt gleich so, oh, was ist denn da? Ich habe da mittlerweile auch drüber geschrieben. Das kann man nachlesen. Also, wer war da noch so dabei? Ja. Wen hat Färber dann ausgesucht? Schmidt zum Beispiel, der Chef des RWIs, war dabei. RWE. RWI, das ist ein Wirtschaftsforschungsunternehmen. Das hat nichts mit RWE. Ich dachte RWE gerade. Da sind wir bei der Industrie. Das hätte dir gefallen, genau. Ja, ja. Nein, nein. Und das waren die beiden wichtigsten Ökonomen. Dann war noch der Chef des Instituts der deutschen Wirtschaft dabei. Der ist wirtschaftsnah, aber der war nun derjenige, der am meisten bereit war, die Dinge also anders zu denken, auch über Wirtschaft anders zu denken, also dass neue Problematiken, neue Arten des Denkens über wirtschaftliche Zusammenhänge nötig machen. Oder er hat dich glauben lassen, dass er dazu bereit ist. Ja, wir haben doch zusammen das Papier geschrieben. Okay, ich sag. Ja, wir haben das. Und ich will nur sagen, der dritte Punkt, das war natürlich die Frage, welche Kosten wird das haben? Zum Beispiel, weil wir ja auch für die Schließung der Schulen gesprochen haben. Und dafür wart ihr auch. Dafür waren wir auch. Und das war wahrscheinlich ein Fehler. Mhm. Und da haben wir schon das Problem gehabt, wird es dann Jahrgangs, sozusagen pandemiebelastete Jahrgänge geben? Und ich war der Meinung, ja, die wird es geben. Und war aber viel optimistischer, was die Pädagogik betrifft. Habe ich mich getäuscht. Ich habe gedacht, die Pädagogik als Wissenschaft, zumindest als Wissenschaft, wäre in der Lage gewesen, quasi Übergangskurricula zu entwickeln für diese Gruppen. Das hätte man machen können. Und das wäre auch nicht so schwierig gewesen.
finde ich. Aber das hätte man in sehr kurzer Zeit machen müssen. Innerhalb von 3-4 Wochen. Das hätte man machen können. Ich glaube, das wäre gegangen. Aber die Kolleginnen und Kollegen waren dann nicht so in der Lage. Warum habt ihr für die Schließung von Schulen und Kitas plädiert? Weil ich meine, jetzt im Nachhinein wurde sich ja auch von der Politik dafür entschuldigt und es wird versprochen, dass das nie wieder passieren wird. Ja. Warum habt ihr... Es ging um die Frage der Wiederansteckung. Das war uns unklar noch. War übrigens kein Virologe dabei bei der Gruppe. Ne? Kein Virologe. Das wollte ich gerade auch noch fragen. Nein, war keine. Weil immer die Idee war, die Virologie hat... Das stimmt überhaupt nicht. Die entscheidende Phase ist, ohne jede virologische Beteiligung sind die Entscheidungen gefällt worden. Da war kein Virologe dabei. Wir wussten nur, das wussten wir nun wiederum aus China und aus Südkorea, dass die Kinder die Familien anstecken. Und diesen Kreislauf wollten wir unterbrechen. Wir hatten ja eine Eindämmungsstrategie. Ja. Und wir haben gesagt, wir können diesen Kreislauf nicht laufen lassen. Wir müssen den zumindest für eine Zeit laufen lassen. Ich glaube, die Schulschließungen sind dann zu lange gelaufen. Mhm. Aber wir haben gesagt, und das war diese Idee, das haben wir dann Hammer and Dance genannt, ne? Die Strategie. Dass wir sozusagen den Hammer runter und dann langsam die Verhältnisse wieder zum Tanzen bringen. Mhm. Und diese Hammer and Dance Metaphorik Also wie viel Hämmer für wen ist verantwortbar und wie können wir dann wieder die Gesellschaften in Gang bringen? Mhm. Und bei dem in Gang bringen ist uns dann irgendwann das Heft des Handelns aus der Hand genommen worden, weil dann hatten wir den deutschen Föderalismus und da ist vieles nicht mehr so gut möglich gewesen. Und da hatten wir aber auch keine direktiven Möglichkeiten mehr. Wohlgemerkt, wir haben nur das Papier für das Corona-Kabinett geschrieben, ne? Die Entscheidung haben wir natürlich nicht getroffen. Die haben nicht alles übernommen? Die Kerndirektiven schon. Faber's 11 habe ich mir jetzt aufgeschrieben. Mhm. So wie Ocean's 11. Ja, wir haben übrigens, es gab immer so eine Apollo 13-Atmosphäre. Ernsthaft. Also wir haben gesagt, wir müssen jetzt Entscheidungen treffen, die nicht lustig sind. Aber ist das nicht jetzt auch mal... Tacheles, ist das nicht zutiefst undemokratisch, wenn da jetzt so ein Staatssekretär im Innenministerium sich 11 Leute, die er gut findet, also wir haben gerade über China und Diktatur geredet und so weiter, wenn ein Typ im Innenministerium sich 11 Köpfe sucht, die er gut findet, den Heinz, zusammensetzt und die sollen mal ein bisschen beraten, auch unter Ausschluss der Öffentlichkeit, kommt das Jahre später raus, ist im Nachhinein, also ein bisschen schräg ist das schon, oder? Nee. Nein. Hattest du nicht eben über die Institute gesprochen, die ernsthaft über die Dinge nachdenken? Deshalb sind wir drauf gekommen. Ich muss die Frage jetzt aber trotzdem stellen. Ja, natürlich, ist auch in Ordnung. Ich glaube, es gibt Situationen, wo es eine Fokussierung gesellschaftlicher Intelligenz braucht. Von Leuten, die wissen, was sie können. Ich bin Soziologe, ich weiß ein paar Dinge. Das weiß ich besser als andere. Und ich weiß, bin aber auch in der Lage, mich in einer solchen Situation über Disziplingrenzen mit Leuten zu verständigen. Mhm. Davon gibt es nicht so viele auf der Welt. Das tut eh so. Mhm. Also die nicht jetzt anfangen, ich habe aber recht, weil ich Soziologe bin. Mhm. Und jetzt, wenn man das repräsentativ, wenn man jetzt das geöffnet hätte, dann hätten die Soziologen gesagt, wir wollen da drin sitzen. Dann hätten die Pädagogen gesagt, wir wollen da drin sitzen. Dann hätten die, aber wir müssen die Virologen doch da drin haben und so weiter. Und so. Dann hätte die Zusammensetzung der Kommission allein einen Monat gedauert. Und dann wären das nicht 11, sondern 100 Leute gewesen. Und da wäre nichts zustande gekommen. Aber deiner Meinung nach, du willst mir jetzt nicht sagen, wer da alles drin saß, könnten wir wahrscheinlich gleich nachgucken, aber haben da trotzdem Leute gefehlt? Also müssen ja nicht 100 gefehlt haben, aber so 3, 4 oder so. Virologen waren ja nicht dabei. Nee, wofür brauchen wir Virologen? Wofür? Ja, für ein Virus? Nein, wir müssen doch die Entscheidung, wir hatten doch die Eindämmungsstrategie. Okay. Da hatten wir Modelle für, die gab es doch. Okay. Da brauchen wir keinen Virologen fragen, die gab es doch. Die Virologen hätten keine Idee gehabt, wie viele Intensivbetten wir in den Städten. Bildungsforscherin offenbar hat gefehlt oder sowas. Das im Nachhinein, das ist in der Tat, das war ein Problem. Das stimmt, das würde ich zugestehen.
Also ich hatte immer schon, also ich hatte das eher, ich hatte die Belastung eher für die Familien gesehen. Ich quasi so eine Isolationsmüdigkeit hatte ich als Problem gesehen. Und dass das auch psychische Kosten hat. Da bin ich übrigens gut gelegen, weil ich meiner Wahrnehmung nach, deine Generation, also die Millennials mit kleinen Kindern, haben das in der Tendenz alles verdammt gut gemacht. Hart am Nervenzusammenbruch. Aber sie haben das hingekriegt und das war, ich würde das für eine generationsspezifische Bewährungsprobe ansehen und ich finde das irre klasse, wie die das gemacht haben. Ich finde es unglaublich, was die jungen Familien, die auch noch die ganzen Belastungen durch die Großeltern hatten, die dann irgendwie nicht eingenommen werden konnten, die über digitale Wege nur und so, das war irre. Das ist zum Beispiel in der Gesellschaft überhaupt kein Thema geworden, dass da eine ganze Generation, die vorher nicht so richtig wussten, so was sie gut sind, eigentlich gezeigt haben, dass sie das hingekriegt haben. Und das ist richtig toll. Aber in der Schule sind sie jetzt wieder alleine gelassen worden. Da haben sie recht. Also ich verstehe das bis heute nicht, warum man nicht Übergangskurricula, dass man nicht sagen kann, wir haben bestimmte Kompetenzen, die haben eine strukturelle, es gibt so einen Entwicklungspsychologen, Jean Piaget, der sagt, Intelligenz hat immer, gibt immer eine hierarchische Kumulation, ne? Also man muss Grundlagen und dann gibt es, die müssen damit wieder nächste Stufen, das sind etwa im Zahlenraum und bei bestimmten mathematischen Operationslogiken ist das ziemlich wichtig. Und da kann man vorhersagen, da darf nichts fehlen, dann geht das da hinten nicht mehr weiter. Ne? Aber das kann man, hätte man relativ gut machen können. Man hätte Sondercurricula für diese Jahrgänge entwickeln können. Und jetzt haben wir wirklich eine große Probleme und wir haben eine psychische Belastung von Kindern, die jetzt so um die 10, 12 sind, die erheblich ist, wirklich erheblich ist. Und die allermeisten in den Schulen, das habe ich jetzt auch mitbekommen, die Lehrerinnen und Lehrer können damit nicht umgehen, sind damit wirklich alleingelassen. Und das ist ein richtiges Versagen, das muss ich wirklich sagen. Wart ihr auch zuständig oder verantwortlich für Masken, Maskenpflicht? Und nee, so. Das war damals. Das war nicht euer Ding? Das kam erst später. Wann habt ihr euch denn zum ersten Mal zusammengesetzt? Also bevor quasi, die, also Pandemie, ich erinnere mich so, Bergamo und so war März 2020. Wir hatten die Bilder von Bergamo, das war genau, die hatten wir vor Augen. Weil uns wurde nachhinein, das war der ganze, also ich bin ja sozusagen in der Öffentlichkeit als jemand, ich habe mich eben auch dazu geäußert, was du eben da zitiert hast, ich bin sozusagen als der Angstpapst, der also mit den Ängsten der Leute sie sozusagen in totalitäre Strukturen hineingedrängt hat. Ach so. Ja, weil uns wurde eine Politik der Angst vorgeworfen. Meine Antwort darauf ist, wart ihr da nicht, waren wir in der gleichen Situation? Habt ihr nie die Tagesschau geguckt, die Särge von Bergamo? Mhm. Also wer da erzählt, wir hätten Angst gemacht, der meint es nicht gut. Der meint es nicht gut. Das sind Leute, die es nicht gut meinen. Und das wollte ich auch mal zum Ausdruck bringen. Es gibt auch Leute, die sozusagen die rumkritisieren und Recht haben wollen, aber die es nicht gut meinen. Es gibt auch das Präventionsparadox. Ne, also man hat erfolgreich Dinge verhindert. Ja, richtig. Und dann sagen die Leute, im Nachhinein ist ja nichts passiert. Genau das ist. Also das ist auch, das habe ich zum Beispiel auch gelernt. Und mal eine Sache, also quasi das, wo wir jetzt gerade so nett reden, das ist eine der ganz wesentlichen, das muss man im Denken irgendwann mal kapieren. Die Vorhersage einer Tendenz ist etwas völlig anderes als die Skizzierung von Szenarien. Eine ganz andere Denkoperation. Bei Szenarien sagt man, wenn du das tust, kann das passieren. Wenn du dies tust, kann das passieren. Und es gibt Evidenzen, dass das passiert. Das heißt, es gibt eine Varianz von Möglichkeiten des Handelns und man misst ab, welche Folgen das hat. Und das hat immer einen intuitiven Charakter, weil man Daten zusammenfügen muss in bestimmten Modellen. Mhm. Das heißt, man weiß, man denkt, da gibt es eine Tendenz, aber die kann durch Handeln unterbrochen werden. Man kann nicht sagen, es wird dann so und so sein, sondern es wird das und das, wenn man das tut oder wenn man jenes lässt. Und das ist ein völlig anderes Denken, als zu sagen, ja, in Schweden und die haben doch die gleichen Dinge. Das ist so. Und ich finde, wir sind in der Tat, die Historisierung der Pandemie
Ich habe das Gefühl, das geht wieder wie bei der spanischen Grippe. Die Leute sind froh, das zu vergessen. Ja. Es hat kein Mensch Interesse an einer wirklich, wirklich vernünftigen Evaluierung des Pandemieregimes. Warum nicht? Weil die Leute froh sind, dass es vorbei ist. Aber es kann ja immer wieder kommen. Also es kann ja was Neues kommen. Also da sollten wir doch vielleicht schlau genug sein. Das komme ich wieder zu deinem Punkt zurück. Die Jüngeren in der Gruppe, zu denen eben auch Maximilian Mayer gehört habe, den ich eben schon genannt habe, wir hatten diese, und ich bin ja nun gar nicht der Jüngere, ich bin ja schon der Ältere. Oh Gott, ich muss da immer dran denken, ich bin ja überhaupt nicht der Jüngere. Also da war die Idee, brauchen wir nicht eigentlich eine Vorratsreflexion auf diese Arten von gesellschaftlichen Großereignissen? Ich meine, in meinem Leben habe ich 3 dieser Großereignisse erlebt. Ne? Ich habe 2 großmögliche Unfälle von Atomkraftwerken erlebt, wo man gesagt hat, das spielt einmal in 1000 Jahren. Habe ich 2 von denen. Tschernobyl und Fukushima? Genau. Mhm. Ich habe erlebt eine Situation des Kollaps des Weltwährungssystems, was für ausgeschlossen gehalten wurde von den meisten Ökonomen. Habe ich erlebt. Mhm. Hast du auch noch erlebt? Also Finanzkrise? Finanzkrise 2008, 2009. Und wir haben eine Pandemie, ich habe 2 Pandemien erlebt. Die erste war... Spanische hast du auch schon erlebt? Nee, AIDS habe ich erlebt. AIDS war die erste große Pandemie. Das stimmt. Und AIDS ist durch Verhaltensveränderungen. Da kommt meine Sicherheit her, dass man durch Verhaltensveränderungen eine Pandemie aufhalten kann. Das war meine AIDS-Erfahrung. Ich war fest davon überzeugt, es geht. Durch Verhalten, nicht... Und es war natürlich dann das Wunder, es ist wirklich das Wunder, dass man so früh einen Impfstoff hatte. Und ich war so glücklich darüber, dass das so, ich habe damit gerechnet, wir haben in der Gruppe gedacht, naja, 3-4 Jahre dauert das, wie kriegen wir das hin? Und es war knappes Jahr, dann war der Impfstoff da. Wie lange habt ihr getagt? Also wie oft habt ihr euch getroffen? Habt ihr euch online immer getroffen wahrscheinlich? Ja, Telefon, wie früher. Telefon, so Telefonkonferenzen? Telefonkonferenzen. Wie lange ging das? Die Telefonkonferenz ging immer so 5-6 Stunden und dann wurde weitergearbeitet. Wie oft? Das ging 3-mal die Woche. Wie lange? Also monatelang? Nee. Im Prinzip haben wir einen Monat, 6 Wochen oder so gearbeitet. Okay. Und dann war der Auftrag erledigt. Wir hatten ja den Auftrag, die Grundfeste, und dann war unser Auftrag erledigt. Und dann sind all die anderen gekommen, ne? Und haben dann gesagt, ja, wir hätten doch und war das gerechtfertigt und so weiter. Ihr habt quasi die Grundlagen der Pandemiepolitik gelegt. Ja. Mit diesen 3 Entscheidungen. Ich habe ja auch entschieden, dass Fußball weitergehen kann. Fußball haben wir auch teilweise. Darüber haben sich viele aufgeregt, ne? Ja, also, diese scheiß Millionäre. Die dürfen weiterspielen. Ja, das hast du recht. Die Kinder dürfen nicht auf dem Spielplatz Fußball spielen, ja. Aber die Millionäre dürfen wegen Übertragungsrecht. Ja, ich fand das auch, ging irgendwie nicht, das habe ich auch nicht besonders lustig gefunden. Also die Absorptionskraft von Fußball ist natürlich enorm. Also der Zuschauersport hat in Gegenwartsgesellschaft eine enorme Bedeutung. Mhm. Also viel, viel wichtiger als noch vor 30, 40 Jahren. Und da muss man vorsichtig mit umgehen. Aber ich fand da, also sagen wir es mal so, viel Respekt hat der DFB mir da nicht eingeflößt. Was mir jetzt im Nachhinein auch noch einfällt, wenn wir jetzt gerade ein bisschen Pandemie-Bilanz ziehen, vielleicht hast du da auch so eine Meinung, mir ist aufgefallen, es wurden für das Privatleben und für private Zusammenkünfte, da wurde so viel geregelt von der Politik, von den Bundesländern. Hier, Heinz darf sich mit Thilo aber nicht in derselben Wohnung treffen, höchstens nur seine Familie und vielleicht noch eine andere Person und so weiter. Gleichzeitig wurde aber so fürs Arbeiten, also so gewerblich und arbeiten gehen, da gab es kaum Regeln. Also wenn ich mit meinem Kumpel treffen wollte, dann mussten wir uns beide testen und beide negativ sein und dann konnten wir uns treffen. Aber wenn ich arbeiten gehen wollte oder sollte oder musste und ins Büro gehte, da wurde den Arbeitgebern höchstens gesagt, wäre ganz gut, wenn ihr eure Leute testet. Ihr müsst es ihnen anbieten, aber ist kein Zwang. Das war... Weißt du, was ich meine? Ja, klar, natürlich. Das haben wir auch so entschieden. Ja, warum? Weil wir gesagt haben, wenn wir der Gesellschaft die Wertschöpfungsbasis auch noch wegnehmen, dann bricht alles zusammen. Ich sag's, überziehst du jetzt mal. Was war die Entscheidung?
Wir brauchen eine Fortführung der Wertschöpfungsbasis des Produktionsmodells Deutschland. Und da ist die Industrie wichtiger als die Dienstleistung. Also müssen wir die Voraussetzung schaffen, dass die Industrie weiter funktionieren kann. Arbeiten ist wichtiger als privat. Nicht arbeiten. Ja, aber es geht Wohlstand erwirtschaften. Nein, nicht Wohlstand. Es ist einfach die Voraussetzungen, dass wir nicht... Du musst denken, wir hatten Überlegungen, wie weit bricht das Wirtschaftswachstum ein? Und wie lange dauert das? Ja. Und was bedeutet das für Betriebe? Was bedeutet das für die Mehrheit der Leute in den industriellen Sektoren und daran anschließenden Dienstleistungsstrukturen? Und da war die Idee, dass das habe ich eben die Publikumswirtschaft genannt, also Hotellerie, kleine Gewerbetreibende und so weiter. Und da können wir am ehesten Lockdown machen. Ich sag's hart, aber nicht bei VW. Gibt es noch irgendwelche Fehler? Wir hatten über Schule und Kita geredet, wo du jetzt im Nachhinein sagst, so, 3 Jahre später. Nee, das ist eigentlich das Entscheidende. Weil ich finde, also es gibt eine Sache nochmal, die ich auch gelernt habe. Das war dann in dieser No-Covid-Initiative, in der ich drin war, dass man in Situationen des eines solchen gesellschaftlichen Großereignisses, wie einer Pandemie, wie eines Atomkraftwerk-Havarie oder des Zusammenbruchs des weltweiten Finanzsystems oder AIDS, und dass da quasi eine Politik der Kompromisse nicht weiterführt, sondern nur eine Politik der Pakte. Also für mich ist sehr wichtig, ich habe diesen Unterschied gelernt. Eine Differenz, ob man eine Politik durch Pakte zwischen gesellschaftlichen Gruppen herstellt, also Zusammenfügungspolitik betreibt, oder eine Konsenspolitik innerhalb des politischen Wettbewerbs. Und Konsenspolitiken führen in solchen Situationen nicht weiter. Und das ist eine interessante Erfahrung, die ich gemacht habe. Also, und dann ist natürlich interessant, wer schmiedet die Pakte, unter welchen Voraussetzungen. Und da spielt Wissenschaft eine große Rolle. Also Wissenschaft, das ist auch mein Punkt, dass Demokratien lernen können. Deshalb gehört Wissenschaft konstitutiv zur Demokratie dazu. Und zwar eine Wissenschaft von Leuten, die wohlmeinend für das allgemeine Interesse denken können. Also die haben so etwas wie eine gesellschaftliche Verantwortung, die wissen, was das ist, und gleichzeitig in der Lage sind, die Fakten zur Kenntnis zu nehmen und daraus die notwendigen Schlüsse zu ziehen. Ich meine, ihr wart also verantwortlich dafür, dass wir am Anfang so einen Lockdown oder Shutdown bekommen haben. Im Laufe der Pandemie, also die ersten ein Jahr, anderthalb Jahre, da war es ja am Ende dann immer trotzdem mal so eine Mischform. Ne? Wir hatten ja eigentlich nur am Anfang so ein bisschen eine harte Bremse, sondern sonst immer so ein Mischding aus Lockdown, öffnen, dann wieder zumachen, Lockdown, öffnen, wieder zumachen. In anderen Ländern ging es ganz anders. Da gab es vielleicht gar keinen Lockdown. Dann wurde darauf immer gezeigt. Wir als Journalisten, also auch wir hier, das war ja auch mal irgendwie komisch, ne? Also wie man muss ja auch kritisch mit der Regierung umgehen. Dann haben wir uns auch für No-Covid zum Beispiel interessiert, haben da mit Virologinnen drüber geredet. Gleichzeitig wird man jetzt im Nachhinein dafür irgendwie so, ja, der war doch dafür, wo du denkst, ne, wir mussten aber einfach auch mal Alternativen aufzeigen, wie man hätte auch machen können. Hat sich jetzt im Nachhinein ja offenbar auch als Fehlannahme rausgestellt. Genau. So verstehe ich dich auch. Also du nur Covid fandest du interessant? Nee, ich fand nur Covid, also ich will nochmal die zentrale Erkenntnis von nur Covid, da haben auch auch die Virologen nicht so eine große Rolle gespielt, sondern die theoretischen Physiker. Mit einem Dirk Brockmann, kann ich ja sagen. Der war genau dazu hier. Genau, mit dem habe ich mich wahnsinnig gut verstanden. Ach, und du kennst Dirk? Ja, ja, klar. Also interessant. Das war genau so ein Punkt, wo ich sage, das ist eine neue Konstellation zwischen Wissenschaft. Ja, ja, ja. Wir haben nämlich über das Problem der kollektiven Handlungsfähigkeit. Ist ja interessant. Das war unser Thema, was wir zusammen hatten. Wie kann man in Case of Emergency kollektive Handlungsfähigkeit in den Gesellschaften herstellen? Das ist unser Thema nach wie vor. Und er hat da von der theoretischen Physik ja eine Reihe. Der hat zum Beispiel herausgefunden, dass wenn man versucht, Regierungskreise mal als Element von Gesellschaft zu definieren,
und sagt, wie sieht die Mobilität in Regierungsbezirken aus? Und dann kommt man zu der irren Erkenntnis, dass 90% der Mobilität sich innerhalb des Regierungskreises abspielt. Nur 10%, und da sind 5% Leute, die zu einem Arbeitgeber fahren, außerhalb des Regierungs, und nur 5% ist sozusagen indeterminierte Mobilität. Hm. Und da haben wir gesagt, ja, wenn das so ist, dann ist doch Lockdown gar keine so schwierige Sache, wenn wir sozusagen versuchen, dieses Modell der grünen Zonen herzustellen. Wenn nur 5% davon überzeugt werden müssen, für eine bestimmte Zeit mal nicht den Regierungsbezirk zu verlassen, ja, dann musste das doch gehen. Ja. Und das haben wir herausgefunden. Das wusste ich vorher auch nicht. Dass Mobilität viel beschränkter ist, als man denkt. Und wir sind ja eine Gesellschaft, wo 60% der Leute in kleinen Agglomerationen leben, ne? In Kleinstädten und Land, also wenn man so will, rural, also in sozusagen bäuerlich kleinen dörflichen Umgebungen. 60% der Deutschen leben. Ja. Und das ist interessant, also all diese Dinge sind total interessant. Was tut man dann? Und genau wie du sagst, wenn wir wissen, dass solche Art von Großereignissen wieder eintreten werden. Und das geht auch zum Beispiel, wie kann man den Bankrun verhindern? Das war ja eines der Grundprobleme, warum dann die Merkel mit Steinbrück gesagt hat, unsere Einlagen sind sicher. Die haben gelogen. Es stimmt, war überhaupt nichts sicher. Mhm. Das war auch sowas. Die haben die Leute offen belogen. Aber es war vernünftig, diese Lüge zu machen. Und ich glaube, auch die allermeisten Leute wussten, dass sie lügen. Und die haben es gemacht, weil sie sagten, wir haben schon recht. Also man soll wiederum die Intelligenz der Leute nicht unterschätzen. Und jetzt bei der Aufarbeitung des Pandemie-Managements, und ich finde, wir sollten auch ernsthaft gucken, war Schweden vernünftig? Was ist mit der Übersterblichkeit? Was ist mit Long-Covid-Effekten? Wie sehen die eigentlich da haben wir keine Zahlen drüber, wie die in Schweden aussehen, wie die in Deutschland aussehen. Florida wird ja bestimmt auch gleich im Chat geschrieben. Genau. Oder was, genau. Ne? Ja. Und es ist wirklich, und das ist die Long-Covid, das ist keine nette Sache, wenn man Long-Covid hat. Also die ganzen Fatigue-Phänomene sind wirklich einschneidend für das Leben. Und wir haben keinerlei Möglichkeiten, medizinisch im Augenblick damit umzugehen. Und Leute, die an Fatigue leiden, das ist ein anonymes Leiden, wo ein bisschen gesagt wird, ach, da will man eigentlich nicht so genau was drüber wissen. Und latent, die Leute sind ja selber schuld, weil sie nicht so richtig von ihren Abwehrsystemen aufgestellt sind. Also so eine Tendenz gibt es. Ne? Also das ist schon irre. Also ich will nur sagen, also und deshalb, wir müssen da wirklich in Ruhe drüber nachdenken. Und jetzt noch mal zu der Aufarbeitung. Ich will nicht recht haben. Also mit allen Leuten, die mit ich zu tun habe, die sagen, aber Schweden, die wollen alle recht haben. Ja. Ich sage, was soll der Quatsch? Also ich will nicht mit Leuten reden, die recht haben wollen. Und sagen, du hast, was soll das? Das ist vertane Zeit. Ich meine, das hat man ja selbst im Freundeskreis und so weiter. Ne? Ja. Also da ist dann da so ein Grollen, wo dann die andere Seite so, ah nee, dann will ich aber gar nicht drüber reden. Ich vergesse einfach, dass du dafür warst oder das mitgemacht hast oder für die Sache nicht gekämpft hast und es wird dann einem ewig vorgehalten. Also ich finde, wir sollten das eigentlich, ich will wirklich niemandem irgendwas Böses unterstellen. Wirklich nicht. Und ich habe auch die interessante Erfahrung gemacht, ich konnte nicht vorhersagen in meinem Freundeskreis, wer komisch geworden ist. Das wollte ich nämlich gerade noch fragen. Nee, das kann ich. Ich habe keine Indikatoren dafür. Warum die und warum die nicht? Ha. Kann ich nicht sagen. Wirklich, also ich würde es sagen, aber wiederum bei größeren Aggregaten kann man das wiederum sagen. Also, dass Leute, die Impfgegner sind, dann guckt, das waren auch Spreader vorher. Ne? Das kann man relativ gut nachweisen. Die haben sich nicht an Verhaltensregeln gehalten. Die waren diese archaische Freiheitsidee. Mhm. Und die haben einfach Spreader-Verhalten an den Tag gelegt. Und Spreader-Verhalten muss man eindämmen. Ne? Das ist mit Freiheit meiner Ansicht nach nicht zu vereinbaren. Aber wir bräuchten eigentlich eine gute Aufarbeitung des Pandemieregimes, damit wir auch gesellschaftlich wissen, was wir tun können in solchen Fällen.
Wie das übrigens auch so ist, was die Frage, ich bin davon überzeugt, dass der Meeresspiegel steigt. Und ich glaube, dass das für die Hafen City ein richtiges Problem werden wird. Und die sollen bitte sagen, was sie tun. Oder nichts tun. Und wir müssen darüber, macht ihr was? Und was macht ihr eigentlich, wenn ihr was macht? Wir müssen darüber reden. Ja, wie? Ich habe mit Leuten, ja, wir machen schon. Ja, aber was macht ihr denn? Ja, das ist komplex. Ja, wie? Ja, so komplex, dass du mir das... Also, ich kann relativ schnell Sachen verstehen. Sag mir doch. Ich glaube, sie machen nichts. Oder zu wenig. Oder zu wenig. Jedenfalls, wo klar ist. Und wir wissen bei Fukushima, warum das nicht geklappt hat. Und weil man nicht darüber geredet hat. Weil die einfach bestimmte Höhen nicht eingehalten haben. Und so weiter. Das ist alles mittlerweile... Und das sind Wissen, das kann man teilen in der Gesellschaft. Es geht um ein Wissen, das man teilen kann. Und diese Problematik ist in der, die Möglichkeit, Wissen in Gesellschaften, in Demokratien zu teilen, ist sehr, sehr schwierig jetzt in der Historisierung der Pandemie. Ist außerordentlich schwierig. Wie geht das eigentlich? Wie können wir unser Wissen teilen und nicht dieses Recht haben wollen? Da wollen wir nicht Wissen teilen, sondern wir, und das ist narzisstisch und ich kann dieses narzisstisch, das waren meine etwas emotionalen Reaktionen. Ich mag nicht diese Leute, die nur ihr Recht, also diese narzisstische Bestehen auf das, meine Weltsicht ist richtig. Ich mag sowas überhaupt nicht. Ich möchte gerade nicht an Hans Schuhen sein, der gerade den Chat betreut. Aber ich bin mir sicher, da gibt es genau solche Leute. Ah, ich höre gerade, der Chat ist lieb. Okay, dann haben wir heute mal Glück. Ich hätte auch nicht damit gerechnet, aber wir haben jetzt die 100-Minuten-Marke geknackt, dass wir überhaupt über all diese Sachen reden. Ich habe was ganz anderes geplant, aber wir machen aber weiter, wenn es okay für dich ist. Hast du selbst gehabt eigentlich? Ja, aber auch relativ harmlos. Hat das irgendwas, irgendeine Sicht geändert oder so weiter? Oder irgendwie so Mitgefühl und so weiter und so fort? Na, Mitgefühl hatte ich eher, als ich mal im Krankenhaus war. Und, Michael Hayek ist ein toller Internist, der Michael Hayek, der in der No-Covid-Initiative war, der hat uns einfach gesagt, dass 20-Jährige, 30-Jährige sterben. Und diese Dinge und wie sie sterben. Und ich hatte mal selber eine Lungenentzündung und ich weiß, was es heißt, wenn man plötzlich keine Luft mehr gekriegt hat. Ich hatte Todesängste. Ja. Und ich weiß noch genau, da habe ich meine Frau in der Nacht angerufen und habe gesagt, ich kriege keine Luft mehr. Es kann sein, dass ich jetzt sterbe. Und da hat die mich verrückt, aber ich weiß, was das ist. Und wenn man dann die Krankheitsbilder sich anguckt, und übrigens, es ist keine leichte Sache, jemanden künstlich zu beatmen. Ne? Das ist kein Kinderspiel. Ne? Das ist wirklich eine komplizierte Angelegenheit. Und dafür, für diese schwierige Klinik, über die keine Erfahrung vorlag, wie man das macht, wie man Patienten verteilen kann. Wir wissen immerhin jetzt, wie viele Intensivbetten wir haben. Ja. Und das wussten wir alles nicht. Und wir wissen, wie die verteilbar sind. Und man weiß, wie man schnell Impfkapazitäten und Testkapazitäten schaffen kann. Das ist alles möglich. Man kann auch zwischen den Ministerien relativ schnell, da war das Innenministerium und das Gesundheitsministerium, relativ schnell, die waren teilweise mit ihren Staatssekretären da vertreten, die kamen immer dazu. Und da hatten wir relativ schnell, das machen wir, das kann man machen, das nicht mal. Das ging alles eigentlich ziemlich gut. Ich war überrascht, wie gut es ging. Ich muss auch daran denken, also es gab ja immer die Kritik, auch gerade im Nachhinein, dass die Politik die ganze Pandemievorbereitung einfach ignoriert hatte, weil es gab irgendwie 7, 8 Jahre vorher, Bundestag hatte was vorgelegt und dann hat die Politik und das Gesundheitsministerium das einfach so alles schön ignoriert. Und dann erzählst du, dass quasi beim Ausbruch der Pandemie, wo das jetzt in Deutschland angekommen ist, dass dann auch bei euch keine Virologen gesessen haben oder Leute, die sich quasi mit Pandemien auskennen und so weiter. Na doch, wir hatten ja dieses. Also die haben euch dann die wissenschaftliche Erkenntnisse geliefert und ihr habt das quasi in politisches Handeln übersetzt. So na, wir hatten, du oder musst, ihr Vorschläge. Du gemacht. Musst wichtig, die wichtigen Daten, die wir brauchen, waren epidemiologische Daten und nicht virologische Daten. Das ist ein großer Unterschied. Mhm. Also wir wussten, welche Ausbreitungsgeschwindigkeiten
in bestimmten Populationen zu erwarten sind. Euch musste man nicht mehr überzeugen, dass der Virus gefährlich ist. Nee, das wussten wir, das wussten wir. Und wir wussten allerdings nichts über Infektionsmechanismen. Mhm. Da wusste auch niemand was drüber. Also die Tröpfchen, wie lange haben die Leute noch an die Schmierinfektion geglaubt? Am Anfang war Drosten auch Masken nicht so wichtig, jetzt schon wieder so. Ja, und das ist einfach, so war das. Und wir haben da, und das war natürlich extrem wichtig dann. Drosten war total wichtig, weil es da um die Operativität der Eindämmung ging. Und da hat man ja, da sind die Maßnahmen ja sozusagen, sind ja variiert worden, ne? Und das finde ich, also das, und also wir hatten zwei Dinge. Wir hatten dann einen virologischen Lernprozess, also was Infektionen betrifft, und ja, diese ganzen Probleme dann natürlich, dieses Spiel zwischen den Bundesländern und so. Da waren wir nicht mehr dran beteiligt. Ich kann auch sagen, dass wir am Ende der zur mittleren Phase dann auch mal einen Termin bei der Bundeskanzlerin der damaligen noch hatten, da wurde mir klar, das wird nichts mehr. Die hat die Sache nicht mehr im Griff. Woran wurde dir das klar? Weil sie uns erzählt hat, wir sollten ihre Macht nicht überschätzen. Sagte die mächtigste Frau im Land. Ja. Und da war mir klar, das wird nicht mehr lange gehen. Du meinst ja gerade bei den ich will diese Menschen jetzt nicht alle unter Querdenker zusammenfassen, aber du meinst auch gerade, es war nicht absehbar, welche Menschen komisch werden in der Pandemie. Ja. Warum war das nicht absehbar? Sind das so Persönlichkeitsmerkmale? Wenn ich es auf Typen wiederum versuche zu reduzieren. Das macht die Soziologie ja dann gerne. Ja. Wenn sie bei Individuen nicht mehr weiter war, die Soziologie weiß ja auch nichts über Individuen. Sie kann ja immer nur was über gruppenspezifische, typenspezifische Verhaltensweisen sagen. Typen-Elemente gibt es. Also, und zwar sozusagen, es gibt eine wesentliche Problematik, die ich schon mit Kollegen im Bezug auf die Proteste gegen Stuttgart 21. Nee, war es Stuttgart 21? Der Bahnhof? Ja, genau. Ja. Und es gibt ein ganz interessanter Punkt, das habe ich mit einem Kollegen auch empirisch untersucht, einen Sozialpsychologen, Ernst-Hinter Lantermann, der auch in Kassel ist und war, der auch jetzt emeritiert ist. Wir haben gesagt, eines der ganz wesentlichen Punkte ist, dass es Leute gibt, die starke Kompetenzüberzeugungen haben, also was sie machen können im Leben. Wenn die Erfahrung machen, dass sie Dinge nicht mehr beeinflussen können, dann drehen die durch. Also man könnte fast sagen, wer zu viel davon Überzeugung hat, dass er sein Leben im Griff hat, wer sozusagen Kontingenz Unempathisches. Also kein Dreh für Zufälle hat. Es gibt ja Menschen, also ich bin so jemand, der Zufälle eigentlich den Begriff gerne, weil da fällt einem ja was zu im Zufall. Ne? Mhm. Wer aber Zufall als eine Beeinträchtigung seiner Kontrolle über das Leben versteht und vor allen Dingen die Erfahrung macht, dass er in wesentlichen Aspekten seiner Lebensführung auf Grenzen trifft, die er nicht mehr selber verändern kann, die drehen gerne durch und sagen, es kann nur an der Welt gelegen haben, weil es an mir konnte es ja nicht liegen. Weil ich habe ja alles in der Hand. Ich erinnere mich so ein bisschen, vielleicht rede ich jetzt über was anderes, was ich dir jetzt erkläre, aber ein bisschen an Oliver Nachtwey. Der hat ein Buch geschrieben mit Caroline Amlinger. Heißt gekränkte Freiheit, Aspekte des libertären Autoritarismus. Mhm. Da hat die auch gesessen, auch fast 4 Stunden. Ich glaube, über 4 Stunden sogar. Und was ich mir gemerkt habe, es gab Menschen, die quasi ein Leben lang mit dem deutschen Staat, mit der Staatsgewalt, mit Vorgaben des Staates nie zu tun hatten. Mhm. Also klar, es gibt irgendwie so Schilder auf der Straße, wo man sich dran halten muss und man zahlt seine Steuern und so weiter. Aber ansonsten hat man mit dem Staat und Vorgaben einfach nie zu tun gehabt. Und jetzt kommt der Staat in der Pandemie und macht auf einmal mir Vorgaben für mein Leben, was ich vorher in meinem ganzen Leben noch nie erlebt habe.
Und das ist dann so eine automatische, also gibt es halt Menschen, 10-20%, die sagen, nee, so weit kommt es noch, dass der Staat mir jetzt auf einmal nach 30, 40 Jahren Vorgaben macht, wie ich zu leben habe oder wen ich zu treffen habe. Gekränkte Freiheit. Ich verstehe den Punkt. Und da kann man dann auch wieder über, also Nachbar hat das natürlich auch mit dem Neoliberalismus, mit dem Individualismus der letzten Jahrzehnte verbunden. Ne? Also gemeinschaftliche Einstellungen sind verpönt. Das Individuum, das individuelle Glück, das ist das Hohe, das Heilige. Und genau die Menschen haben sich dann natürlich auch, also viele davon haben sich einfach dagegen gewehrt. But there is a strong counter-example. Bitte? Das ist das Rauchverbot. Es gibt nicht diese Leute, die nicht den Staat... Rauchverbot ist das wirklich das große Gegenteil. Das war ein Eingriff in das individuelle Verhalten, der massiv war. Ja, und aber, die allermeisten haben das hingenommen. Aber genau diese Individualisten, die vergessen, also das kenne ich jetzt anhand von FDP-Gesprächen und so weiter, die vergessen immer, was für Verbote in den letzten Jahrzehnten so alles der Staat erlassen hat. Na eben, aber ich will nur sagen... Und die sind aber gegen alle neuen Verbote, ne, also Verbote, die Grünen, bla 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 und so weiter. Und wenn du dann sagst, aber bist du jetzt gegen FCKW-Verbot? Nee. Rauchverbot? Nee. Das ist alles aber, gut. Aber damit bricht die blenden das aus in ihrer Persönlichkeit. Ja, okay, aber dann passt die Oliver-Nachtwey-These. Ich kenne Oliver-Nachtwey gut. Mhm. Also ich glaube nur, die These stimmt nicht. Wenn der Individualismus, das Rauchverbot ist in der Hochphase des Neoliberalismus ergangen. Mhm. Und ich hatte es nicht gedacht, dass es in Italien funktioniert. Weil die ja sowieso so ein renitentes Verhältnis zum Staat haben. Aber es wurde ja auch massiv bekämpft, das Rauchverbot. Ja, aber es ist. Aber es ist am Ende durchgekommen. Und zwar so, dass man im Grunde. Natürlich gibt es immer noch diese Raucher. Aber es ist doch eigentlich, wenn jemand sich jetzt gegen das Rauchverbot denkt, man. Ja, jetzt im Nachhinein... aber es war nicht so, also ich will nur sagen... Aber es war höchst umstritten, als es beschlossen wurde. Ich wollte nur die These bestreiten, dass das mit dem Neoliberalismus zu tun hat. Weil das Rauchverbot ist das Gegenbeispiel, wo man sagt, das stimmt irgendwie nicht. Aber dass wir quasi eine individualistische Gesellschaft haben und dass es auch vielleicht daran lag, dass sehr viel, also von den Leuten, die komisch geworden sind, die vielleicht Querdenker geworden sind, dass es auch daran liegt, dass sie dann diese Maßnahmen des Staates abgelehnt haben, einfach aus Prinzip, weil der Staat ihnen Vorgaben macht. Das ist schon ein Aspekt, glaubst du nicht? Nee, ich glaube, es geht tiefer. Es geht tiefer. Noch tiefer? Ja, es geht viel tiefer. Es geht um die Frage des Akzeptierens der eigenen Verwundbarkeit. Und das ist kein Thema, was durch Neoliberalismus abgedeckt ist. Und das ist der eigentliche Punkt. Also das ist schon etwas, also die Leute, die ich jetzt aus der starken Selbstverwirklichungsszene kenne, die irgendwie ihre Kinder nicht impfen lassen, die irgendwie auf Vorstellungen von innerer Stärke und so weiter und so weiter. Die wollte ich gerade auch noch ansprechen. Ja, aber die sind natürlich, das sind die Extremen, die immer über Verwundbarkeit reden, mhm, aber eigentlich Verwundbarkeit nicht ertragen können. Mhm. Und da gibt es eher so ein Problem, wie wir das gut soziologisch erfassen können. Und da muss man ein bisschen, glaube ich, die Linse schärfer stellen. Und muss da, und deshalb habe ich da diese Forschung auch mit einem Sozialpsychologen zusammen gemacht. Da müssen wir irgendwie über Adorno und autoritären Charakter hinausgehen, obwohl das alles total interessant ist, was die damals gemacht haben. Und aber das ist sozusagen forscherisch eine ziemlich interessante Frage. Weil das ist eine der Grunddinge, wie wir mit einer Situation zurechtkommen gesellschaftlich, die ich eben als die Situation 5 nach 12 gekennzeichnet habe. Mhm. Wir werden nicht umhinkommen, Vulnerabilität anzuerkennen als eine Realität von Menschen und von da aus sozusagen praktisch, um einen praktischen Umgang mit Dingen hinzukriegen, aus dem Empfinden von Vulnerabilität. Das war übrigens meine Idee über Solidarität, dass ich gesagt habe, Solidarität funktioniert nur dann und ist für Leute nur erfassbar, wenn man dieses Nadelöhr des Ichs anerkennt. Die Solidarität, die von irgendeiner Gruppe ausgeht, die vorgegeben ist, das funktioniert nicht mehr.
Man muss quasi die Bereitschaft zur Solidarität an sich selber empfinden, wenn man seine Verwundbarkeit entdeckt hat. Und wer das nicht tut, wer so verpanzert ist, der wird auch nie ein solidarischer Mensch werden. Im Zweifelsfall. Du hast in deiner, also wenn ich mich jetzt richtig informiert habe, in deiner letzten Vorlesung, ist ja nicht lange her, in Kassel, hast du auch irgendwie vom Poststrukturalismus gesprochen, der die Frankfurter Schule abgelöst hat, wenn ich dich richtig verstanden habe, und gesagt, Politik ist eine Politik der ersten Person heutzutage. Mhm. Ist das das, was du, wovon wir da gerade sprechen, dass die Leute immer so von sich aus selbst, also ich finde, und weil ich das so finde, muss das jetzt auch für andere gelten und für die Gesellschaft gelten? Ist das, ist das immer ein anderer Aspekt? Nee, das ist schon ganz richtig. Also du hast das schon richtig gesagt. Ich glaube, also diese Boomer-Generation, so wie ich sie erlebt habe. Deine Generation. Meine Generation ist eigentlich eine Generation, die ja schon eine Pandemie, ich habe es genannt, AIDS, und ein wirklich einschneidendes gesellschaftliches Großereignis, nämlich Tschernobyl, erlebt hat. Ich habe das hier in Berlin erlebt und die Leute, die ich kannte, die kleine Kinder haben, die Mütter sind geflohen, in Panik geflohen nach Italien. Ne? Alle haben Milch von Butter Linde haben wollen, weil die aus Dänemark kommt. Das ist hier der ansässige Monopolist für gute Butter und so weiter. Und alle wollen Butter Linde. Und das ist, und für mich ist dieses Individualisierte, es gibt zwei Formen des individualisierten Lebens, der Politik der ersten Person. Für uns, sage ich jetzt mal, für die Boomer ist die Idee No Future. Und No Future positiv verstanden. No Future heißt, wir lassen uns weder von der Vergangenheit noch von der Zukunft terrorisieren. Und das ist diese Idee, das ist diese Punk-Idee. Aha. Das ist eine positive Idee. Das ist keine Klage, ist keine Anklage von irgendjemandem. Mhm. Sondern zu sagen, eine präsentistische Idee von Leben. Und das war ja auch die Idee, man hat ja Häuser nicht besetzt, weil man sich keine Wohnungen leisten konnte. Das ist ja Unsinn. Natürlich waren ja so billig die Wohnungen in Berlin zu mieten. Und es war auch genug da. Sondern man wollte einen Ort für sein eigenes Leben haben. Und nicht eine stellvertretende Politik, ich zeige mal, was hier alles falsch ist, sondern es war nur eine Politik für sich. Und das heißt Politik der ersten Person. Man macht etwas für sich. Mhm. Man baut mit x Leuten, die man nicht kennt, baut man sich einen Lebensort und weiß, was das heißt. Und das ist so ein bisschen diese Lebenserfahrung der Boomer-Generation, ist ein bisschen... die könnte wieder wichtig sein. Dass man im Grunde weiß, man kann mit Leuten was zusammen hinkriegen, die man gar nicht kennt, wenn man die Idee hat, dass man für sich selber etwas mit anderen hinbekommen will. Und nicht sagt, du musst es tun, weil irgendwie sonst die Zukunft zu Ende geht oder die Vergangenheit muss, weil wir irgendwie eine besondere Verantwortung hätten oder irgend sowas. Und das ist extrem wichtig. Ich habe das nochmal wieder vor einem Jahr haben wir die Biennale dort besucht, vor allem mit meiner Frau, und wir waren ein paar Tage in Venedig, und es ist wahnsinnig, und in so einem Ort, wo so ein Hotel, was jetzt nicht so im Zentrum war, und die haben mich wahnsinnig beeindruckt, die Leute. Ich meine, es ist klar, dass Venedig nur noch endliche Zeit hat. Das ist nun wirklich klar. Und aber die machen jeden Tag so, als wäre es der erste Tag. Wirklich, es ist irre. Und da habe ich gedacht, das ist es. Das ist es. Man muss sonst werden wir nicht überleben. Diese Energie daraus zu schöpfen, und zu sagen, jetzt nicht fatalistisch, ne? Das ist ja nicht, auch dieses No Future heißt ja nicht Fatalismus. Das heißt, daraus eine andere Energie zu schöpfen, um ein Leben hinzukriegen, was vielleicht schon vorbei ist. Aber das ist nicht nach mir die Sinnflut, ja? Nee, ist überhaupt nicht nach mir, ganz und gar nicht, ganz und gar nicht. Aber das kann es auch bedeuten, oder? Das ist die andere Seite, genau. Das ist die andere Seite des Individualismus. Nach mir die Sinnflut. Das geht manchmal ineinander über, das gebe ich zu. Das ist so...
die zweiten Teil der 80er Jahre nach dem Hausbesetzer, das, Entschuldigung, wenn ich das kurz anspreche, dann kam diese Clubwelt auf. Ne? Und der Clubwelt war so ein bisschen dieses Nachmedizinflut drin, das stimmt. Ich habe das auch sehr genossen. Also dann holte man sich diese Designeranzüge in Secondhand und so. Also es waren die Männer, die nicht so irgendwie sowas machten, waren, hatten keine Chance bei den Mädels. Also das musste man dann irgendwie machen. Mhm. Also man hat irgendwie so Brioni, ich habe auch so einen Brioni-Anzug gekauft und sowas. Und das fand das alles ganz toll. Und da war so ein bisschen sowas, oh, ist doch egal. Ne? Aber ich glaube, vielleicht ist das nochmal ganz wichtig, weil das ist heute so weg. Wir haben so diese Idee der symbolischen Politik. Ne? Man muss jetzt mal zeigen, ein Zeichen setzen. Da hätten wir gesagt, für wen? Für wen? Mhm. Wir müssen kein Zeichen setzen. Wir müssen etwas für uns tun. Und wer diese Fähigkeit nicht hat, wird, glaube ich, in der Welt, die vor uns liegt, nicht bestehen können. Das hast du ja gesagt, du bist Boomer. Mhm. 54 in Wuppertal geboren. Mhm. Was haben deine Eltern gemacht? Wo bist du da hineingeboren worden? In was für eine Welt? Mein Vater war Schreiner, Handwerkerhaushalt und Mutti, Hausfrau? Klar, klar. Meine beiden Brüder sind beide, der eine ist Fernfahrer geworden und der andere ist irgendwie Schreiner geworden, Hauptschulabschluss. Warum bist du kein Handwerker geworden? Weil ich 1954 geboren wurde und meine beiden Brüder 1940 und 1944 geboren sind. Ach so. Das sind Kriegskinder. Und mein Vater kam 1950 aus der russischen Kriegsgefangenschaft wieder nach Hause, nachdem er 11 Jahre weg war. 11 Jahre ist eine lange Zeit. Ne? Wow. Und dann war ich, meine Mutter hat, glaube ich, nicht geglaubt, dass mein Vater noch lebte. Und die war evakuiert. Das hieß, ich bin ja, Wuppertal wurde sehr früh von Bombenangriffen auf Wuppertal gab es. Und dann hatte die Chance mit dem Erstgeborenen, mit dem 40, der 40 geboren, also der ist quasi auf dem Urlaub vom Vater entstanden. Und dann ist sie ist das Dorf aus den Bomben weg und hat dann als junge Frau bei einem Bauern quasi als Magd mit den Kindern, damit sie da sein konnte. Und wusste nicht, wie das weitergehen sollte. Und dann kommt mein Vater irgendwie wieder und dann bin ich quasi... Die hatten nie Kontakt, ja? Also kaum. In der Gefangenschaft? Ja, einmal. Also in der Gefangenschaft nicht mehr. Also in der Gefangenschaft gab es keinen Kontakt mehr. Und dann ist, ich bin dann 54 geboren, ich bin halt die Hoffnung. Ich bin sozusagen der Ausdruck der Hoffnung. Hast du mal mit Mutti darüber geredet, ob Papa ein anderer Mensch war, als er wieder kam? Mein Vater, das ist interessant... Mein Vater hat eigentlich immer über die Gefangenschaft gesprochen. Nicht über den Krieg. Nicht über den Krieg. Und hat eigentlich immer darüber geredet, wie er so schön sagte, der Iwan, die haben es auch nicht gut. Und es gibt ganz merkwürdige Dinge bei uns. Es gibt ein Bild von einer russischen Frau. Das habe ich nie verstanden, wieso das bei uns an der Wand hängt. Und da hatte mein Vater gesagt, ja, das ist ein Bild von einer Ärztin, die mich gerettet hat, einer russischen Ärztin. Und die hat irgendwie künstlerische Ambitionen und hat mir dieses Bild geschenkt. Naja, was war da wohl gewesen sein? Ne? Und aber sagte, ich hatte Typhus gehabt und wenn ich die nicht gehabt hätte, wäre ich tot gewesen. Also, und das ist sozusagen da bin ich mit aufgewachsen. Man kann in so einer Situation wie der Gefangenschaft überleben, wenn man sich mit den Verhältnissen und mit Leuten arrangiert, die einen sozusagen festhalten, ne? Die einen in Gefangenschaft halten. Also war eine Ostfront? Oder? War eine Ostfront, ja. Und darüber hast du versucht, mit ihm drüber zu reden? Ja. Also über den Krieg und vielleicht auch die Nazizeit davor? Immer. Mein Vater, wenn wir sonntags spazieren gegangen sind und dann kam irgendjemand und mein Vater hieß Max, der ist tot, und dann rief er, Max. Und ich sag, Papa, was will der? Ach, der will wieder nur über den Krieg reden. Und dann sind wir dahin und dann hat er immer das über sich ergehen lassen und dann kam er mit mir und sagt, weißt du, der war jung im Krieg, der hatte die ganze Gefangenschaft gar nicht mitgemacht. Die müssen so reden. Also mein Vater war so drauf. Aber er hat immer gesagt, und wir hatten auch einen Onkel, der war Leutnant noch gewesen zum Schluss.
Und weil der irgendwie mittlere Reife hatte, Vater war Volksschule. Und dann hat er immer erzählt, wie dann im Krieg und so weiter, so war toll und was war die Frankreich-Feldzug und so. Und dann hat mein Vater, wenn er weg war, immer gesagt, er hat keine Ahnung. Der war Leutnant, der hat keine Ahnung, was Krieg ist. Und mein Vater hat mir auch immer erzählt, was es heißt, wie man schießt im Krieg. Also, und was das bedeutet. Und im Grunde hat er mir immer gesagt, es war schon in Ordnung, dass ich in Kriegsgefangenschaft bin. Wir waren da nicht sonderlich nett. Und damit bin ich eigentlich aufgewachsen. Und meine Mutter hatte für mich wahrscheinlich die Idee, das war so eine sauerländische, bigotte Katholikin. Ich glaube, die hätte gerne gehabt, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwas Höheres in der Kirche geworden wäre. Mhm. Sowas. Ich glaube, hätte die gern gehabt. Und deshalb durfte der Junge halt studieren. Ne? Was haben deine Eltern also vorm Krieg gemacht? Während der Nazi-Zeit? Hast du damit drüber gehört? Ja, mein Vater war, das ist ein interessantes Kapitel, mein Vater war in der Jugendbewegung bei einem Verein, der hieß Nerota. Das waren so Leute, Pfadfinder waren das. Und der hat 1930, mein Vater ist Jahrgang 1911, 1930 mit einer Gruppe von 9 Leuten, wo er der Oberbefehlshaber der Gruppe war, also das war so Jugend durch Jugend geführt, das war nicht Nazi, sondern das war diese Jugendbewegungsformel. Und da ist er mit denen 9 Monate auf große Fahrt, wie er so schön sagt, nach Kleinasien aufgebrochen, ohne Geld und ohne alles. Und also Türkei? Türkei. In die Türkei. Ha. Und mit diesen 9, und der jüngste von denen war 12. Nee, 14. Und den haben sie meinem Vater anvertraut. Und dann, der war gerade die Schule zu Ende, man war ja mit 14 aus der Volksschule raus. Und Nerota Pfadfinder, und dann hat er die, der hat so eine Nerota anarchistische, rebellische Jugendbewegungsorientierung. Und die Nazis waren für ihn Brunköppe. Was ist das? Brunköppe heißt, die wollen nichts arbeiten, nur rumreden. Und haben nie was erlebt. Aber die haben einiges gemacht. Genau. Und er war ja auch dann einer, ich meine, mein Vater hat den Vernichtungskrieg, war ein Element des Vernichtungskriegs, mein Vater. Für meinen Vater ist nichts vorzumachen. Ne? Nur wenn du danach gefragt hast, er ist sozusagen, als er wiederkam, wurde dann die Jugendbewegung gleichgeschaltet. Und das hat er immer als große persönliche Niederlage empfunden, die Gleichschaltung der Jugendbewegung in der Hitlerjugend. Aber wenn Papa 1911 geboren war, war er 22, als Hitler übernommen hat. Also hat er NSDAP damals gewählt, vielleicht sogar? Das glaube ich nicht, weil wir sind eine katholische Familie, da hat man nicht so schnell NSDAP gewählt. Das heißt, deine Familie war nicht Teil der Nazis, oder? Was heißt, kann ich Teil der Nazis? Keine Ahnung, also sind jetzt nicht in der Partei gegangen. Nein, oder wollten irgendwas werden. Ja, es ist eine Sache, ist eine interessant, nein, wo wir darüber reden, ist schon interessant. Ich habe ja diesen komischen Vornamen Heinz, ne? Hat ja kein Mensch mehr. Und also selbst in meiner Generation, wird ja auch, das ist so ein Vorname, der nie wiederkommen wird. Ne? Ganz so? Nee, glaube ich nicht. Ich habe letztens gerade beim ZDF gesehen, Hans war sehr, sehr beliebt von den 20er bis den 50er. Hans ist ein typischer Nazi-Name. Ne? Hans ist Nazi. Also wer Hans heißt oder Frank, das sind diese ganzen Nazi-Namen. Frank und okay. Heinz. Aber Heinz eben auch. Ne? Ah, ja. Heinz Rühmann, aber gut, der war auch ein bisschen Nazi, klar. Also so Heinz Erhard und so. Aber es ist so eine Heinzerei. Aber mein Heinz kommt daher, dass meine Großmutter meiner Mutter abverlangt hat, dass der neue Junge Heinz heißen soll. Aha. Weil nämlich der Onkel Heinz, das war ein Nazi, der ist in der Endphase des Krieges noch gefallen als junger Mann. Und es gab sozusagen auf dem Friedhof in Wuppertal ein Grab, auf dem Heinz Bude stand. Das war das Grab vom Onkel Heinz. Und das war so ein Künstler-Nazi. Ne? So, der war so auf der, der hat so irgendwie als Architekt, der wollte Architekt, so Städtebauer werden, so dieses Zeugs. So. Mhm. Aber das war, ich glaube, der war ein relativ fanatischer, überzeugter Nazi.
Und dessen Namen habe ich. Ich meine, du hattest wahrscheinlich auch Lehrer, Lehrerinnen, die in der Nazi-Zeit waren, vielleicht Soldaten waren und so weiter. Haben die mit euch über die Nazi-Zeit geredet oder haben sie das verklärt? Ich meine, wenn du in die Schule gekommen bist, du warst 54 geboren, warst wahrscheinlich 6, 7, also es war 60er, da hat es ja gerade angefangen mit der Aufarbeitung. Gab es das auch in der Schule, abseits der Familie? Das darf man sich nicht falsch verstehen. Uns war völlig klar, wer alles Nazis waren. Ah ja? Ja, das war völlig klar. Also wenn da irgendein Lehrer Trenne von 36er Olympiade erzählte, dann wussten wir Bescheid. Wir waren wirklich wahnsinnig selbstbewusst. Auch schon als Kleine. Also nicht jetzt auf der Volksschule, aber als im Gymnasium. Ja. Ich bin auf dem jungen Gymnasium gewesen. Okay. Da hat man sich sowieso so ein bisschen da. Nazi. Und wir hatten sogar das, hört sich jetzt sehr komisch an, wir hatten sogar zum Teil das Gefühl, wir haben die in der Hand. Womit? Ja, wenn die was Falsches sagen. Aha. Also den Lateinlehrer hatten wir manchmal das Gefühl, der wird uns nicht zu nahe kommen. Also der war schon, und das war so ein Talk auch untereinander. Hat der das auch gewusst? Ich glaube schon. Ich glaube schon, dass er das gewusst hat. Das ist so ein bisschen, das kann man sich heute nicht mehr vorstellen, das ist war so ein naturwissenschaftliches Gymnasium, viele aufsteigende junge Jungs, ne? So, das war schon so ein bisschen so eine Meute auch. Ne? Die wollten so, das ist nicht so ganz einfach, sich gegen so eine, die Bescheid wissen, ne? Also wir waren da nicht so doof. Ne? Aber ihr habt es akzeptiert, dass eure Lehrer, also dass es Lehrer gab, die Nazis ja, sind klar. Und waren. Ja klar, aber wir sind Nazi. Und dann, der hat auch immer einen Schlüssel so geworfen. Da haben wir gesagt, na, der Nazi schließt, der schmeißt den Schlüssel und so. Und wir haben immer darauf gewartet, dass wir irgendwann mal ihm den Schlüssel zurückschmeißen. Das haben wir dann aber doch nicht geschafft. Aber so irgendwie so waren wir schon drauf. Hat dann die Aufarbeitung des Holocaust auch nochmal was verändert? Die Serie habe ich, das war die Familie Weiß-Serie, die dann im Fernsehen lief. Habt ihr zu Hause geguckt? Das haben wir geguckt. Das lief in dem dritten Programm, darf man nicht vergessen. 40% Sehbeteiligung. Nicht im Hauptprogramm? Nein, das lief im dritten Programm. Aha. Und das habe ich als dann schon Jugendlicher gesehen. Und habe dann zum ersten Mal so Leute wie Mitscherlich gesehen, mit Bewusstsein. Und ich weiß noch ganz genau, dass ich dann die Unfähigkeit zu trauern, der Mitscherlichs gelesen hat, weil ich mich gefragt habe, worum ging es bei dieser Trauer eigentlich? Und dann stand in diesem Buch, die trauern über den Führer. Die Unfähigkeit zu trauern war die Unfähigkeit, über den Tod des Führers zu trauern. Den hatten wir doch geliebt. Und das war für mich eine Einsicht, wo ich gedacht habe, boah, in was für einer Gesellschaft lebe ich eigentlich? Die haben ja alle den Führer geliebt. Und jetzt mussten sie ihrer Liebe abschwören. Der war ja bloody dead. Und das war, weiß ich ganz genau, dann habe ich dann noch die Ermittlung von Peter Weiß gelesen über die Auschwitz-Prozesse. Das war so eine Lektüre, die, glaube ich, mein Leben verändert hat, diese beiden Bücher gelesen zu haben. Warum? Weil ich plötzlich das Gefühl hatte, in einer Gesellschaft zu leben, mit der ich zu Rande komme, aber auf die ich mich nicht verlassen kann. Ja, kann man so sagen. Ja, du hast vorhin angedeutet, irgendwie, also Religion hat auch eine Rolle gespielt bei euch klar, zu Hause. Klar. Also ich habe ja auch Theologie kurzzeitig studiert. Ja, ich weiß. Also, okay. Das heißt, du hast dann auch, wurdest du als Kind dann schon quasi so religiös indoktriniert? Ja, überhaupt nicht. Oder war das so, okay, Heinz, mach überhaupt, was du willst, komm mit in die Kirche? Meine Eltern hatten überhaupt keine. Meine Mutter war so heimlich so, aber wie kommt der Junge bloß da drauf, Theologie studieren zu wollen? Das war schon irgendwie merkwürdig. Warum bist du religiös geworden? Oder wann war das? Als Kind und Jugendlicher schon? Ich war schon bei den Messdienern, ist klar und sowas. Ne? Das ist normal, also dass man Katholik ist. Wuppertal ist halt ein Unkatholik, also ich bin in der Diaspora, ne? Da gibt es kaum Katholiken. Okay. Das ist ja so eine pietistische Stadt.
Ja, ja, Wuppertal ist wichtig. Ganz pietistisch. Ich muss die DDR noch. Ja, ja, gut. Pietistische Stadt, also das heißt, Johannes Rau, der war mal Bundespräsident, der kam aus Barmen. Mhm. Und das ist so ein Laien, so ein richtiger evangelischer, protestantischer Laienintellektueller. Das ist, der immer die Bibel, zu allem einen Bibelspruch weiß und so. Ne? Da bin ich sozusagen so ein klassischer Katholik, der sagt, was die alles so wollen, weiß ich nicht. Mhm. Also ich bin so einer, der von Köln her denkt. In Köln ist der Erzbischof, ne? Und das ist was anderes. Also für mich war der Kölner Dom auch immer Freiheit. Wenn ich nach Köln gefahren bin, als so mit 13, 12, 13 oder so, bin ich manchmal gerne heimlich nach Köln gefahren, mhm, zum Kölner Dom und habe gedacht, ach, das ist jetzt ganz was anderes. Und also diese Barocke, das ist ein wirklich tolles Bauwerk. Und das hat mich wahnsinnig beeindruckt, da reinzugehen. Und das war so ein bisschen wie Adenauer. Römisch, katholisch, französisch. Das ist irgendwie, das ist alles was anderes. Das hat mich schwer beeindruckt. Und später war dann noch Rolf-Dieter Brinkmann, den kennt manche vielleicht noch, ein ganz wichtiger Lyriker. Der erste große Pop-Lyriker in Deutschland. Der lebte auch in Köln. Und dann hat sich der Pop-Begeisterung mit dem Katholizismus zusammen. Also ich war so ein Pop-Katholik. Ja. Also, und ich hatte einen Freund, der evangelische Theologie dann studiert hat. Und mit dem haben wir wirklich nächtelang, mit dem, das hört sich jetzt komisch an, aber es war wirklich so. Wir haben richtig diskutiert. Ich weiß noch, wir haben von Paul Tillich gelesen, Mut zum Sein, eine der wichtigsten Bücher von Paul Tillich, ein protestantischer Theologe, haben wir richtig nachts drüber geredet, was meint er eigentlich und so weiter. Und da bin, ist mehr so eine Grundierung von so einem bisschen rebellischen Katholizismus in dieser anderen Umgebung hin zu so einem intellektuellen Interesse. Was ist eigentlich Theologie heute? Aber hast du so als Kind, da kann man doch nicht so intellektuell über Religion und Gott und so weiter reden, denken und wahrscheinlich auch reden. Hast du da an den Teufel gedacht, geglaubt, Himmel und Hölle und sowas alles, was Kindern eingeredet wird? Ja, sagen wir es mal so, man musste ja immer beichten gehen und dann musste man irgendwie 10 Vater Unser und 10 gegrüßetes Heilige Maria beten. Ich weiß eigentlich gar nicht. Habe ich da wirklich an den Teufel geglaubt? Nee, glaube ich nicht. In die Hölle? Weil wenn du irgendwie Scheiße machst, kommst du in die Hölle? Nee, und so? Nee, das habe ich nicht geglaubt. Himmel? Nee. Und den Himmel? Himmel hat mich mehr interessiert, das stimmt. Der Himmel war irgendwie so eine Idee, der Himmel geht auf. Ne? Also ich habe immer so eine Idee des Lichts gehabt. In der Himmel ist Licht. Glaubst du heute noch dran? Ja. Ja. Du glaubst an den Himmel? Ja. Ja, ich glaube natürlich an Gott. Natürlich. Ja, ich bin Katholik. Ich glaube schon an Gott. An einem Mann im Himmel? Oder was ist das für dich? Kannst du das beschreiben? Naja, ich glaube, das kann einfach nicht sein. Wenn 2000 Jahre der Menschheitsgeschichte Leute glauben, dass da irgendwie ein komischer Jesus gegeben hat, der da rumgelaufen ist und dann ist da eine soziale Bewegung daraus entstanden, die die Welt, die damalige Welt grundsätzlich verändert hat. Das ist kein Zufall. Oder wenn es Zufall war, ist es ein interessanter Zufall. Da ist dann was zugefallen. Also ich glaube insofern an Gott, als ich glaube, dass es etwas gibt, was wichtig ist für mich, was über die Welt hier hinausgeht von diesem Studio. Also und das mal, glaube ich, ernsthaft. Ne? Mhm. Also, aber ich will das niemandem, verstehst du, ich will dich da nicht von überzeugen oder irgend sowas. Also, ich bin ein liberaler Katholik. Ich finde das faszinierend. Ja. Und ich bin, natürlich gehört zur katholischen Kirche dieses Begehen, ne? Das gehört die Messe dazu. Ne? Ich bin so ein Messentyp, wenn die Messe mit Wandlung und sowas finde ich toll. Aber du glaubst jetzt nicht, dass Gott die Welt erschaffen hat und sowas? Nee, ich bin ja kein Kreationist. Bin ich ja, keine Ahnung. Ja, Nein. Also du glaubst nicht, was in der Bibel da... Also wer sozusagen... Also ich würde sagen, Gott ist dann wichtig, wenn man mit der Natur nicht mehr weiterkommt. Also Gott will schon die Natur haben. Mhm. Und wer sozusagen... man darf den auch nicht zu schnell in Anspruch nehmen für irgendwas. Ne? Also was man vorher erklären kann, soll man vorher erklären. Und dann irgendwann... Also
Ich war mal relativ krank und dann bin ich in einem katholischen Krankenhaus hier in Berlin gewesen. Und dann habe ich auch angekreuzt, römisch-katholisch und so. Und dann hieß das, da darf die Schwester kommen. Ne? Und dann war ich auf der Intensivstation und dann kam die und sagte, das fand ich irre, dann sagte sie zu mir, ah, Herr Professor, sehen Sie mal, so ist das. Jetzt liegen Sie hier. Und das ist doch auch wichtig. Und da hätte ich Sie für umarmen können. Weil ich sagte, das stimmt. Da bin ich katholisch. Es gibt ja auch Leute, die sagen, der Mensch hat Gott erschaffen. Das ist alles ist das, Quatsch. Ist das Quatsch? Ja, da habe ich nichts mit zu tun mit sowas. Also das kann man ja... Aber du verstehst, also ja, die Kritik an Gott, an den Gottesglauben und so ja, weiter. Natürlich das verstehst du alles. Das verstehe. Also ich bin sozusagen der größte Kritiker von solchen Gottesbegriffen. Weil ich sage, so simpel, wenn es so simpel wäre, So wird Religion in der Regel ja, also von diesen monotheistischen Religionen, wird das ja eigentlich so verkauft. Ja. Das ist ja die simple Verkaufsstrategie. Ja, aber das ist für mich existenziell völlig irrelevant. Okay. Und dann hast du sogar studieren wollen? Ich habe studieren wollen und habe auch irgendwie, aber das... Tübingen war das, ne? In Tübingen, das könnt ihr euch auch alles nicht mehr so vorstellen. Ich wollte, in Tübingen, da gab es Hans Küng, der war damals so ein Theologe, der sehr gegen der Unfehlbarkeitsdogma in Frage gestellt hat und so weiter. Mhm. Und dann ging man zu dem hin, um zu studieren, und der kam mir irgendwie, das war so ein aufgewärmter Hegelianismus. Und dann dachte ich irgendwie zu doof, das ist so irgendwie so alles mir zu einfach. Und dann gab es einen bei der Theologie, bei der evangelischen, eine sehr wichtige protestantische Fakultät da auch in Tübingen, da gab es einen wichtigen protestantischen Theologen, Jüngel, Eberhard Jüngel, und zu dem ging man hin und der machte dann solche, eine Vorlesung, ein kleines Buch, ein wichtiges Buch, was er geschrieben hat, Gottes Sein ist im Werden und so, solche Sachen. Ne? Und das fand ich immer großartig. Solche Sachen, die haben mir immer total gefallen. Aber warum bist du am Ende kein Theologe geworden? Weil ich irgendwie dann ein paar kennengelernt habe, die dann auch Priester werden wollten. Und dann merkte ich, das ist mir zu eng, diese Welt. Da habe ich nichts mit zu tun. Das heißt, natürlich, er wollte nie Priester werden. Also ich hatte nie, wollte keine Enthaltsamkeitsideen, habe ich nie gehabt. Aber dann, ich habe dieses Milieu, das war so verklumpt und da wollte ich nichts mit zu tun. Für die 68er warst du wahrscheinlich zu jung, ne? Ja. Aber hast du das fast immer, also warst du 13, 14, als 68 war, hast du das trotzdem mitbekommen? Hat dich das fasziniert? Ja, hast du verstanden? Hast du mit deinem Papa oder irgendwie mit... Nee, Papa nicht. Oder hast du mit Leuten drüber geredet, ja, was die wollen? Ja klar, Rudi Dutschke wurde schwer in der Klasse gesprochen drüber. Ihr müsst euch das vorstellen, es war zwei und... Also wir haben da, das war wirklich so ein... Ich weiß noch, dass ich in einem... wir hatten so eine... Ich war mal 6 Wochen in den USA mit der Klasse irgendwie, im Mittleren Westen. Und da war ich vielleicht, was war ich da? 16 oder sowas. Mhm. Und dann wurde in den USA, das ist Mittlerer Westen, das ist West of Nowhere, ne? Das ist schon eine harte Gegend. Und dann wurde man immer zu irgendwelchen Radiostationen. Wir haben hier einen Jungen aus Deutschland, der soll jetzt mal erzählen, wie es ist. Und wie er dann Amerika, und dann weiß ich noch genau, das haben die mir dann immer nachgetan und gesagt, it's a little bit too conservative for me here. Und dann haben die mir immer gesagt, was meint er denn damit? Und dann waren wir bei so einer Gastfamilie, die lasen, da war eine, die hatte den Stern. Und die fand, den Stern war sozusagen diese Zeitung, ne? Das war irgendwie die Erlösung. Weil Liberalität und Sodom und Gomorra und so weiter. Und ich dachte, also irgendwie ein komisches Land. Also der Stern und so irgendwie. Das war so ein 68er Sache. Ich habe dann aber 68 dann die richtige Kontakt war dann schon mit der Auflösung von 68, als ich 72 anfing zu studieren, da hatte man die Parteiaufbauorganisation, ne? Die alle einen für den Klassenkampf gewinnen wollten. Das
die an diesen Tapetentischen. Ne? Mhm. Ich weiß noch genau, wie ich in Uni, für mich war, ich bin ja ein Bildungsaufsteiger, ich bin natürlich zur Uni gegangen und dachte, jetzt geht der Himmel wieder auf, ne? Wie in Köln. Jetzt bin ich zur Uni, jetzt geht es um ganz was anderes. Und es war ja genug weit weg von Wuppertal. Meine Mutter hat das überhaupt nicht verstanden, was ich denn da nun wollte. Ich will jetzt unbedingt nach Tübingen, weil ich da Theologie und Soziologie studieren wollte. Und dann bin ich dahin und dann kam man zu diesem Parteiaufbauorganisation. Diese MSB Spartakus, die schien mir sowieso schon irgendwie bekloppt. Und dann irgendwie die Maoisten. Ich will da nicht lange drüber erzählen. Ich bin jedenfalls dann irgendwie bei den Trotzkisten gelandet und das fand ich irgendwie ganz cool. Ich meine, du hast dich auch mit der Zersplitterung der 68er beschäftigt. Ich meine, wir haben jetzt nicht ewig mehr Zeit. Ja, ja, klar. Die Zuschauerfragen kommen auch gleich noch. Ihr habt immer noch ein paar Minuten Zeit, Hans, dir an die Hand zu geben. Aber gerade auch in Bezug auf die heutigen, also wir haben jetzt nicht neue 68er, aber wir haben auch junge Menschen, die auf die Straße gehen bei Fridays for Future, letzte Generation, Extinction Rebellion, die haben andere Ziele, aber sind es auch in gewisser Weise revolutionäre Bewegungen? Nein? Okay. Nein? Okay. Nein, okay, dann. Weil also sozusagen eine Sache ist für mich wichtig. Die sagen auch mal System Change, Heinz. Ja, ja, ich weiß. Das hört sich nach Revolution an. Ja, ja, schon. Aber ich habe nie irgendwie die Idee gehabt, dass es irgendeine Art von Einheitsprinzip gäbe, nach der unsere Welt zu erklären wäre. Also ich habe die Kapitalismustheorien, die ich kannte, habe ich immer für, also wirklich, also ich habe auch Marx richtig hier rauf und runter und so weiter. Und die Leute, die das Wertgesetz gelesen haben, um dann das Rätsel der Welt da drin zu erkennen, habe ich irgendwie ein bisschen für bescheuert gehalten. Hm? Wichtig ist, meine Idee von Revolution hatte nie was mit Utopie zu tun. Das ist wichtig. Revolution ohne Utopie. Das geht. Das geht. Und das ist das Einzige, wo man heute vernünftig über Revolution denken sollte. Wir machen jetzt bald eine Palastrevolution. Ja. Vielleicht sollte man dich nochmal einladen. Ja. Ja, aber das ist wichtig, weil heute ist Utopie wieder das Thema. Und ich finde, da kann ich nicht wieder hin, weil ich da schon ganz früh drüber weg war. Und das ist das eigentliche Problem. Wie kann man Zukunft so denken, dass man sich nochmal von Zukunft nicht terrorisieren lässt? Wie kann man Zukunft machen und nicht immer nur vorstellen, was ist es, sondern das Bilderverbot ernst zu nehmen, das messianische Bilderverbot ernst zu nehmen und zu sagen, stell dir bitte nichts vor, sonst erreichst du nichts. Und auch natürlich die Frage von Vergangenheit anders zu sehen. Und das ist irgendwie, also quasi Rebellion ohne Utopie ist das, was ich. Und das, ich habe ja einen Roman auch geschrieben mit zweien zusammen, wo wir das versucht haben zu entfalten, nämlich einer mit meiner Frau und einer Freundin. Das Hausbesetzerbuch. Ja, genau. Mhm. Da geht es, also sozusagen Aufprall ist es auch diese Idee, Aufprall in der Welt. Und wenn man diesen Aufprall in der Welt nicht erlebt hat, dann wird man auch die Welt nicht ändern. Jetzt hatte ich ja gefragt, wegen der Zersplitterung der 68er. Ja. Kannst du erklären, warum die zersplittert sind und ist das auch eine Gefahr heutzutage der Klimabewegung, nenne sie jetzt mal. Es gibt jetzt auch Fridays for Future, wie gesagt, letzte Generation. Siehst du da Parallelen? Ja, in gewisser Weise hast du recht. Das Schlimme ist nur, ich will es nicht aussprechen, aber ich weiß ja, wie das geendet hat. Ne? Sprich es aus. Naja, 68 für mich war das Ende von 68 war für mich der Herbst 77. Das war der Terror. Mhm. Und für mich war der Tunix-Kongress hier in Berlin der Beginn eines neuen Denkens über all das. Nämlich Revolution ist Mist. Foucault ist wichtig. Mhm. Deleuze-Guattari ist wichtig. Mhm. Nicht, und auch sozusagen der römische Katholizismus ist wichtig. Das kann man plötzlich anders, das kann man zusammendenken. Und man muss nicht irgendwie diesen ganzen Utopie-Unsinn denken. Und das ist sozusagen, das ist da, woraus quasi dieser Geist stammt, des Tuns ohne, also zum Beispiel für uns alle ist wichtig, wir kennen keine Renegaten. Die 68er kannten Renegaten. Was ist das? Renegat ist, dass man Verrat begeht an der Idee. Meier. Und
Ich kann mir das nicht vorstellen, wie man einer Idee Verrat begehen sollte. Mhm. Man muss Renegat sein, immer mal wieder, weil die Welt sich ändert. Mhm. Man kann nicht an einer Idee sich festhalten. Und das ist das Problem der Utopie. Aber da sind so Sperren des Verstehens. Also dieses Utopische, dieses Exemplarische, das exemplarische Handeln, jetzt bei den Leuten, die sich festkleben lassen, das exemplarisches Handeln, die utopischen Aufgriffe auf irgendein anderes Leben, das kann ich eigentlich alles nicht verstehen. Halte ich auch überhaupt nicht für rebellisch. Du befürchtest so Ökoterrorismus oder was? Nee, überhaupt nicht. Ich fürchte eine Vergeudung von Lebensenergie, die man anders einsetzen könnte. Also ich finde es. Aber was ist die Alternative dieser jungen Leute, die sehen, okay, die herrschende Politik, egal wer jetzt an der Macht ist, die machen nicht das, was sie selber gesagt haben. Naja, aber ich bitte dich. Ich meine, also hier, Antonio Guterres sagt das selbst, wir sind auf dem Highway zur Klimahölle. Nein, wir sind nicht auf dem Highway. Wir haben sozusagen den Höhepunkt, der Höhepunkt ist schon überschritten. Wir müssen denken zu lernen, dass es nach 12 ist. Die Kollegen von der letzten Kollegin, die glauben immer noch, irgendwie glauben sie noch, ist es vor 12. Nein, es ist nach 12. Und das zu denken und da ein Leben einzurichten. Also nach 12 heißt es eine neue Zeitrechnung jetzt, oder was? Ja. In welcher sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt in einer Welt, wo die entscheidenden Dinge, was die Veränderung der Geologie der Erde betrifft, dass der Mensch eine geologische Macht geworden ist. Das ist uns klar geworden. Und die entscheidenden Dinge sind passiert und sind nicht mehr revozierbar. Das muss man denken können. Sie sind nicht mehr revozierbar. Jetzt sollen wir uns damit müssen wir jetzt leben und uns anpassen, oder was? Ja, nicht anpassen, sondern damit umgehen. Und zwar auf eine Weise, dass man sozusagen weiß, was Extremwetterlagen sind. Wer davon besonders betroffen sein wird. Was bedeutet das eigentlich, sich darauf vorzubereiten? Und dann zu schauen, was kann man machen in der Frage der Veränderung der Energiesituation, die Fragen von Wärmewenden, wie gehen die eigentlich? Ich glaube, mich interessiert die operative Seite an der ganzen Sache. Und zwar nicht im Sinne einer Politik der Kompromisse, habe ich eben gesagt, ne? Sondern eher im Sinne einer Politik der Pakte zwischen denen, die da ernsthaft was wollen. Vielleicht muss man dann auch die normale Politik überholen dabei, das kann gut sein. Aber das Exemplarische zu zeigen, also ihr habt ja noch nicht das Bewusstsein, dass es zu spät ist, da sage ich, come on. Ich habe es lange und ich glaube nicht, dass 80%, ist das schon klar. Und ich finde diese Die lassen sich davon nicht terrorisieren. Genau. Und das ist vielleicht auch gut so. Aber es gibt halt auch einen Teil davon, von diesen 80%, die so nach mir die Sintflut. Da waren wir ja gerade. Also es könnte klar, natürlich, ist so und so. Natürlich, natürlich. Aber man wird etwas von Europa aus nur hinkriegen können, wenn wir Veränderungen mit einem Einklang, mit einer mehrheitlichen Zustimmung der Bevölkerung hinkriegen. Sonst geht das nicht. Und darum ist es, wie kann man eine Veränderung, und ich glaube, dass der Transformationsbegriff, das wäre jetzt nochmal ein neues Thema, falsch ist für diese Fragen. Der ist kein guter Begriff, weil der illusioniert, es gibt einen zentralen Mechanismus, den man dann ändern könnte, zum Beispiel der Kapitalismus. Und ich meine, dann gibt es nun von einem indischstämmigen Kollegen, der hat da vor 15 Jahren einen wunderbaren Aufsatz drüber geschrieben, die Klimafrage ist nicht die Kapitalismusfrage. Das ist falsch. Vielleicht lade ich dich dazu einmal mal zur Palastrevolution. Da reden wir darüber, weil ich habe jetzt nicht mehr so viel Zeit. Aber was war denn, warum zersplittern denn diese Bewegung? Warum sind die 68er zersplittert? Warum scheinbar jetzt die Klimabewegung? Na, weil es gibt einen, also jetzt ist es, glaube ich, das Problem ist der Radikalismus der Werte. Also wenn man von Werten her denkt, gibt es eine innere Tendenz der Radikalisierung von Wertbezügen. Mhm. Und das sehen wir jetzt gerade, den Radikalismus der Werte in der Klimabewegung. Und dann als Übergipfelung. Ne? Man muss das, und wenn das immer nicht, muss man das machen. Also, und das ist auch eine der Zersplitterungen von 68 gewesen. Der berühmte Satz stammt von Walter Benjamin, der dann von Ulrike Meinhof ernst genommen worden ist. Dass alles weitergeht, ist die Katastrophe. Und ich würde sagen, dass alles weitergeht, ist die Rettung.
Und das ist dann der entscheidende Unterschied. Und das war auch der Grund, warum Ulrike Meinhof nur noch im Terror eine Möglichkeit sah, die Welt, also sozusagen den Vietnamkrieg aufzuhalten und damit die Welt zu retten und gegenüber dem amerikanischen Imperialismus sozusagen einen Halt zu finden, weil nochmal, Walter Benjamin, das alles weitergeht, ist die Katastrophe. Ich glaube, letztes Mal war Hartmut Rosa bei mir, auch ein Soziologe. Mhm. Der würde jetzt wahrscheinlich, ich schätze jetzt mal, widersprechen, weil wenn ich ihn richtig verstanden habe, kritisiert er ja die herrschende Politik, dass die Utopie hat, alles so weitermachen zu können wie bisher. Also sie verweigern sich der Transformation, verweigern sich quasi jetzt der Abkehr von unserem Wachstum und so weiter und dass die an der Utopie festhalten, dass es so weitergeht. Ich verstehe den Gedanken, aber mit den Leuten, mit denen, und ich habe relativ viel mit dem politischen Berlin zu tun, ich kenne eigentlich niemanden, der das glaubt. Im politischen Berlin. Aber alle handeln, ja, das kann sein, dass die es nicht glauben, aber alle handeln immer noch nach dem alten Muster. Ja, aber dann ist es die Frage, welche Mechanismen brauchen wir, um Handeln zu verändern? Na? Und es geht nicht über Bewusstsein. Sondern? Teilweise über Markt, der Zwänge hervorbringt, dass die Dinge teurer werden. Also zum Beispiel die ganze Frage des Fleischkonsums wird über Preise sich wahrscheinlich ändern. Also der ist einfach zu billig. In Deutschland ist... Weil die Politik nicht traut zu sagen, wir verbieten jetzt einfach mal gewissen Fleischkonsum oder zu viel Fleisch. Nein. Ich glaube sozusagen, dass bestimmte Auflagen, die Landwirte zwingen, in eine von einem extensiven Muster zu einem intensiven Muster der Produktion überzugehen, was ja schon sehr viel passiert. Mhm. Und das kann man mit politischen Maßnahmen, kann man da was machen. Mhm. Und das passiert auch. Was natürlich zu viel Protest bei den Bauern führt, weil da wieder Betriebe eingehen und so weiter und so weiter. Und das ist, glaube ich, der Punkt, um den es jetzt geht. Und ich würde da Rosa fundamental widersprechen. Die Utopie, es gibt keine Utopie, dass man, also in dem Hinsicht, dass auch nur eine FDP-Utopie gibt es nicht. Ich sehe das nicht. Das ist einerseits ein Problem, weil die Leute natürlich gerne wollen, dass es eine Utopie gäbe. Und ich würde sagen, lasst das, sondern tut was. Deshalb heißt tu nix, war ja die Idee nicht so, sondern tu nix als eine Form, also das Unterlassen als eine Form des Handelns zu entdecken und damit anders über gesellschaftliche Veränderungen zu denken. Zum Schluss, wir sind noch nicht dazu gekommen, dass du Soziologie studiert hast. Mhm. Gab es irgendwie einen Auslöser, warum du dann Soziologie studierst? Es war das, was ich am Anfang gesagt habe. Mich hat irgendwie interessiert, wie Menschen sich synchronisieren, ohne dass sie das wissen. Hast du es rausgefunden? Ja. Kannst du es kurz zusammenfassen? Ist das zusammenfassbar? Ja, weil man, weil sie immer mit dem Paradox leben. Wir wollen alle einzigartig sein, aber auch nicht alleine sein. Hm. Und das ist immer, weil man nicht alleine sein will, passt man sich an andere an. Und weil man einzigartig ist, setzt man sich von anderen ab. Du hast nebenbei aber auch noch Philosophie und Psychologie studiert. Ja. Warum das auch noch? Weil ich den Menschen verstehen wollte. Hast du es auch geschafft? Ja. Meine Fresse. Welche Denkschule hast du dich bei der Soziologie angeschlossen? Ich meine, so als Naiver, da gibt Max Weber, Luhmann. War das schon aktuell da? Nee, Luhmann schon. Es war eine Sensation, als ich den ersten Text von Luhmann über Liebe las. Das war damals, den hat man sich als graues Papier, das war wirklich eine Sensation, dieser Text über Liebe. Und man dachte, ach, der schreibt was Tolles über Liebe und hat da was verstanden. Und es war wirklich großartig. Und nee, ich glaube, ich bin jemand, der, wie glaube ich mehrere in meinem Jahrgang, wir setzen im Grunde bei der Soziologie der 50er Jahre an, nicht die Klassiker. Wir glauben, da ist irgendwie nach dem Krieg, ist die Sache nochmal neu gemischt worden. Also mit dieser ganzen Entzauberungstheorie von Max Weber oder mit der Idee der Tragik der Kultur bei Simmel und solche Sachen, da kommt man irgendwie nicht weiter. Und eigentlich sind es solche Bücher wie von Irving Goffman über wie man sich im Alltag bewegt oder auch
ein irre, noch, immer noch irres Buch ist Die einsame Masse von David Riesman und anderen. Ein tolles Buch, weil der die Frage stellt, was kommt danach, wenn die Menschen nicht mehr einen inneren Kreiselkompass haben, nachdem sie sich orientieren, sondern so Radar, eigentlich Radarmännchen alle sind, ne? Die immer so Radar, mit so einem Radarsystem. Was bedeutet das eigentlich? Und diese Art von Soziologie ist für mich wichtig. Das ist irgendwie, also vielleicht haben wir jetzt schon wieder ein paar Leute dazu motiviert, Soziologie zu studieren oder sich damit zu beschäftigen. Kannst du irgendein Buch als Einstieg empfehlen, aus deiner Sicht? Wo du sagst... Stigma von Irving Goffman oder die, wirklich Die einsame Masse. Weil es ist ein wirklich tolles Buch, weil es auch über Bevölkerungswachstum geht und über die Art und Weise, dass wir immer näher aneinander rücken in der Welt, die Verdichtetheit der Sozialverhältnisse, was hat das eigentlich für Folgen, das steht da alles drin. Hattest du damals irgendwie soziologische Ansichten, die du heute nicht mehr hast? Also hast du irgendwie auch mal so einen Wandel erlebt? Ja, ich bin sozusagen, habe immer so eine eher pragmatistische Linie. George Herbert Mead ist für mich da der, das war so eine Art hegelianischer Amerikanismus, sozusagen Hegel plus irgendwie gewisse Elemente der Dilthey und so, aber egal. Also das sind jetzt alles Namensgeplapper. Aber das Pragmatistische war mir wichtig, weil Pragmatismus, das ist vielleicht einer Gedanke, ist auch nochmal wichtig. Pragmatismus hat den wichtigen Gedanken, dass die Welt nicht über Erkenntnistheorie zu erklären ist. Erkenntnistheorie ist eine Sonderoperation. Dass man sagt, also ich kann, dieser Tisch hier, ne, wenn ich jetzt sagen würde, der Begriff des Tisches, ist das überhaupt ein Tisch? Und wenn wir da lang genug drüber reden, wissen wir gar nicht, ob dieser Tisch hier noch steht. Das ist Erkenntnistheorie. Wer aber bestreitet, dass dieser Tisch hier nicht steht, ist verrückt. Das ist Pragmatismus. Das heißt, die Erkenntnistheorie ist eine Sonderoperation des Denkens, aber so nach diesem Denken funktioniert die Welt nicht. Das ist eine ganz wichtige Einsicht. Weil viele Leute glauben, dass Erkenntnistheorie das Entscheidende ist. Dass wenn man etwas, wenn wir erkennen, wie wir erkennen, wie wir erkennen, wenn wir die Welt ändern. Das glauben ganz viele Leute, das halte ich für grundsätzlich. Ist ja, also scheint mir so ein bisschen auch die Schwäche der Progressiven zu sein, immer zu sagen, naja, es reicht ja, wenn du die Leute einfach mit Fakten, also denen die Fakten an die Hand gibst, die werden einfach, also Klimawandel zum Beispiel, hier, wir sagen denen einfach, naja, so ist es, das ist die Wissenschaft, auch bei anderen Sachen und so weiter. Und dann werden die Leute schon von alleine, Heinz, darauf kommen, was das Richtige ist. Völlig naiv. Aber warum glauben wir das denn? Weil wir das glauben wollen. Weil wir uns nicht darauf einlassen, dass es einen Unterschied gibt zwischen Wissen und Denken. Wir Leute glauben immer, wenn man etwas weiß, wenn man nur einmal denkt, tut man etwas und nicht, wenn man etwas weiß. Das ist aber sehr schwer zu verstehen, obwohl es sehr elementar ist. Weil wir am Wissen uns hängen und sagen, ja, wir wissen, das ist doch unproblematisches Wissen. Unproblematisches Wissen ist für das Handeln in der Regel völlig uninteressant. Aber wie schaffen wir das dann, von Wissen zum Denken zu kommen? Indem ich das, was ich gerade gesagt habe, es geht um das Denken, was das Denken unserer Existenz angesichts des Klimawandels, wo das meiste schon passiert ist. Das ist das Problem. Und nicht das Wissen darüber. Das hilft uns überhaupt nichts. Hattest du Vorbilder, Idole, Helden? Nö. Nee? Nicht wirklich. Keine Poster an der Wand zu Hause gehabt oder so? Nee. Ich war so einer, sagen wir mal so, wenn ich, es ist heute noch so, wenn ich irgendwie in Kassel im Büro so total müde und gar nicht mehr so richtig, schon gar nicht mehr so müde bin, dass ich schon nichts mehr essen, also im Grunde schon eigentlich nur noch schlafen will und es nicht mehr schaffe, irgendwie das Büro zu verlassen, dann, um mich dann umzukrempeln, dann tue ich manchmal das Madison Square Garden Konzert von Frank Sinatra, mache ich an, auf YouTube. Und da sieht man wieder, in das Madison Square Garden reingeht, der ist ja klein gewesen, der Frank Sinatra, und da so ein paar Leute, und dann ist der mitten ist so ein Boxring. Und dann geht er auf den Boxring drauf, und dann toben die Leute, 30.000 Leute oder 40, toben. Und der steht auf diesem Boxring ganz alleine, und ist das Orchester. Und er lässt die toben, 3 Minuten. Und das würde ich auch mal gerne können. Die Leute toben lassen. Und dann reinzugehen in das Toben und anfangen zu singen und alle sind ruhig. Das finde ich großartig. Sowas möchte ich auch mal können.
Zum Schluss, du warst jetzt seit 2000 Professor für Makrosoziologie. Hast du das erfunden, diesen Begriff? Ich habe das vorher gar nicht so gehört. Ich meine, ich kenne so Makroökonomen, ne, also Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft. Das ist eigentlich die Fachbezeichnung. Ja. Die habe ich so ein bisschen populär gemacht. Aha. Das heißt, indem man über das Ganze nachdenkt und nicht die Mikrosoziologie sozusagen, wie wir uns jetzt hier am Tisch unterhalten oder so, sondern die Soziologie ganzer Gesellschaft. Und jetzt hast du aufgehört. Jetzt habe ich aufgehört, ja. Warum? Ja, weil ich sowieso schon 3 Jahre über meine Dienstzeit war. Aber hast du freiwillig aufgehört? Hat deine Frau gesagt, jetzt reicht es auch Nein, mal? Nein, das ist beamtentechnisch gar nicht anders möglich. Ach so. Ich darf nicht länger als 3 Jahre, also meine Dienstzeit ist eigentlich mit 66 beendet und dann waren die so nett, mir noch 3 Jahre länger zu geben. Dann war ich 69, was ich jetzt bin, und dann sagt das Land so, auf Wiedersehen, weiter geht's nicht. Was ist der Plan für den Rest des Lebens? Ich schreibe noch ein bisschen was. Aber was, das sage ich nicht. Überrasch uns. Ja. Heinz, du hast gemerkt, und die Zuschauer wahrscheinlich auch, ich hatte einen ganz anderen Plan. Man macht sich gewisse Gedanken, wo man hin will. Das ist, der Mensch macht sich einen Plan und Gott lacht, ne? Hat er bestimmt heute. Genau. Komm bitte nochmal wieder. Ich will ein paar andere Sachen noch durchsprechen, falls dir das jetzt auch Spaß gemacht hast. Klasse, dankeschön. Jetzt kommt Hans mit den Zuschauerfragen. Okay, ciao. Aber ich habe gehört, die waren schon alle ganz freundlich, sogar nicht so aufgeregt. Ja, es war, also es gibt Chatverläufe, es läuft ja parallel zum Livestream. Ja. Es gibt Chatverläufe, da finden wilde Kämpfe statt, mit extrem vielen Posts, und manchmal verselbstständigt sich das. Es waren diesmal gar nicht so viele, und das ist ein Indiz dafür aus meiner, so würde ich das interpretieren, dass die Leute überwiegend zugehört haben. Mhm. Die fanden das Gespräch interessant. Fandest du es eigentlich auch interessant? Ich fand schon interessant, jetzt manche wissen das, ich habe ja auch mal Sozialwissenschaften, also Schwerpunkt Soziologie, aber diesen ganzen sozialwissenschaftlichen Krams studiert. Und weil du vorhin sagtest, Emil Durkheim, wichtiger soziologischer Pionier, über den habe ich meine Examensarbeit geschrieben. Ja, toll. Vergleich Durkheim und Tönnies. Und das war 79, nicht? Ah, das ist toll. Anomie und Vergesellschaftung. Also das war so. Tönnies kommt übrigens wieder. Ja, Tönnies, natürlich, Gesellschaft und Gemeinschaft sind zwei, darin unterscheiden sich, wenn man so will, auch Mikrosoziologie und Makrosoziologie. Absolut. So. Gut, es gab eine kleine Erschütterung, als du felsenfest gesagt hast, Hans, das ist dieser Nazi-Name. Wer heute Hans heißt oder damals Hans hieß, das waren alles Nazis. Ja, das hast du so gesagt. Da muss ich jetzt natürlich aus persönlicher Betroffenheit sagen, das ist Quatsch. Okay. Und es lässt sich empirisch nachweisen. Hans ist etymologisch eine Kurzform von Johannes, ist ein christlicher, biblischer Name. Entspricht dem italienischen Giovanni, dem französischen Jean, dem englischen John. Gibt es also in allen Sprachen. Hans war in den Revolutionsjahren 1918, 1920 der populärste deutsche Männername. Hatte nichts mit Nazis. Hans. War der häufigste deutsche Männername, der in diesen Geburtsjahrgängen vergeben wurde. Okay. Also deine These stimmt so nicht. Bei Adolf und so hätte ich würde ich dir zustimmen. Das ist was ganz einfach. Nee, aber die Kurznamen, na gut. Aber was dann dazu kommt, und bitte ich einfach bei der soziologischen Analyse mit zu berücksichtigen, es wurden früher jedenfalls relativ viele Menschen nach ihren Eltern oder Großeltern benannt. Bei mir war das auch so. Ich heiße Hans, weil mein Großvater Hans hieß. Jahrgang 1881. Hat man bei euch auch gesagt, Hans der Kanz? Nee, habt ihr nicht gesagt. Doch, alles, was sich auf Hans reimt, kam in irgendeiner Form vor. So, also das zur Ehrenrettung dieses, wie ich finde, immer noch sehr schönen Namens. Und jetzt kommen wir mal zu Fragen, die teilweise im Stream gestellt wurden und teilweise vorab auch schon. Eine sehr persönliche Frage an dich. Offenbar jemanden, der bei dir mal studiert hat.
Frage von einem ehemaligen Lehramtsstudenten aus Kassel. Hast du, Heinz, bei deinen Fahrten in der Straßenbahn spezielle Beobachtungen machen können, die du später in der Theorie wiedergefunden oder bestätigt gefunden hast? Klar. Zum Beispiel? Dass man in Kassel etwas nicht so gut beherrscht, was man in der Großstadt lernt, dass wenn man in der Straßenbahn fährt, das Gesetz heißt Don't Focus. Das heißt, gucke niemanden an. Das tun die Leute in Kassel in der Straßenbahn und daran sieht man, dass das keine richtige Großstadt ist. In der U-Bahn sollte man lieber nicht Leute in Berlin, vor allem auf bestimmten Strecken schon gar nicht, angucken. Verletzungsgefahr. Das ist die Verletzungsgefahr groß. Und das, daran sieht man, dass dieses Gesetz der städtischen, der urbanen Anonymität in Kassel nicht so richtig durchgedrungen ist. Noch weiteres? Ich auch noch ein paar andere Sachen, zum Beispiel, dass man oft in der Straßenbahn findet in Kassel, weil die macht manchmal so Kurven. Und es gibt ein zweites Gesetz, was auch ganz wichtig ist, don't touch. Also niemanden anrempeln. Und mir ist es immer total peinlich, wenn ich jemanden berühre in der Öffentlichkeit. Und ich schrecke fast auf. Und daran sieht man, was... Es gibt einen berühmten Soziologen, der darüber gearbeitet hat, heißt Norbert Elias. Prozesssoziologie, eine der, wie ich finde, wichtigsten, im Moment immer noch unterschätzten, aber garantiert kommenden Richtungen der Soziologie. Genau, und der hat, absolut finde ich auch, und der hat diesen Begriff der Affektkontrolle, der ist ganz wichtig. Also dass Gesellschaften sich über Affektkontrolle weiterentwickeln, vor allen Dingen dann, wenn die Verdichtung der Sozialkontakte zunimmt, muss auch die Affektkontrolle zunehmen. Und das ist auch so etwas, was man in der, wenn man mit der Straßenbahn in Kassel fährt und so ein bisschen so ins Sinieren kommt, soziologische Sinieren kommt, denkt man, ja, die Affektkontrolle. Und bei mir ist immer die Frage, wie weit geht die eigentlich? Und wann schlägt die in was anderes um? Und das finde ich immer eine total interessante Frage. Es gibt ja den Begriff der Distanz, der Schutzdistanz. Wenn die unterschritten wird, dann schlägt das sich als ungeschützt oder bedroht empfindende Individuum in Aggression um. Ist das ein großstädtisches Phänomen oder gibt es das auch in kleineren oder mittleren Städten? Nee, das gibt es auch in kleineren und mittleren Städten. Also das ist ja eines der ganz wichtigen Punkte bei Völkermordsdynamiken, die ja ganz schwierig zu verstehen ist, dass Leute sich umbringen, die immer als Nachbarn quasi nebeneinander gewohnt haben. Und das ist eine gute soziologische Erklärung, gibt es noch nicht. Also ich kenne dafür keine, aber es kann offenbar sein, dass es zu einer, dass die Aufrechterhaltung von, dass wenn es eine Lizenz gibt, die Distanz nicht mehr aufhalten zu müssen, also die Lizenz zum Distanz, zur Distanzreduktion, dass die oft sehr gewalttätig endet. Das ist möglicherweise dann aber auch eher eine psychologische Erklärung als eine soziologische. Sagen wir mal eine sozialpsychologische. Eine sozialpsychologische, ja. Nächste Frage. Welche Bedeutung haben soziale Verhältnisse für das für Kriminalitätsaufkommen? Gibt es bestimmte Phänomene, die es in einer sozial gerechteren oder gerechten Gesellschaft nicht mehr gäbe? Das ist insofern komplex, oder komplex will ich nicht sagen. Es ist doch am Ende einfach. Es gibt eine Abnahme von Kriminalität seit den 50er Jahren, die ist kontinuierlich. Aber es gibt gleichzeitig ein Auffloppen von bestimmten Kriminalitätsformen, die man vorher nicht so gekannt hat. Und das ist ein ganz interessantes Phänomen. Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass bestimmte Formen der Selbstbehauptung, der legitimen Selbstbehauptung, möglicherweise zu sehr durch Kontrollmechanismen eingeschränkt werden, dass es quasi zu Ausbrüchen kommt aus solchen legitimen Formen der Selbstbehauptung. Also ich mache es mal an einem Beispiel. Was macht man in einer Gesellschaft, in der Kabinen, die Kommunikation in der Umkleidekabine zwischen Männern, wenn die quasi sexistisch eingeschränkt ist?
was wir ja haben in einer Gegenwartsgesellschaft, dann muss man sich soziologisch fragen, wenn es quasi keine Reservate mehr für unkontrolliert rassistische Probekommunikation gibt. Dann muss man US-Präsident werden und kann öffentlich über Locker-Room-Talk reden. So ist es, genau. Und das ist dann das Ekelhafte, weil das ist a license to hate. Und das ist etwas, was wir offenbar, glaube ich, im Augenblick als ein großes Problem in gibt es neue Kriminalitätsphänomene, die etwas mit, sagen wir, Identitätsfindung und Behauptung zu tun haben? Also auch zum Beispiel sowas wie Abzocken und bestimmte Formen von gewalttätigen Mobbing, die haben ja etwas mit Identitätsfindung zu tun. Ist das ein aktuelles gesellschaftliches Phänomen oder gab es das früher auch schon? Also die ganze Frage der Gewaltdynamik von Gangs und von Gruppen von Heranwachsenden ist gut untersucht schon in den 20er, 30er Jahren in der amerikanischen Soziologie. Die Ergebnisse, die es dazu gibt, sind immer noch unüberholbar, finde ich. Aber es gibt sozusagen die Idee, und das spricht auch aus der Frage, dass wir mal irgendwann geglaubt haben, es gäbe keine Gangs mehr. Mhm. Es gäbe sowas nicht mehr. Aber es gibt es immer noch. Und es gibt es auch möglicherweise jetzt wieder etwas stärker, vor allem in großstädtischen Bezirken. Und die entstehen dann plötzlich an Orten, an denen man das nicht glaubt, nämlich zum Beispiel in Malls. Mhm. Dass Malls zu einem Treffpunkt wären von Leuten, die, wenn sie aus der Mall raus... diese Einkaufshallen oder Paläste. Ja. Und das ist sozusagen, wenn man quasi aus einer klimatisierten Mall plötzlich in the heat of the night ist, dann kann allerlei ziemlich Unangenehmes passieren. Mhm. Aber sozusagen, dass wir eine Gesellschaft so einrichten könnten, dass es zum Beispiel keine Clans, oder jetzt ist das ja wieder als rassistische Probleme, ich meine diese Banden, ja. Juvenile Banden, dass es so etwas nicht gäbe, da bin ich skeptisch, dass das geht. Also die Verheißung aus der Internationale, erst wenn wir sie vertrieben haben, dann scheint die Sonne ohne Unterlass, das gilt auch für die Kriminalitätsvermeidung wohl nicht. Was hältst du vom Marx'schen Ausbeutungsbegriff und der damit verbundenen Mehrwerttheorie? Stimmt das noch? Stimmte es jemals? Oder ist das überholt, diese Kategorien? Nee. Du hast ja nach Begriffen gefordert. Nee, ganz wichtig. Man muss aber immer wissen, dass für Marx zwei Kategorien, es ist immer ein Paar, es ist Ausbeutung und Herrschaft. Mhm. Und Marx hat die Vorstellung, dass eine bestimmte Ausbeutungsstruktur, die darin besteht, dass ein bestimmter Teil des gemeinsam erwirtschafteten Wertes von einer privaten Person des Kapitalismus abgeschöpft wird, diese Struktur von Ausbeutung als Mechanismus haben wir nach wie vor. Die entsprechenden Strukturen der Herrschaft in den Betrieben allerdings hat sich geändert. Mhm. Und wir haben der Ausbeuter duzt sich jetzt mit dem Ausgebeuteten. Genau. Und wir haben das, was man sogenannte indirekte Steuerung nennt in den betrieblichen Herrschaftssystemen. Aber wir haben nach wie vor betriebliche Herrschaft, auch wenn man sie nicht so erkennt auf den ersten Blick. Und das ist jetzt eine interessante Frage, wie durch die Veränderung betrieblicher Herrschaft möglicherweise auch Formen der Ausbeutung von Arbeitskraftpotenzial entsteht. Das ist das, was Kollegen von mir den sogenannten Arbeitskraftunternehmer genannt haben. Das heißt, die Struktur der Ausbeutung ist jetzt direkter an der einzelnen Person, dass der Kapitalist nicht mehr Arbeitskraft für eine bestimmte Zeit kauft. Das heißt, er kauft quasi Indifferenz für eine bestimmte Zeit, sagt, wenn du bei mir beschäftigt bist, musst du machen, was ich dir sage, und dann kannst du wieder machen, was du willst. Das ist bezahlte Indifferenz. Jetzt kauft man aber nicht bezahlte Indifferenz, sondern man kauft Arbeitsvermögen. Mhm. Das heißt, etwas, was in einer Person steckt, was sie aber erst durch die Anstellung in einem Betrieb aus sich herausholt. Und das ist vielleicht eine andere Form von Ausbeutung, der auch eine andere Form von Herrschaft entspricht. Mhm. Dann wurde angemerkt, weil du hattest vorhin, als es um das amerikanische und das chinesische Modell ging, hattest gesagt, naja, das amerikanische Modell sei eigentlich das freie Angebot. Da wird angemerkt von einem kritischen Zuhörer, nee, stimmt gar nicht. Es sei das amerikanische Modell, das ja heißt,
there is no such thing as free lunch. Das ist in der Tat von einem amerikanischen Ökonomen, Friedman, der zu der Chicago Boys-Gruppe gehört. Ich glaube, das ist aber auch ein liberales Prinzip. Richtig daran ist, ich habe mich da schlicht ausgedrückt. Ich wollte ja sagen, das amerikanische Modell ist, dass die Menschen quasi verkapselt werden vor dem Rechner und da ihre Freiheit simulieren. Also wenn man so will, es ist eine Simulation von Freiheit und von individueller Lebensexpression, die aber immer durch eine, wenn man so will, rechnergesteuert ist. Also ich verstehe die Frage gut. Ich wollte nicht den Individualismus, wollte nicht sagen, dass ein offener und freier Individualismus das der Kern des amerikanischen Modells ist. Und schon gar nicht wolltest du sagen, dass es das alles sozusagen umsonst, kostenlos gibt. Genau. Sondern ganz im Gegenteil. Ja. Das, was du eben beschrieben hast, die Abkapselung, vielleicht auch die Selbsttäuschung, erleben wir das auch im, aus unserer Sicht, glaube ich, das eigenartige Verhältnis vieler Amerikaner zur sozialen Krankenversicherung. Die weigern sich ja, sozusagen Krankenversicherung, von der sie selbst profitieren würden, politisch durchzusetzen und wählen lieber Parteien, die sagen, nee, machen wir nicht und dann müsst ihr eben bis ihr 85 seid, drei Jobs machen. Das ist im Augenblick in der Tat so. Es war aber nicht immer so in den USA. Ich möchte nur an den vielleicht größten amerikanischen Präsidenten des 20. Jahrhunderts erinnern, nämlich an Roosevelt. Mhm. Roosevelt war ein Sozialdemokrat, würde man heute hier sagen. Und der hat ganz anders gedacht über die Frage von individuellen Freiheiten und kollektiven Verpflichtungen. War Roosevelt New Deal? Ja, richtig. Ja. Mhm. Und der New Deal ist das große Modell der Renovierung der US-amerikanischen Gesellschaft gewesen. Und Roosevelt war sehr, sehr erfolgreich darin. Und das ist der einzige amerikanische Präsident, interessanterweise, den ich kenne, den sowohl Demokraten als auch Republikaner hochachten, obwohl er ein Demokrat war, der im Grunde dieses Modell kritisiert hat, das heute als das amerikanische Modell angesehen wird. Der New Deal war eine Idee eines kollektiven Aufbruchs, einer Idee, wir müssen jetzt zusammenhalten, damit wir die Armut. Ja, es war die Überwindung der Weltwirtschaftskrise. Das war die Überwindung der Weltwirtschaftskrise, ganz genau. Es war eine besonders aufmerksame Sprachlosigkeit, als du relativ am Anfang eures Gesprächs sozusagen die politischen Grundbegriffe und Positionierungen definiert hast. Da wurde gefragt, wer sind denn für dich heute nun eigentlich die Linksliberalen? Klammern die das Ökonomische aus und überbetonen das Kulturelle oder Kulturkämpferische? Oder wie, also das hat noch gefehlt, Definition linksliberal. Das ist sehr interessant. Also ich glaube, es gibt eine Suche im politischen Raum nach dem Sozialliberalen, was im Grunde dies kulturalistische Interpretation der Politik versucht zu überwinden. Wir haben in der Tat eine gewisse Kulturalisierung der Politik, die ich für problematisch halte und die jetzt auch an sein Ende so langsam kommt, meiner Wahrnehmung nach. Es ist, glaube ich, eine Problematik für unser Selbstverständnis zu glauben, dass alles in kulturellen Kategorien verstanden werden kann, weil es in der Politik immer um Ideen, um Interessen, um Institutionen geht. Hast du da eigentlich an dieser, wie du es findest, problematischen Überkulturalisierung einen eigenen Anteil? Ich will sagen, warum ich frage. Wenn ich mich nicht falsch erinnere, mindestens warst du das mal, der Lieblingssoziologe von Katrin Göring-Eckardt, in ihrer Zeit, als sie Fraktionsvorsitzende von Bündnis 90 Grünen war, da gab es öffentliche Veranstaltungen mit ihr und dir und sie hat dich immer wieder gelobt und sie hat sich immer wieder auf dich bezogen. Was ist da falsch gelaufen, wenn du sagst, das ist in die falsche Richtung gegangen? Ja, ich fand diesen Aufbruch der Grünen zu einer neuen Idee von gesellschaftlicher Teilhabe, habe ich sehr unterstützt und ich fand das sehr befreiend. Und ich habe das auch gerne unterstützt, weil ich dachte, dass da entsteht eine neue Idee, wie man so schön jetzt heute so sagt, etwas überschriftenartig, eine partizipatorische Idee,
sich verbunden hat mit einer Idee von individueller Selbstentfaltung. Und diese Idee von Selbstentfaltung und Partizipation, das habe ich am Beginn der Grünen sehr, fand ich ganz toll, dass man die Idee hat, wer sich selber findet, findet sich mit anderen selber. Und das ist ein bisschen, also ich finde, dass Habeck und auch Annalena Baerbock das versucht haben, in der mittleren Phase der Wiederanknüpfung, wo die Grünen zu einer vernehmenden, hörenden Politik und nicht mehr zu einer diktierenden Politik gefunden haben, das ist jetzt wieder ein bisschen verschwunden. Und es wäre gut, wenn die Grünen wieder an diese Idee Anschluss fänden, wie das Partizipation und individueller Ausdruck zwei Seiten einer Medaille sind. Ist nicht leicht, wenn man ein Gebäudeenergiegesetz durchsetzen soll, ne? Richtig. Nächste Frage. Statistiken aus der Weimarer Republik zwischen Arbeitslosigkeit und Wahlverhalten, heißt das nicht, dass soziale Ungleichheit im Kapitalismus Nährboden für den Faschismus bedeutet? Fast unausweichlich, füge ich jetzt hinzu. Nein, weil wir haben ja gerade viele Beispiele vor Augen, wo wir haben das jetzt gerade in der Türkei. Ich meine, wir wissen, das Land hat 40% Inflation. Wir haben ein Management einer großen Erdbebenkatastrophe, die sicherlich zu einem Großteil der Zentralregierung zuzurechnen ist. Der entsprechende Kandidat wird wiedergewählt. Das heißt, den Leuten geht es wirklich schlecht. Und sie wählen jemanden, der im Grunde dafür verantwortlich ist. Das heißt, sie wählen nicht eine faschistische Diskontinuität, sondern irgendwie eine Kontinuität, die... Sie wählen eine Figur, die mindestens hochautoritär und mit gewaltigen Demokratiedefiziten, ich glaube, sowohl im Handeln als auch im Denken ausgestattet ist. In Italien wurde, du hast das vorhin gesagt, Meloni gewählt. Auch da ist die sozioökonomische Lage nicht doll. Spricht das nicht doch eher für die These? Nee, ich finde, dann müssten sie doch eigentlich, also es gab ein Wirtschaftswunder in der Türkei Vor 20 Jahren. Vor 20 Jahren, genau. Aber dann wäre doch irgendwie natürlich, die Leute würden den jetzt zu Teufel jagen und sagen, jetzt müssen wir mal was anderes probieren. Es geht doch so nicht weiter mit dem Land. Und das ist doch irgendwie das Interessante. Also, dass sie quasi sagen, wir machen das jetzt weiter. Aber sie wissen doch, es geht nicht weiter so. Und ich finde, darüber muss man nachdenken. Wieso die eigentlich so störrisch an dieser Figur festhalten? Anstatt zu sagen, der hat mal was Gutes für das Land gemacht, hat ein Wirtschaftswunder ermöglicht. Erdogan, das hat er, auf gewisser Weise hat er wohl. Und dann sagt man, dann schicken wir jetzt in die Wüste. Und das ist eigentlich eine interessante Frage. Also eigentlich das Festhalten an der autoritären Führungsfigur. Genau. Das ist eine andere Frage als die sozusagen Highway to Fascism. Aber noch eine Faschismusfrage. Was hältst du von der These, dass Faschismus eigentlich immer in Verbindung mit Männerbünden steht? Ich meine, jetzt könnte man sagen, nee, Meloni ist das Gegenbeispiel. Aber es sind, glaube ich, überwiegend männliche Strukturen in faschistischen Organisationen. Du musst zu Recht sagen, Strukturen. Ja. Das ist, also jedenfalls, es sind nicht mehr so einfach Männerbünde, sondern wir haben an der Spitze der deutschen Rechtspartei, die faschistische Züge hat, aber sicherlich nicht als faschistisch zu kennzeichnen ist, eine Person, die LGBT ist, also die sozusagen mit einer Frau zusammenlebt, die haben Kinder zusammen und so weiter. Also das ist ein bisschen komplexer geworden mit den Männerbünden. Lernfrage. Kannst du den Ethnopluralismus der Rechten definieren? Was unterscheidet den von der klassischen nationalsozialistisch-faschistischen Ideologie? Na, der Ethnopluralismus sagt ja, alle sollen in ihren Ländern glücklich werden. Nur nicht hier. Wir brauchen sozusagen eine gewisse
ethnische Homogenität, damit wir quasi miteinander zurechtkommen. Und die anderen sollen woanders ihre ethnische Homogenität haben. Also keine Herren- und Untermenschen, Rassen, genau. Unterteilung, aber Homogenität. Genau. Und das ist dann natürlich das Problem, wie kann man Homogenität herstellen? Und dann ist leicht, dass man, sind Manöver der Gewalt spielen dann eine große Rolle. Das nennt man dann ethnische Säuberung. Würdest du behaupten, die heutigen westlichen Demokratien entsprechen deinen Standards einer Demokratie? In der Tendenz ja. In der Tendenz ja. Besonders in Deutschland. Also ich könnte mir jetzt sagen, ich kann mir vieles an den Programmatiken und an der politischen Auseinandersetzung sehe ich kritisch. Allerdings zum Beispiel, dass wir mehr plebiszitäre Elemente einführen müssten, das sehe ich nicht so. Ich finde auch die Absetzung des Wahlverhaltens, Wahlalters, finde ich auf 16, finde ich nicht sonderlich glücklich, würde ich nicht machen. Würde es beachten. Auch nicht auf kommunaler Ebene? Nee. Warum nicht? Weil ich, es ist so eine, ich finde, es gibt so eine Art Hoffnung auf diese jungen Menschen, wenn die 16, überleg doch mal, wenn man 16 ist, ja. Und dann fangen die Leute an zu sagen, ja, ihr habt so viel Intelligenz und wir brauchen euch so. Wie soll man da eigentlich rebellieren? Ich finde, also das ist das Einfangen von Jugendlichen zu nicht, finde ich irgendwie nicht gut. In unserer Jugend war das Wahlalter 21, lieber Heinz. Ja, ich weiß, aber es ist aber jetzt 18, ist doch in Ordnung. Ja, aber wenn es richtig war zu sagen, ah nee, es geht auch mit 18, warum geht dann nicht 16? Weil also ich weiß nicht, ich habe mit 20-Jährigen in der Uni zu tun, mit 18-Jährigen, da bin ich schon, denke ich manchmal, uff. Wieder zurück zu 21? Ich denke nicht zu 21. Ich weiß nur sozusagen, wie sehr ich noch quasi erklären muss, wie unsere Demokratie funktioniert. Und? Die hören gerne zu, weil ich das irgendwie nett erkläre. Aber das heißt, sie wussten es vorher nicht. Noch eine Faschismusfrage. Wurde viel gefragt. Ist die chinesische KP eine faschistische Partei? Nee. Sondern? Das ist eine autoritäre Partei, die nicht behauptet, dass, sagen wir mal so, die offene Legitimität von Gewalt gegenüber der Mehrheitsbevölkerung gibt es in China nicht, allerdings gegenüber bestimmten als nicht zugehörig zur Gesellschaft angezeigten Gruppen in extremer Weise. Und diese Seite der ethnischen oder der quasi der einer gewissen chinesischen Exklusivität gegenüber anderen Bevölkerungsgruppen, die hat teilweise faschistische Züge. Das ist richtig. Da schiebe ich jetzt das ein. Der Begriff des Faschismus als Vorwurf spielt im Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine beidseitig eine sehr große Rolle in unterschiedlicher Weise. Wie nimmst du das wahr und auf? Was drückt sich darin aus? Na, ich glaube, das ist im Grunde nochmal die Abarbeitung der Komintern. Die Komintern war die Zentrale des Weltkommunismus in Moskau. Und in der Komintern ist im Grunde der Begriff des Antifaschismus entwickelt worden. Mhm. Und das war ein Versuch von Stalin, im Grunde die sozialdemokratischen Teile der Arbeiterbewegung zunichte zu machen. Und es ist mir klar, es ist sozusagen eine Wiederkehr dieser Problematik, also gespenstischerweise meiner Wahrnehmung nach, die wir jetzt haben. Übrigens interessanterweise von beiden Seiten. Ja, ja, also in unterschiedlicher Ausprägung, nicht? Genau. Und das ist wirklich interessant, dass also quasi jetzt mal etwas klinisch ausgedrückt, semantische Vorgänge, die in einer Vorgeschichte der Sowjetunion oder in einer Konstitutionsgeschichte der Sowjetunion eine große Rolle gespielt haben, jetzt plötzlich wieder auf dem Tisch sind, das ist für mich außerordentlich verstörend
und sagt mir, dass da wirklich einiges, dass da eine Idee von Zukunft, die irgendwas mit Vernunft zu tun hat, da habe ich kein großes Zutrauen. Hat das eine religiöse Komponente? Also es gibt im Religiösen das Teuflische, das Böse. Und man kann jetzt manchmal den Eindruck haben, dass in der Identitätsfindung, die ja bei den Kriegsnarrativen auch eine Rolle spielt, der Begriff des Faschismus sozusagen die Rolle der religiösen Teufels oder Hölle oder des Bösen übernommen hat. Ja, in gewisser Weise, glaube ich, ist es so, wobei ich dieses innere Dilemma sehe. Es ist furchtbar, wenn man muss ja sich mal vorstellen, da hat ein Land geglaubt, wir stehen an der Spitze der Weltrevolution durch Zufall, weil das war eigentlich in Deutschland hätte die Revolution ausbrechen sollen und nicht in Russland. Und dann machen die alles und dann ist das Jahrhundert vorbei und dann müssen sie so zur Kenntnis nehmen, dass sie verloren haben. Das ist nicht einfach hinzunehmen. Das verstehe ich. Also ich muss sagen, dass ich beim Einrollen der roten Fahne auch irgendwie ziemlich melancholisch geworden bin. Ich dachte, oh Gott, jetzt ist dieses Kapitel beendet. Was kommt nach? Und im Grunde ist dann mit einer gewissen Verspätung dieser Krieg nachgekommen und es ist furchtbar. Ist Trump ein Faschist? Ich glaube, es macht sich zu einfach, wenn man denn sagt, Trump ist ein Faschist. License to hate ist faschistisch. Du hast es eben gesagt. Mhm. Er hat eine irre Begabung, die Kränkung der Leute zu fokussieren und die Kränkung der Leute selber nochmal anzustacheln. Und eines der Grundprobleme ist wirklich, was machen wir mit den... Es gibt ein Kränkungspotenzial offenbar in westlichen Gesellschaften im Augenblick. Und ich sehe nicht, deshalb habe ich dieses Buch über Solidarität geschrieben, ich wollte diesen Begriff der exklusiven Solidarität, die sich die Rechte zu eigen gemacht hat, der wieder wegnehmen und eine andere Erarbeitung des Begriffes vorschlagen, der den Individualismus, das Ich ernst nimmt, als Zentrum des solidarischen Empfindens. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie kann man Kränkungen, die existieren in der Gesellschaft, über Kränkungen die Leute ein Empfinden dafür bekommen, dass sie eben nicht alleine stehen mit den Dingen, die ihnen passiert sind. Es gibt so einen ganz wunderbaren, einen trivialen Satz aus der queeren Bewegung, du bist nicht allein, und das finde ich einen großartigen Satz. Das ist der Satz, der gegen alle Kränkungen gesagt werden müsste. Ja, beim FC Liverpool heißt das, you'll never walk alone, ja. Und Olaf Scholz hat es übernommen. Ja, das fand ich ein bisschen zu arg, hat mir nicht so gefallen, hätte man eher lieber gelassen. Aber der Kerngedanke ist dahinter. Was hältst du von Volksbewaffnung, wo das wurde ja früher mal aus und in linken Kreisen gefordert oder diskutiert, zum Beispiel auch von Wolf Biermann? Wäre das eine adäquate Umsetzung des Grundgesetzartikels, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus? Nein. Nein? Kategorisch nein? Will ich auch nicht weiter begründen. Salvador Allende ist mit der Maschinenpistole in der Hand gestorben. Ja, es war ein Putsch gegen ihn. Das verstehe ich. Aber ich will auch keine Heiligenfigur aus Allende machen. Was denkst du über die Aktionsformen der letzten Generation? Haben wir darüber geredet, ist exemplarische Politik, die ich als exemplarische Politik für sinnlos halte. Was ist von Menschen zu halten, die von
Ökoterrorismus sprechen? Das ist eine Abwehrreaktion. Das halte ich für völlig überzogen. So wichtig sind sie auch wiederum nicht. Warum lehnst du das Prinzip der Generationengerechtigkeit ab? Und was wäre eine begriffliche Alternative dazu? Dass jede Generation, das ist ja im Kern des Generationenbegriffes steckt das, dass jede Generation sich ihre Welt selber macht. Und es eigentlich keine, quasi die Idee, dass man andere Generationen dafür verantwortlich macht, dass man nicht seine Welt so machen kann, wie man sie selber will, ist eigentlich eine Schwächung der eigenen Kraft. Und ich finde, Generationengerechtigkeit ist ein Konzept, was einen dazu verleitet, sich zu sehr mit den anderen zu beschäftigen und zu wenig mit sich selber. Kritisierst du dann das Urteil des Bundesverfassungsgerichts von 2021, glaube ich, wo ja festgestellt wurde, dass das Klimaschutzgesetz des Bundestages, der Bundesregierung, ungenügend sei, weil es die Rechte zukünftiger Generationen nicht genügend berücksichtigt, indem es denen einen, und wir kennen die Halbwertszeiten und auch die Verweildauer von Treibhausgasen, man drückt diesen Generationen, die nichts dafür können, die sich das nicht aussuchen können, ein Erbe auf, das ihre Verhältnisse einschränkt. Ich bin nicht glücklich mit diesem Urteil, weil es davon ablenkt, dass wir aus einer Phase der großen Beschleunigung seit 1960 kommen, die ganz andere Dynamiken hat, als die, dass es irgendeine Verantwortlichkeit einer Generation gäbe. Und im Grunde ist es eine Ablenkung von diesen Problematiken. Und ich bin überhaupt nicht glücklich mit diesem Urteil. Ja, wirklich. Aber also das Urteil abzulehnen oder den Gedanken dahinter, das führt dann leicht in eine Position, die heißt, nach mir die Sintflut. Nein, das finde ich nicht. Ich will darauf hinaus, dass Generationen ihre Potenziale entwickeln sollen. Und wie das im Leben ist, wenn man sich zu lange mit anderen beschäftigt, kommt man nicht zu sich selber. Was sagst du zu den steigenden Umfragewerten der AfD? Hast du eine Idee, wie man diese Entwicklung aufhalten könnte? Es ist quasi der Kern dessen, was ich versucht habe, heute zu sagen, kann man einer berühmten Formel des von mir schon angesprochenen Walter Benjamins entnehmen. Es geht darum, Schlagworte zu prägen, ohne Begriffe zu verraten. Und das ist die Antwort auf die AfD. Schlagworte prägen, ohne Begriffe zu verraten. Da gab es eine Zusatzfrage. Was ist deine soziologische, sozialpsychologische Erklärung für die Stärke dieser Partei, jedenfalls vom öffentlichen Zuspruch her, vor allem in den ostdeutschen Bundesländern? Weil in ostdeutschen Bundesländern dieses Gefühl, dass man endlich sein Leben in eigener Regie hätte nach der Phase der DDR, sehr stark ist und man quasi einem Staat, der vor allen Dingen unter einer Semantik, die einem, also mit Begriff, mit Vorstellungen, die einem selber nicht sonderlich einleuchten, nun vordiktieren will, wie man das Leben zu leben hat und solche merkwürdigen Begriffe dann einführt wie Lebensleistung, die Anerkennung von Lebensleistung und so etwas, das empfinden viele Leute in Ostdeutschland als Hohn. Und einem Staat, der einem die Lebensleistung anerkennt, mit dem will man nichts zu tun haben. Ja, aber wenn die Anerkennung der einer Lebensleistung verweigert wird, ist das nicht der viel größere Hohn? Und nach meinem Eindruck ist es das Gefühl, was viele Menschen vor allem in Ostdeutschland haben. Nee, das von der Sache her stimmt das absolut. Nur die Formel des herablassenden Mitleids nach dem Motto, wir erkennen jetzt eure Lebensleistung an, das bringt viele Leute in Ostdeutschland in Rage. Das ist so wie der Kunstpreis fürs Lebenswerk. Genau. Gibt es den noch als Wissenschaftspreis? Ich weiß es nicht. doch, gibt es. Ja? Gibt es, ja. Genau, fürs Lebenswerk. Ja. Stimmt, gibt es in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie. Ich habe einen anderen Preis gekriegt, aber zum Glück den nicht. Ja, du sagst zum Glück nicht, weil wenn der Preis fürs Lebenswerk, dann kann man sagen, ja, für einen richtigen hat es nicht,
Das ist, nee, ist kein Trostpreis, aber es ist schon eine andere Art von Preiskategorie. Ne? So, und dann noch zwei Fragen, die vorab reingekommen waren im Junge Naiv Forum. Basierend auf Wikipedia, warum ist, wohl ein Artikelbeitrag über dich, warum ist rechte Politik immer auch ein Angriff auf den Sozialstaat und wie kann man diesen vor Zermürbung bewahren? Der Sozialstaat kann vor der Zermürbung gewahrt werden, indem man den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Solidarität wiederherstellt. Wer will, dass es in diesem Land gerecht zugeht, zu denen gehöre ich. Ich möchte gern, dass es gerecht zugeht in unserem Land. Der muss dafür auch bereit sein, in der Solidarität der Leute aufzukommen. Sonst gibt es, wenn man quasi nur Gerechtigkeit fordert und nicht die Idee ist, dass Gerechtigkeit in Solidarität die Kosten, wenn man so will, der Gerechtigkeit, man für die Kosten der Gerechtigkeit aufkommt, dann zermürbt das Prinzip der Gerechtigkeit. Und dann noch diese Frage. Da wirst du jetzt gesiezt. Mhm. Ich trage das so vor. Haben Sie nach neuestem Wissensstand ein schlechtes Gewissen gegenüber Gegnern und Verweigerern der Corona-Impfung? Über die sind Sie ja ziemlich barsch hergezogen und hätten Sie wahrscheinlich doch gern nach Madagaskar geschickt. Heute relativiert sich ja einiges von all dem. Diese Madagaskar-Formulierung war ungeheuerlich von mir. Da bin ich wirklich, das hätte mir nicht passieren dürfen. Es war aus einem Gespräch heraus. Allerdings, dass ich jetzt irgendwie irgendwas zurücknehmen müsste, das sehe ich nicht. Außer dieser Formulierung. Mhm. Madagaskar ist, glaube ich, der Ort, wo der Pfeffer wächst. Nicht? Mhm. Heinz, danke schön. Danke für deine Ausführungen. Du hattest ein sehr gespannt zuhörendes und vermutlich auch noch ziemlich intensiv weiter diskutierendes Publikum. Die Einladung, nochmal wiederzukommen, ist schon ausgesprochen. Ich würde mich da auch sehr drüber freuen. Du bist hier jederzeit willkommen. Hast es auch nicht ganz so weit ins Studio jetzt. Genau. Danke dafür. Danke für eure Fragen, euer Interesse und eure Unterstützung. Ohne die, ihr wisst es dieses Format überhaupt nicht gäbe. Unterstützer des vergangenen Monats jetzt im Abspann. Bis bald. Tschüss.